einige kennen den H.W. Friedmann schon. Das ist ein österreichischer Autor, lebt im Prinzip sehr zurückgezogen, ist letztes Jahr in die Versuchung gekommen, anhand einer persönlichen Geschichte einer Dame, die mit einer Bank in Österreich Schwierigkeiten hatte, ein Buch zu schreiben, den Bankster Club. Und wir können ihn heute hier via Skype begrüßen. Hallo, schönen Abend. Und er wird uns hier ein wenig auch von seiner Arbeit erzählen, wird ein wenig über das Geldsystem erzählen, auch über die Geschichte mit, hat auch einer oder andere schon gehört, was unsere Geburtsurkunden angeht, natürliche Person, juristische Person. Warum habe ich das Gefühl, dass so eine Hand im Hintergrund mich irgendwo leitet oder führt? Ist das alles so richtig? Warum ist das mit der Gerichtsbarkeit nicht so, dass ich mich da wirklich wohl und aufgehoben fühle? Und er wird also jetzt jeden Moment anrufen und ich hoffe, dass das mit der Technik auch alles klappt und wird uns etwas erzählen. Und wenn das soweit durch ist, dass wir dann quasi ihm Antworten, Fragen stellen können und er uns darauf antwortet. Was immer euch da so bewegt, interessiert an den Themen, die er hat. Und ich habe von, aus diesem Buch, um das es da geht, was in Österreich also sehr viel Wirbel hervorgerufen hat, einfach mal so eine Kleinigkeit mitgebracht, was ich euch gerne vorlesen möchte. Und zwar ist es der erste Brief des Friedmann. Ich bin klein, doch es gibt ein Sprichwort. Im Kleinen liegt das Große. Ich bin auch alleine und ich habe versagt. Ich bin an einer Scheinwelt gescheitert. Aber was sollte ich dagegen tun? Ich wollte an etwas glauben. Eine Schneeflocke ist auch klein und schwach. Aber was könnte aus ihr werden, wenn sie sich mit anderen verbindet und zu einem ewigen Eis gefriert? Und aufgrund der persönlichen Geschichte von Herrn Friedmann sagt er, es ist mir wichtig, Dinge wieder zurückzugeben, an die Welt zurückzugeben. Er beschäftigt sich sehr viel auch mit Dingen, wie kann ich die Welt und das System verändern. Und er hat in Berlin letztes Jahr auf der Friedensmahnwache, der bundesdeutschen Friedensmahnwache, auch eine Rede gehalten und hat dort einfach auch gesagt, dass wir zusammenhalten sollen als Menschen, uns zusammentun sollen als Menschen, dann können wir also sehr, sehr viel bewegen. Und was ihn antreibt, ist unter anderem, dass der Patriot Act in Amerika ja ausgerufen worden ist nach dem 11. September und wir seitdem noch mehr Kriege auf der Welt haben, noch mehr Gewalt auf der Welt haben und dass das eben ein Ende haben muss und auch haben sollte. Und was wir Einzelnen für uns alleine schon mal bewegen können, im Großen natürlich erstmal nicht viel, glauben wir, aber wir haben natürlich als einzelner Mensch auch die Entscheidungsgewalt, was mache ich mit meinem Geld, mit meinem Konsumverhalten, wo kann ich das verändern, kann ich an meiner Ernährung was verändern, kann ich die Umwelt ein bisschen anders beglücken, indem ich vielleicht einmal weniger Auto fahre und einmal mehr zu Fuß gehe, diese Dinge, die uns eigentlich schon seit Jahren beschäftigen. Und jetzt warten wir halt, dass er anruft für einen Moment und dann können wir weitermachen. Hallo? Hallo, Harvey? Ich sehe. Wir hören dich. Ich sehe nur ein Bild oder ein Foto. Ja, warte, ich muss mal gucken, Kamera. So, jetzt siehst du mich. Grüß dich, guten Abend. Ja, du bist... Kann ich einmal sehen, wie weit das ist? Ja, warte, ich muss mal drehen und ein bisschen... Warte mal, ein bisschen lauter. Und ich drehe mal. Mal gucken, was das alles so funktioniert. Ja, ist weggefallen. Ah, siehst du. Also, geht von nicht auf den Kopf. Das haut nicht so. Das haut nicht rum mit dem Mann drin. Soll ich da einmal alle rumschmeißen? Das ist so von hier gucken. Ja, gerne. Ja, ich würde gerne einfach die Leute sehen. Nicht die da bei dir haben. Ja, warte mal. Ich guck mal, dass das hier alles funktioniert. Jetzt habe ich den Programm geplant. Das verstehst du mir gut. Warte. Ich guck mal, dass ich dich drehen kann. So. Ah, schau mal. Kannst du was sehen? Hallo. Das ist ja eine richtig große Gruppe da. Ja, ja. Ja, du, die sind alle interessiert. Noch ein bisschen weiter, da sind ja noch... Was? Ein bisschen mehr. Ja,
wir haben gesagt, dass wir einige mögliche Abstimmungen oder so plaudern, ja? Und du hättest da richtig die Fragen aufstellen müssen. Oh ja, du so ein bisschen halt, ne? So. Wie sind die Leitungen, verstehen Sie mich? Geht's mit dem Verstehen? Ja. Könnte besser sein. Sie nicken. Sie nicken. Bedächtig. Bitch. Ja. Oh, das war ein bisschen laut. Warte mal, ich noch mal ein bisschen. Jetzt ist er weg. Also, entschuldigt bitte, ich habe nur vergessen, meinen Espresso mitzuholen. Ich habe auch kein Pflaster. Wir tun uns ja heute eher gemütlich unterhalten. Es ist Freitag, es ist Wochenende und ich bin auch sehr ausgelaugt. Ich hoffe, auf eine gemütliche Stunde oder zwei Stunden oder drei, je nachdem, wie es jetzt wird, eingestellt seid. Und jetzt nicht von mir erwartet, dass ich da jetzt der Groß irgendeine Ansprache halte, sondern dass wir einfach einmal ein Gespräch führen. Zumindest zu den Hauptthemen, die mir die Jasmin das letzte Mal genannt hat. Ja? Und das war noch meine Erinnerung, das eine ist, dass für ein großes Interesse am Geldsystem besteht. Und das andere ist, glaube ich, dieses Strohmann-Modell oder Konzept oder Prinzip, das da mehr oder minder auch in Deutschland angewendet worden ist. So habe ich das in Erinnerung. Ja? Stimmt das? Also ich habe nichts dagegen, wenn wir mehr Zwiegespräch machen draus, also das ist eher ein Dialog, als das ist ein Monolog. Weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Probleme oder geben würde. Jetzt würde mich würde einleitend einmal interessieren, das mache ich ganz gern, dass ich frage, warum gibt es die alle da? Was macht die da? Was treibt euch da zu Jasmin und was beschäftigt euch? Hört ihr mich gut? Ja, nein. Gut? Ja. Nein. Einfach mal akustisch so ein bisschen. Ja, hör nicht. Das dürft ihr ruhig. Das ist erlaubt. Ja. Wie soll ich jetzt, Jasmin, möchtest du irgendeine Einführung machen oder irgendeine Einleitung? Oder? Ja, also ich hab ja schon ein klein bisschen erzählt, aber es sind noch ein paar Menschen dazugekommen. Also sage ich das nochmal ganz kurz, das ist der HW Friedmann. HW hat heute Live-Schaltung mit Träger gemacht, weil ich ihn darum gebeten hatte. Wir haben so ein bisschen geplaudert über alle möglichen Dinge und HW ist ein Autor, der hauptsächlich für sich im Verborgenen gemütlich schreibt, um die Dinge, seine Eindrücke im Leben eben kundzutun, in Form von Buch und Wort. Und ist vor ungefähr anderthalb Jahren in die Lage gekommen, mit einer Dame zu sprechen, die Schwierigkeiten mit einer Bank in Österreich hatte, und hat dann für sich eine Studie gemacht, wie er es sagt, und hat dort spannende Erlebnisse gehabt, hat die in einem Buch niedergeschrieben, das ist der Bankster Club. Und so haben wir uns auch kennengelernt im Endeffekt über die Mahnwachen, die wir ja hier in Braunschweig auch eine haben. Und so hat sich das ergeben, dass wir hier heute plaudern können. Und so wie ich es verstanden habe, kann das eine ganz lockere Sache sein. Einfach, wenn ihr was habt zu diesen Themen, Fragen oder sowas, dann wäre es ganz gut, wenn ihr die Fragen stellt. Ansonsten erzählt habe ich euch einfach das, was ihm durch den Kopf geht, würde ich sagen. Ist das so in Ordnung? Ach Gott, wenn ich euch das erzählen würde, was mir im Moment mal zurückkommt, dann das weiß ich vermutlich eh, was mir alles zum Kopf geht, aber ich versuche es auf dem Stegreif, so wie immer, ich war am Abend dann nicht vorbereitet. Das ist aber ich sage nochmal Danke für die Einladung. Man versteht ihn nicht. Kann es sein, dass du zu weit vom Lautsprecher weg bist, HW? Man versteht. Dass du es dir zu gemütlich gemacht hast? Ist so besser? Ja. Ich habe hier auch noch ein bisschen lauter gemacht. Gut. Ach Gott, ich muss gestehen, ich habe in den letzten
Monaten zu Deutschland eine ganz neue Beziehung bekommen, die ich vorher nie gehabt habe. Hat die Geschichte aus einer gewissen Zeit ist. Und so geht das ja zurück, also nicht nur bis zum Karl den Großen, der nur 800 war, das war sogar ein Christoph am 25.12. das Heilige Römische Reich Deutsche Nation ausgibt. Sondern es geht ja noch weiter zurück. Also ich war im Zuge einer Recherche für ein Buch, das im ersten Teil schwerpunktmäßig sich mit Rechtsform trägt und um die Praktiken und Geschäftsmethoden von Banken mehr oder weniger dazu gewogen worden, ich bin dazu gedrängt worden, sich noch näher auseinanderzusetzen. Da war es für mich einfach interessant zu beobachten, dass sich meine Einstellung zum deutschen Bereich, ich habe auch Beruf im Deutschen Reich. Weil ich auch deutschsprachig bin, das ist ja keine Rolle, Österreicher ist oder Schweizer oder was auch immer. Man spricht nicht mehr die Sprache, nur so kann man es nicht verständigen. Mein Gott, wenn man sagt, so viele Sprachen. Wir können das hier nicht verstehen, das ist zu schade. Verstehen wir nicht? Also ich kann das jetzt so auch nicht anders machen. Ich kann es lauter stellen, aber ansonsten wird es schwierig. Könnt ihr ein bisschen näher rankommen? Nee, das hilft auch nicht. Das hilft nichts. Die Lautstärke ist okay. Ich muss vielleicht lauter sprechen, vielleicht muss ich rufen. Das wäre nett, ja. Ja, das wäre nett, wenn ich jetzt 2 Stunden lang durchrufe. Also, ich war dort stehen geblieben, dass ich meine emotionale Ebene und auch meine Ebene der persönlichen Beziehung zu Deutschland in diesen Monaten, dass ich die sehr entwickelt hat. Und das hat damit zusammengehangen, dass ich mich mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt habe. Und da bin ich auf weitere Dinge draufgekommen, die sind sehr interessant. Also das eine ist ja, ich nehme an, die meisten wissen, dass in Deutschland einmal, dass das Deutsche Reich ein sehr großes Reich war, das Frankenreich gehörte ja dazu, also Frankreich war ja ursprünglich Deutschland. Und es ging ja hinauf bis nach England. Und hinunter bis nach Italien. Also es war ein riesiger Bereich. Und da war Österreich auch ein Teil davon, der dann irgendwann 200 Jahre, nachdem der Karl der Große sein Reich ausgerufen hat, dann geschenkt worden ist an die Kirche. Also da damals Osterriki geheißen. Aber ich hab da festgestellt, dass Deutschland eigentlich die letzten 2000 Jahre erstens diesen Kontinenten sehr dominiert und geprägt hat. Die deutsche Geschichte, die deutsche Disziplin, der deutsche Stolz, der deutsche Wille. Und ich habe aber festgestellt, dass da ständig ein Kampf war zwischen der Kirche und zwischen dem Kaiser. Dieser Kampf letztlich von der Kirche gewonnen wurde. Ja? Aus unterschiedlichen Gründen. Aber ich habe dadurch, sagen wir mal so, das Schicksal dieses Volkes und dieser Nation, das hat auf mich einen sehr großen Eindruck ausgeübt, weil ich auch festgestellt habe, dass wir, oder ich zähle mich ja dazu, ich bin auch ein Germaner, oder sagen wir so, ich bin eigentlich ein Glaubwürdiger, ja. Ja, ich habe mehr als Blut in mir. Aber was ich festgestellt habe, ist diese Schutzmacht, die Deutschland war für den Vatikan. Und der Vatikan letztlich aber dann im 19. Jahrhundert oder so, mit dem Ersten Weltkrieg Deutschland wieder getan. Das liegt nicht an der Box, sondern an seinem Mikrofon. Wir hören dich, aber es ist natürlich durch die Übertragung ist das nicht ganz so optimal. Wenn du hier wärst, wäre es natürlich besser, gar keine Frage. Aber wir machen das Beste draus. Wenn ich telefonisch machen. Also mit diesem, weil da gibt es so eine Telefonfunktion bei diesem Skype, oder? Ist das besser? Das kann ich dir nicht beantworten. Da bin ich nicht der Techniker. Ich denke, wir machen einfach weiter. Trotz Nach- und Unterbrechungen, stimmt das? Kann man das so sagen? Also bei mir hier geht es. Ich weiß aber nicht, wie die anderen das wahrnehmen. Ja, vielleicht ist die Box ja wirklich nicht so ganz. Vielleicht mal einfach mal weiter. Eine nach hinten stellen und
wenn das lang ist. Das wäre ja schade, wenn ihr nichts versteht. Ja, ein Headset zur Verfügung? Hast du ein Headset zur Verfügung? War die Frage gerade? Wegen des Mikrofons, ja. Wegen des Mikrofons. Ja, das ist super. Ja, Mikro. Beim Nachbarn. Ich habe irgendwo 5 oder 6 Headsets herumgekriegt, aber keiner für die Frage. Hilft das? Ansonsten würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Wir machen es ja auch das erste Mal. Wir üben also alle noch. Ich kann mich jetzt von Herregen und das und da. Und machen das Beste draus. Wobei ich mich da, also ich lege mich dann vielleicht komme ich dann noch näher zu dem Mikrofon. Ja, das ist nicht so gut. Ich muss nur noch Mikrofon. Hast du jetzt getrieben? Ja. Oh, gut. Ach, gut. Das dann jemand ist stehen geblieben? Genau, können wir einrichten. Also, das ist das Erste. Das eigentlich das Germanische Reich in Deutschland mit den Kontinenten sehr gut geprägt. Das ist ja heute noch. Das ist quasi das Zentrum in der EU. Wenn jemand was beschlossen werden muss, dann muss Deutschland quasi mitziehen. Aber dadurch, dass es also ein starkes und windstarkes Reich war, das so gut geführt und organisiert war, hat ein Kampf stattgefunden im Hintergrund, der über 1000 Jahre gedauert hat. Und den dann letztlich die Kirche sich entwickelt. Für mich war das ein interessanter Zusammenhang, was ich bei meinen Recherchen nämlich herausgestellt habe, dass das Präpetuum von Christi. Also, sagen wir so, bestimmte persönliches Kleinod, man kann dazu sagen, so eine Art heiliger Gral, ja? Gegenstände wie seinerzeit im Grab und auch von der Kindheit von Christi noch übrig geblieben worden sind, die sind in Deutschland aufgeladen. Die ganze Zeit, in dieser Stadt noch. Und die Reichskleinode des Deutschen Reiches, des Heiligen Römischen Reiches, Deutscher Nation, das ja auch die liegen heute noch in Wien, inklusive der Heiligen Lanze, in schweren Schiffen. Und der Zusammenhang ist interessant, weil es ein, zumindest nach den Recherchen von Richard Wagner, der ist ja glaube ich jedem bekannt, ein großer deutscher Komponist, der eine Oper geschrieben hat, nämlich Parsifal, und der Recherchen sich ja auch herausgestellt hat, dass der römische Hauptmann, der seinerzeit am Berg Golgatha den Jesus diesen Speer zwischen die Rippen gestoßen hat, auch ein Germane war. Und aber dadurch, also und durch einen Germanen eine Prophezeiung mehr oder minder am Leben erhalten worden ist, die jüdischen Hohepriester seinerzeit ja verhindern wollten, nämlich die Auferstehung Christi. Was ich jetzt vorstelle, wenn man eigentlich in Richtung Banken recherchiert, ja, und dann natürlich, wenn man in Europa recherchiert, kommt man Deutschland nicht vorbei, weil Deutschland hat nicht nur die meisten Staatsgoldreserven, auch heute noch, zumindest auf Papier, sondern auch letztlich auch durch die Familie Rothschild von Deutschland aus begonnen, so einen Imperium aufzubauen. Da ist ja nach Deutschland gezogen, 1780. Das ganze Zusammenhangssystem, das wir heute in der Federal Reserve haben, ist entstanden. Deutsche Vorfahren. Das waren alles deutsche Migranten, die drüben in Amerika eben offenbar sich so gut organisiert hatten und abgesprochen hatten, dass sie etwas Geld von der Boden bekommen. Und das hinterlässt natürlich auch einen Eindruck, welche Rolle Deutschland in dieser Geschichte gespielt hat und im Hinblick auf das Geldwesen. Und wenn man dann so weiter recherchiert, dann kommt man natürlich auf, dass zwischen Deutschland und Rom, und das ist der Vatikan, eine gewisse Hassliebe. Auf der einen Seite, dass sie die Prophezeiung am Leben erhalten haben, auf der anderen Seite, weil sie den Heiligen Gral mehr damit wissen, weil der liegt ja in Niedernilstern, der Heilige Gral, das ist ja auch geworden. Wobei man sich jetzt etwas anderes unter einem Heiligen Gral vorstellen muss, als ein Held.
Heilige Gral ist nicht der Kelch des Josef von Arimathea, den man da so nachsagt. Wo sie nicht ist, von ihm aufgefangen worden, das ist aber da ist etwas anderes. Das ist eine praktizierte Religion, die mit bestimmten Sinnen und Schluchten zusammenhängt. Das hängt mit Ritualen zusammen und auch mit einer besonderen Fähigkeit. Und dass das von Deutschland auch ausgeht, das ist etwas, was mich im Zuge meiner Recherchen schon sehr beeindruckt hat. Weil ich die Rolle Deutschlands in der Weltgeschichte so nicht gesehen habe. Nämlich insofern, weil wir ja wirklich in der Schule oder vom Kindern an immer wieder den Steckbrief vor der Nase gesteckt bekommen, wie schlimm wir waren in den letzten Jahren, also in den Großen und in den Vorfahren. Und ich bin in der Scherze gekommen, dass das gar nicht so war. Dass wir eigentlich gar nicht so schlimm waren, sondern dass wir eigentlich 1000 Jahre lang den Vatikan beschützt haben, damit er überhaupt ein Schwert gehabt hat, das ihn verteidigt, weil es galt ja immer. Ich habe sie im Buch als K&K bezeichnet, also Kreuz oder Kirche, Feit oder Kreuz und König. Es ist K&K rückt mir aus der sogenannten Zwei-Schwerter-Lehre und die geht zurück zur Zeit vor Christus. Da bin ich darauf gekommen, dass dieses Geldsystem, wie wir es heute haben, ja schon viel länger besteht. Ich meine, das wusste ich schon länger, aber nachdem ich mich dann intensiver damit beschäftigt, auseinandergesetzt habe und die Verbindung zu Deutschland festgestellt habe und auch hergestellt habe und darauf gekommen bin, dass die beiden Weltkriege eigentlich mehr den Zweck erfüllt haben, Deutschland zu unterstützen oder nicht zu halten. Die beiden Fälle sind nicht Deutschland geworden, die den Krieg begonnen haben. Aber durch viele jetzt im Detail durchgehen, ich bin halt nur in meiner Recherche auf das gekommen und habe dann verlassen. Das ist aber mittlerweile erwiesen. Ich war ganz überrascht, dass man mir in meiner Familie gesagt hat, naja, das ist eh bekannt. Ich wusste es nicht, aber es spielt natürlich eine große Rolle. Insofern, weil man ja auf der Bildebene, so wie heute da schon da ist, sich anschauen muss und das vergleichen muss mit dem, was da schon früher mal war. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Dieter seine Aufgabe war, ja sein Genie, auf der einen Seite Millionen Menschen zu mobilisieren und das Volk mit seinem Stolz anzusprechen, mit seiner Willenskraft, mit seiner Stärke, mit seiner Besonderheit, mit seiner Auserwählung, machen wir alle, machen die Amerikaner heute auch, die Botschaft, God's own country, ist ja nichts anderes. Ja? Das hat er gehabt. Aber das Problem war nur, dass man das so vergleichen kann, dass das wie ein Besoffener war, der gerade ein Führerscheinkandidat ist, wenn man einen vollbesetzten Schulbus hineinsetzt, damit er denkt, in die Tunnel rein. Und und versucht zu verstehen, was da eigentlich die letzten 2000 oder 2000, 4000 Jahre passiert ist und warum es halt nicht so ist. Das war für mich sehr ergreifend. Aber ich möchte damit beginnen, damit man versteht, hier soll Geldwesen überhaupt entstehen. Also ich will jetzt mit Druck auf die Dichter und die Sammler, die überhaupt Angst haben, die Gegenstände zu tauschen, dass der eine braucht, der andere und der Versteht das gar nicht, ne? Also nee, das ist wirklich kaum verständlich. Weil das kommt 30%. Man muss sich schon 30% konzentrieren. Ja, das ist eigentlich nur so, Ravi ist so Geplänkel auf, weiß ich nicht, als wäre ein Ausweis, spricht eine andere Sprache. Weißt du? Das ist durch die Übertragung, meine ich, glaube. Ja, das ist versuchen wir die andere Leitung einmal telefonisch. Vielleicht ist es dann besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, nachdem wir beide mit Sticker arbeiten, ja. Also nicht mit Kabel.
habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Datenvolumen nur weniger, wo ja viel mehr Datenvolumen getragen werden. Und deswegen gut, dann wäre es gut, wenn jemand ein gutes Handy hat, ein gutes Telefon hat, was auch einen guten Lautsprecher hat. Aber ein Lautsprecher wird zwar einzeln nicht stimmen. Mein Lautsprecher hat eine Macke. Also das da sieht zum Beispiel ganz gut aus. Ja, ich habe auch meinen Namen extra mitgenommen, falls wir keine Ah, okay. Ja, dann bitte. Es sieht aus, als könnten wir das technisch regeln. Das ist für mich klar. Das heißt, wir wählen nochmal komplett neu ein. Verstehe ich das richtig? Ne, wir sehen ihn gar nicht. Ja, genau. Ach so. Genau, richtig, ja. Also, ah, okay. Thomas. Ich mach was. Wenn du das Handy machen. Genau, und der Handy-Lautsprecher wird dann an das angeschlossen, ne? An hier? Ja. Gibt es da so einen Stecker? Ja. Na, ich bin ganz gespannt. Das ist. Achso, ich meine jetzt hier, das da. So, also, der geht jetzt hier raus. Ja, der geht raus. Okay, macht ihr das. So, und dann braucht man den eigentlich nicht. Dann geht er nicht. Irgendwelche Nachrichten. Kann ich die vorher nicht stumm schalten? Ja, ja, wie gesagt, ich mache das nicht erstmal. So, und jetzt? Und ganz spannend. Also wir kämpfen hier noch mit der Technik. Warte. Ah, jetzt haben sie den Lautsprecher hier rausgezogen. So, bitte mal Ruhe. Ja, das, warte mal. Gib dir mir noch mal das... Du kannst ihn noch gleich... Warte mal, mal gucken, ob es jetzt besser geht. Ist halt etwas anderes. Ja. So, sprich mal jetzt. Ja. So, mal gucken, ob das besser geht. So, warte mal, ich mach hier mal. So. Bist du noch dran, Harvey? Ja, steht hier nicht. Ah, ich glaube, das geht besser. Das hört sich gut an, ja? Ja. Wir sollen nur bis 20 zu. Das hört sich jetzt besser. Nee, auch nicht so. Nee, das hat ihr immer noch. Wir versuchen es einfach mal. Können Sie da auch? Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Das ist immer wieder weg. Ist so oder so schlecht. Das wird wahrscheinlich doch. Ja. Aber ich möchte keine hohe Telefon. Nee, also so mal so ja. Also wir versuchen es mal über das Handy. Ich schicke dir einfach mal eine Nummer. Ich weiß nicht, ob es dann geht. Ich kann nicht da nur. Ah, okay. Sonst müssen wir es halt so nochmal versuchen. Oder müssen verschieben. Bist du jetzt auf Video empfangen oder bist du auf Telefon? Ich bin ganz normal jetzt über Skype drauf. Auf Video? Ja. Kannst du das Video mal wegschalten? Kannst du mal? Ja, weil das macht Sinn, ne? Da muss ja dann noch mehr Daten müssen übertragen werden. Also Video ist weggeschaltet. Video ist weggeschaltet. Und ihr hört mich trotzdem nur unterbrochen. Also zwischendrin immer wieder irgendwie. Geringfügig besser. Geringfügig besser. Das ist nur ganz geringfügig. Die Aussteuerung ist halt sehr, sehr unterschiedlich.
Je nachdem, wie laut du gerade sprichst. Okay. Die Tür weiter dran schieben. Ja, ich nehme an, es ist besser, wenn ich lauter spreche, oder? Ja, schon. Okay. Gut. Versuchen wir es einfach. Versuchen wir es einfach. Ich fange mal. Versuchen wir es einfach. Fangen wir damit an, dass der Businessplan für unser heutiges Geldsystem, wie es heute abläuft und funktioniert, in der Bibel nachzulesen ist. Ich weiß, das glaubt man kaum, aber es ist tatsächlich so. Und man ist erstaunt, wenn man auch versteht, welches Vorbild durch dieser Geldlobby, also wer denen das Vorbild überhaupt gedient hat. Das ist ja auch faszinierend. Ja? Das geht ja sehr weit zurück bis vor die Zeit vor Mose. Und das war in Ägypten. Und Pharaos in Ägypten, die ja alle als Menschengötter oder als Halbgötter betrachtet worden sind, die haben immer wieder die Dienstleistungen von sogenannten Sehern in Anspruch genommen oder von Propheten. Ja? Und haben sie mehr oder minder immer wieder mit Fragen konfrontiert, wie sie Träume deuten oder wie sie bestimmte Zeichen deuten. Ja? Und da ist einer aufgetaucht, das war der Sohn von Israel. Und der Israel war ja der Enkelsohn von Abraham, wie man aus der Bibel weiß. Also es gibt den Abraham, der hat seinen Sohn Isaac am Felsendom ja opfern sollen, deswegen ist der Felsendom, der ist im Tempel ja so ein wichtiger, zentraler religiöser Punkt, das hat ja der Abraham zum Isaac opfern sollen, das hat er dann aber nicht müssen. Der Isaac hat dann seinen Sohn, wie hat der geheißen? Israel gekriegt? Nein, plötzlich, das war der Jakob. Gott hat schon, ich glaube es nicht überlegen. Der Abraham, der Isaac, da war der Jakob, dann kam der Josef. Genau, so ist es. Und der Israel war der Vater von Josef. Und der Josef war der Erste, der damals für den Pharao Potiphar das Geldsystem, aber ein völlig neues entwickelt, das sind bis heute. Und das ist insofern passiert, dass der Potiphar einmal wissen wollte, wie er einen Traum deutet. Und der Josef ist ja eigentlich als Sklave nach Ägypten gekommen. Ist ja vom Händler dorthin verbracht worden, weil er von seinen Brüdern verkauft worden ist und ist dann ins Gefängnis gekommen und hat schon dort seine hellseherischen Fähigkeiten insofern unter Beweis gestellt, dass er einigen Leuten gesagt hat, was mit ihnen passieren wird, und das ist alles eingetreten. Ja? Und von dieser Kunst hat dieser Pharao einmal gehört und hat den Josef einmal bringen lassen, um ihn zu fragen, wie er ihm einen diesen Traum hat. Und nachdem er diesen Traum völlig richtig gedeutet hat, der Pharao hat, da ging es um die 7 Dürrejahre und um die 7 fetten Jahre, ja, im Zuge der Getreideernte, ist der Josef bestellt worden zum obersten Verwalter Ägyptens als Seher. Das heißt, er hat das Finanzwesen, das Gerichtswesen, die Exekutive, die Nahrungsversorgung, hat alles mehr oder minder kontrolliert und überwacht, hat dann einige Verwalter einsetzen können und hat aber Folgendes gemacht und in den ersten 7 Jahren der fetten Erntezeit, ja, sehr viele Reserven gekauft. Ja. Die Bauern haben damals als intelligent empfunden, weil das sehr weitsichtig ist. Aber was er gemacht hat, war etwas ganz anderes, nämlich das, dass die Reserven, die er gehabt hat, als dann die Dürrezeit gekommen ist und die Leute das gebraucht haben, war ich plötzlich der einzige Anbieter. Er war ein Monopolist. Und hat dann durch den Preis bestimmt. Und und der Josef haben sich nicht als sehr sozial oder sehr menschlich erwiesen, sondern haben diesen Preis natürlich in die Höhe getrieben, weil die Leute brauchten ja etwas. Die Preise sind immer weiter gestiegen, nachdem die Türe ja angegriffen haben. Und das hat die Menschen dann dazu gezwungen, oder besser gesagt, sagen wir mal so, sie mussten also Schulden eingehen. Ja? Dass sie das, was sie zu essen brauchten, durch irgendwelche Gegenleistungen oder sonst irgendwas ersetzen, hat er ihnen das Land weggenommen.
Blödsinn, du wirst zwar Alarm geben, weil sonst gibt es nichts zum Essen. Und nachdem die Lage immer schlimmer geworden ist, haben nicht mehr auf das eingelassen. Nachdem der aber das gemacht hat, der Josef, allen das Land weggenommen hat, hat er gesagt, wir machen Folgendes, ihr könnt das Land wieder haben, ihr könnt es bewirtschaften, aber ihr müsst es mir jährlich 20% eurer Erträge abgeben. Das war die erste Einbruch von einer professionellen Steuer. Und wenn man das Prinzip jetzt da kapiert, dass jemand Land quasi freiwillig zur Verfügung gestellt wird, und etwas an Fruchtgenuss aus diesem Land passiert, muss geteilt werden mit dem Machthaber, dann hat man das selber wie heute. Weil das, was heute ein Bürger in der EU oder in Deutschland, das ist völlig wurscht, nehmen wir EU, sagen wir nicht Deutschland, weil auch die Gesetze in Deutschland werden verordnet von den aber die Gesetze, die dort beschlossen werden, ein EU-Bürger, ja, muss letztlich eine Steuer, die ist weit höher als 20%, nur mal 40% oder 45%, direkt mit einem Verkehr und sonstigen Aufkommen tun wir im Laufen. Da kommt man. Das ist ein Land, die Voransiedlung darf, und Menschen die helfen, jenes Fruchtgenusses teilen, denn er selbst durch seine eigene Arbeit geschöpft. Und wer mag? Das muss man sich vorstellen. Dieses Prinzip geht auf eine Zeit zurück, die vor Mose gelegt ist. Ja? Und hat sich bis heute gehalten. Das ist eine Besonderheit. Das nächste, was jetzt aber dann dazu gekommen ist, ist die Erkenntnis gewesen, weil das Spiel ist ja dann noch weitergegangen. Die haben das dann ja ausgedehnt auf die Bergwerke und auf alles. Und in einer Zeit vor Christus, wo die Ptolemäer noch, wo Karthago noch regiert hat, da war Rom noch ein kleines Dorf. Das hat noch keiner kennt, dass da noch die Ziegen zwischen den Häusern hin und her waren. Ja. Da hat schon im Mittelmeer quasi ein Handelsbündel gehabt, weil man gewusst hat, dass derjenige, der jemanden leihweise was zur Verfügung stellt, auf Dauer, immer eine Forderung hat. Immer. Also wenn ihr halt einen Kredit aufnehmt, ja, und ihr zahlt immer nur die Zinsen, dann bleibt der Kredit immer aufrecht. Immer. Das ganze Leben lang. Ja. Und das bedeutet, man muss eigentlich immer arbeiten. Man ist immer dazu gezwungen, quasi das Land zu bestellen und den Bruchgenuss mit dem Machthaber zu teilen. Und wenn man es nicht mit ihm teilt, das hat damals auch so gemacht, der Karl der Große hat gesagt, wenn das und das und das nicht gemacht wird, dann ist man halt dann gleich hingerichtet worden, das passiert halt heute nicht. Aber wenn du die Steuern nicht bezahlst, die es halt der Uli Hoeneß oder wer auch immer gemacht hat, dann schaut es dann halt so aus, dass man das mit Gewalt eintreibt. Man droht mit Strafe, mit Sanktion, mit Freiheitsentzug. Also dieses Prinzip auf das gesamte Volk, und das muss man sich jetzt vorstellen, auf ein großes Gebiet. Und das ist jetzt aber nicht nur Europa, weil es ist ja in jedem Land so. In jedem. Du müsstest halt auswandern in irgendeinem, was weiß ich von mir, dass zu den Aborigines nach Australien oder in einem eingeborenen Stamm im Amazonas. Ach, du bist in jedem Land, sobald du ein Land betrittst, bist du den dortigen Regeln unterworfen. Indem du deinen Fruchtgenuss, den du jedes Jahr durch deine eigene Arbeit, ja, zustande bringst, den Marktwert deiner Arbeitsleistung, egal ob ich jetzt einen Hebel herstelle oder ob ich jetzt Essiggurken züchte oder ob ich ein Nagelstudio betreibe oder Friseur bin, oder ist völlig wurscht. Der Marktwert meiner Leistung, meines Lebens, den ich erbringe, den muss ich teilen. Den muss ich meinen Machthaber abgeben. Ich strafe mich nicht. Also, wenn man das jetzt von dort weg dann sich weiter anschaut, weil der Jesus war der, der auch das Geldsystem gekannt hat, weil er war ein Nachfahre von David. David war wiederum ein Nachfahre von Salomon und Salomon von Moses. Also diese ganze Blutlinie geht bis zum Abraham. Das Vorbild für das heutige Geldsystem finden wir in der Bibel. Und für mich ist es deswegen so faszinierend, weil er sich dieses Verhältnis über so lange Zeit halten konnte. Denn man muss sich ja vorstellen, dass das ja im Mittelalter genauso gemacht wird. Ein König Ludwig im 5. Jahrhundert, der dem Christentum damals beigetreten ist, hatte mit der Kirche auch einen Pakt. Und
das hatten dasselbe, weil wir hatten die Struktur, so wie man halt eine Rothschild-Struktur sehen kann. Als Pyramide. Nämlich, du hast als Kaiser bestimmt deine Könige, darunter hast du dann die Grafen, die Herzöge und die Äbte, und die sind immer alle steuerbefreit. Ja? So, und die kriegen jeweils Ländereien zur Verfügung gestellt und die verwalten sie mit der Staatsgewalt. Sie besteuern dann dort die Richter, sie kontrollieren dann dort die Polizei und sie kontrollieren Gesetzgebung, die natürlich ganz oben bestimmt wird. Ja? Aber der kleine Graf unten hat die Aufgabe gehabt, ein Alarmgebiet von einem, nehmen wir ein Bundesland her, irgendein kleineres Bundesland, quasi zu verwalten und mit Gewalt letztlich auch das Gesetz durchzusetzen. So, und wie das Gesetz gelautet? Das Gesetz hat so gelautet, dass jeder, der daherkommt und sich ansiedeln will, ein Bauer war, weil damals hat man keine Arbeiter oder Handwerker gegeben, und der Bauer hat dann ein Land gekriegt und das hat er bestellen müssen. Und das, was er pro Jahr produziert hat, das hat er teilen müssen mit dem Graf. Der Graf hat seine Ablieferungen an den König und es ist weiter angegangen bis zum Kaiser. Und im Mittelalter hat das dann das sogenannte Lehenswesen ersetzt. Das heißt, man hat Ländereien entweder geschenkt bekommen, dann war ich Eigentümer, oder ich habe es geliehen bekommen, dann war ich ein Adeliger. So, und dieses Land habe ich aber danach, weil es ja zu groß war, weil du kannst ja als Einzelner mit deiner Familie, kannst ja kein Land bewirtschaften, das die Größe von einem Bundesland hat. Und deswegen hast du es dann eingeteilt in 200 Gaue beispielsweise, wie es beim großen Großen war, und das ist dann verwaltet worden. Und die haben alle immer nur arbeiten müssen. Also das, dieses Gesetz, dass das Volk unten arbeitet und buckelt, das gilt seit 1000 Jahren. Und das muss man, und das, was man leistet, muss man dem Machthaber abliefern. Zu einem gewissen Prozentsatz. Das bedeutet, wir stecken eigentlich vor einem Businessplan, der in der Bibel steht, den sich die Leute, die die Bibel geschrieben haben, ich will das jetzt nicht auf die Juden einschränken, ja, ausgedacht haben in Form von Balladen, ja, in Form von Erzählungen, die teils historisch belegt werden können, teils historisch nicht belegt werden können oder noch nicht belegt werden können. Und wir finden diesen Businessplan heute in einer völlig identischen Form, nur mit dem Unterschied, dass in der Zwischenzeit von 2000 Jahren der Vatikan quasi, sagen wir mal, 3 bis 4 Dutzend Nationen so unter seine Kontrolle bringen konnte. Weil man muss sich ja bitte Folgendes vorstellen, zu einer Zeit, dass man Amerika noch nicht gekannt hat, Amerika noch nicht gegeben hat, ja, hatten ja die großen Kriege in Europa stattgefunden. So. Aber als das neue Gebiet entdeckt worden war, war die Kirche die erste, die ihre Priester, die Inquisition und alle nachgeschickt hat. Die mussten dann dort gemeinsam entweder mit den Spanischen, mit den Englischen, weil die Engländer waren ja auch Christen, den Englischen oder mit den Französischen, die Französischen waren immer Katholiken, die sind da drüben aufgetaucht und haben alle entweder niedergemetzelt oder zur Sklavenschaft unterjocht, weil sie waren ja nicht vom Erlösungsplan Christi betroffen. Ein Indianer in Südamerika war nicht vom Erlösungsplan Christi betroffen, daher war er entweder Sklave oder des Todes. Ja. Oder man hat die Leute eben dann ausgebeutet. Auch dort wurde die Sklavenschaft errichtet. So hat sich die Kirche ausgebreitet über einen Zeitraum von 2000 Jahren, weil begonnen hat sie ja letztlich unten, im alten Byzanz. Ne? Das war, ja, wo es halt herkommt, ne? Aus Jerusalem, über Syrien herauf, Türkei, Griechenland, über die griechische herauf bis nach Mitteleuropa, Deutschland. Deutschland hat den Glauben dann mehr oder minder in Europa wirklich zum großen Glauben durchsetzen können, durch das deutsche Schwert, durch den deutschen Kaiser. So, und heute haben wir eine Kirche, die überblieben ist. Auf Deutschland gibt es nicht mehr. Die Kirche ist überblieben, Eigentümer einer Zentralbank der Zentralbanken, weil die BIZ ist die sogenannte Zentralbank der Zentralbanken, also ist die mächtigste Bank der Welt. Warum? Weil dieses sogenannte Lehenswesen, das früher eben mit diesen Ländereien praktiziert worden ist, wo ich ja Steuer- und Fruchtungsforderungen gehabt habe, und das Land ist ja nicht verschwunden, sondern überflutet worden,
oder sonst irgendwas. Aber solange das Land mir gehört hat, hat dort hinkommen können, wer will, wenn ich die Staatsgewalt unter Kontrolle gehabt habe, habe ich mein Land verteidigen können und habe ihm sagen können, du musst das machen, wenn du da leben willst, und du musst mir jedes Jahr so und so viel Prozent von dem abliefern. Und das hat er dann in der BITS umgesetzt, dieses sogenannte Lebenswesen. Auf eine ganz einfache Art. Man ist hergegangen und hat gesagt, naja, Moment, jetzt wird, eigentlich ist das Land auf der ganzen Welt jetzt schon verteilt, zwischenzeitlich. Weil im 20. Jahrhundert haben wir ja alles schon gewusst. Es hat ja nichts mehr gegeben, was es neu zu entdecken gab. Neue Kontinente. So wie es damals noch war. Ja? Also hat man eine andere Lösung finden müssen. Und das war die, das was ich gesagt habe, naja, eigentlich ist es so, dass auf allen Ländereien, die wir unter der kirchlichen Kontrolle sind. Und unter der kirchlichen Kontrolle sind sie deswegen, weil der Papst historisch immer den Anspruch gestellt hat, über das Kaisertum. Mit simplen Begründungen, die dann gelautet haben, wir Kaiser, wer nimmt denn die Beichte an vor Gott? Wer vertritt Gott vor dich, wenn nicht ich? Also der Papst hat mehr oder minder den Anspruch gestellt, dass er über den Kaiser steht, über dem irdischen Gericht, steht das geistliche Gericht. Und dadurch war der Kirche auch in der Lage, diese Ideologie mit Hilfe des Schwertes und der Kaiser und der Könige auch auszubreiten und auszudehnen in alle Kontinente. Das britische Empire, das christlich war, ist ein Weltreich gewesen. Australien, Südamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, Indien, China, es ist alles eine Westliche. Die ganze Welt war eine Ideologie des Westens. Und der Westen hat die Christianisierung vorangetrieben. So, jetzt sind wir dann dazu gekommen, dass wir in der Situation waren, jetzt haben wir 30, 40, 50 Nationen, ja, 15% der Weltbevölkerung halten 85% des übrigen Restes unter Kontrolle über die ganzen Kolonien. Was machen wir jetzt? Das war dann die Lösung mit der BITS. Na, wir gehen ganz einfach her, weil es kann nicht keiner flüchten. Weil wenn ich halt von Österreich nach Deutschland auswandere oder nach Großbritannien oder nach Spanien, dann muss ich halt dort die Steuern zahlen. Und wenn ich nur dort auf Urlaub bin, dann muss ich die Steuern zahlen in Österreich, die ich dort verdiene, weil dann gilt das Territorialprinzip. Also ich muss die Steuern überall zahlen. Egal wo ich hinfahre, es gibt kein Land mehr, wo ich dann kann hin, da bin ich endlich frei, da kommt kein Trottel daher und setzt mir den Revolver auf die Stirn, oder wenn ich 40 oder 50% von meiner jährlichen Arbeitsleistung abdrehe. Das gibt es nicht mehr. Das muss man sich vorstellen. Und jetzt stecken wir aber in dieser Situation, dass es dieses Konzept deswegen nur immer gibt, weil es eben so lange halten konnte. Weil man eben die Staatsgewalt dazu einsetzt. Aber jetzt ist man eben drauf gekommen, dass man gesagt hat, ja Moment, wenn jetzt eh keiner mehr ausweichen kann, weil wo willst du hingehen? Du zahlst ja in Russland genauso steil, es gibt ein paar Länder, du kannst in die Emirate ziehen oder in Katar, ich glaube, das ist ein Kalifenreich, also fragt mich nicht. Ja, es gibt vielleicht Länder oder in Burma, ja, wo halt der Scheich den Leuten das Geld zahlt, dafür, dass sie bei ihm wohnen oder sich ansiedeln. Aber es gibt keine Länder mehr, wo dieses gleiche Modell nicht angewendet wird. Und das hat halt dann dazu geführt, dass man ja dann nichts anderes mehr tun muss, weil wenn ich weiß, du kannst nicht ausweichen. Du kannst nirgendwo hin flüchten. Dann bist du als menschlicher Körper ein Aktivposten für mich als Staat, weil egal wo du hingehst, ich habe immer die gleiche Forderung gegen dich. Und zwar bis du in Pension gehst. So weit. Du kannst mir das machen. Wenn ich das weiß, dass ich eine fixe Einnahme für die nächsten 45 Jahre habe, das ist die Arbeitsphase, sagen wir jetzt einmal die Berufsphase, wenn ich das weiß, dass ich von dir eine fixe Einnahme habe, dann könnt ihr fast hergehen und ein Wertpapier aus dir machen. Weil ich könnte mir die Frage stellen, welches Talent hast du, welchen Beruf wirst du ergreifen? Vielleicht wirst du Chirurg, der im Jahr 2 Millionen verdient, dann bist du viel mehr wert, wie einer, der ja nur jetzt da irgendeine einfache Handwerkertätigkeit ausführt. Aber du bist immer was wert. Solange du gesund bist und arbeitsfähig bist, bist du immer was wert. Also muss ich schauen, dass ich dich als Aktivposten mit einem Gesundheitssystem einmal so weit gesund halten kann, damit du möglichst lang gesund bist. Und wenn du gesund bist, in der Woche im Schnitt zwischen 35 und 45 Stunden arbeiten gehst,
damit du ca. 2.000 Euro dafür kriegst. In Summe wären eigentlich 4.000, aber das habe ich da vorher abgezogen. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, ich habe im Durchschnitt auf ein Bruttoinlandsprodukt von Deutschland bezogen mit 80 Millionen Einwohnern pro Kopf eine Steuereinnahme von 35.000 bis 40.000 Euro im Jahr. Das ist fix, das ist eine fixe Einnahme. Egal, wo sich der deutsche Bürger jetzt ansiedelt. So, wenn ich das habe, wenn ich weiß, ich nehme im Jahr 35.000 bis 40.000 Euro ein, im Schnitt, ist es ein Schnitt, ja. Und ich addiere das auf eine Arbeitsphase von 40 oder 45 Jahren, dann habe ich, sagen wir, einen groben Wert, nehmen wir eine runde Zahl von 1 Million Euro. Dann weiß ich, dass jeder Mensch, der morgen auf die Welt kommt, ab dem 18. oder 20. Lebensjahr für mich 1 Million Euro zukünftige Steuereinnahmen wäre. Und jetzt gehe ich her und sage, Moment, das ist ja eine super Idee, weil wenn ich weiß, dass eigentlich Eierfuhl immer arbeiten muss und Eierfuhl immer arbeiten muss und Eierfuhl immer arbeiten muss, dann kann ich ja euch Kredite geben. Um euch diese Kredite zu geben, brauchen wir von euch eine Sicherheit und zu dieser Sicherheit hätte ich gern als Pfand ein Wertpapier. Und das ist die Steuerforderung in jedem einzelnen Bürger und das ist halt dann eine Geburtsurkunde. Und so hat die Kirche über 2000 Jahre von der Expansion und von der Technologie und von der Macht des Wertes der Kaiser profitiert, sich in jedem Kontinent ausbreiten können. Und in einer Zentralbank, der Zentralbanken, die sich dann 1930 gemeinsam mit dem Herrn Rothschild gegründet haben, weil der Rothschild war ja damals der Vatikan-Banker, der war ja der Banker Gottes Gnade, der war ja alles. Wir haben ja heute von den G7-Staaten, kennen 5 Zentralbanken, von 5 G7-Staaten kennen Rothschild. Also man kann sich das ja kaum vorstellen, aber der hat ihm damals auch mit dem Vatikan die Geldgeschäfte gemacht und hat ihm dieses BITS-Konstrukt dann auch gemacht. Und nicht nur das. Er hat dann die UNO gegründet, weil vorher war es ja die, man hört es jetzt mal kassen, der Völkerbund war es ja vorher. Ja? So, den hat man dann aufgelöst, dann hat der Rothschild die UNO gegründet, dann hat er die NATO gegründet, dann hat er die EU gegründet, dann hat er zwischenzeitlich hat er natürlich Goldman Sachs gegründet, J.P. Morgan, Warburg dazugehört. Er hat letztlich durch seinen Einfluss und durch die Möglichkeit, dass er im Vatikan gesessen ist und dort auf etwas draufgekommen ist, weil das haben die ja nicht gewusst vorher, dass der Vatikan schon im Mittelalter angefangen hat, das Standesregister zu führen, ein Personenregister. Das hat die Kaiser ja nicht interessiert. Warum hat der Vatikan das geführt? Weil er mit seinem Sakrament der Taufe jede einzelne Seele namentlich interessiert hat. Es ist ein Rothschild draufgekommen, jetzt bist du gelähmt, die haben ja da über 800 Milliarden Menschen registriert, die du ja quasi einverleiben könntest in die BITS durch dieses Wertpapiermodell, indem man hergeht und sagt, jeder Mensch ist ca. 1 Million Steuereinnahmen wert im Laufe eines Lebens, so wie der Mensch nichts anderes als ein reiner Produktionsfaktor. Was er jetzt dann in seiner Schul- und Ausbildungsphase lernt, ist wurscht, der Staat muss ihm das zur Verfügung stellen. Die Gesundheitsversorgung, dann kriegt er die Ausbildung, er lernt lesen und schreiben, dann lernt er die Geschichte über sein eigenes Land, die in der Regel nicht stimmt. Und irgendwann, wenn er fertig ausgebildet ist, dann muss er arbeiten und verdienen gehen. Und ab da zahlt er dann die Steuer. Und von dort weg entsteht der Wert für jeden einzelnen Menschen. Und mit diesem Konstrukt, ja, und 1,5 Milliarden Bürger, in einer Bank für internationalen Zahlungsausgleich quasi ein Wertpapier, das ist wie ein Investmentfonds, das muss man sich so vorstellen. Die BITS ist so eine Art Investmentfonds. Nur mit dem Unterschied, dass das Wertpapier oder die Geburtsurkunde vom Chirurg, weil der Chirurg kann ja nicht flüchten, der kann ja nicht davonlaufen. Wo ist wo der hinzieht? Es gibt da natürlich Experten, die machen dann ihre sogenannten Stiftungskonstruktionen, aber das sind halt die dann versuchen, dieses Privileg zu nutzen, das der frühere Adel lernt. Die Kirchen und der Adel waren immer steuerfrei. Ja? Heute sind es die Konzerne. Apple, Google, Daimler-Benz, Shell, Nestle, ist völlig wurscht, wo man hinschaut. Die machen 20, 30, 40 Milliarden
Exxon, ja, 50 Milliarden pro Jahr Gewinn, die zahlen Steuern zwischen 1-2%. Google zahlt nicht mehr als 1-2%. Diese verschachtelte Konstruktion, die Google beispielsweise hat, Google Europa, ja, über Irland und dann über die niederländischen Antillen, weil Niederland ist EU und die Antillen aber so unten in Südamerika irgendwo liegen, bei Argentinien, sind Holland. Da unten habe ich so wie auf die Cayman Islands oder wie auf die Bahamas, wo wir ein Offshore-Zentrum. Und wenn ich als Konzern mit den besten Wirtschaftsprüfern das so strukturiert, dann wird das so abgewickelt und zahlt keine Steuern. Das heißt, ich habe heute die gleiche Pyramide wie vor 1000 Jahren. Nur habe ich halt oben keinen Kaiser, sondern ich habe oben den Zentralbanker der Zentralbanker. Das sind die Zentralbanken und die Kirche. Ja? Dann habe ich weiter unten die Konzerne, die großen Industriekonzerne, das sind halt rund 150. Ja? Das ist der Adel, weil die zahlen alle keine Steuern. Die großen Konzerne zahlen sie nicht. So, und dann habe ich unten das Gemeindevolk. Das sind die kleinen Gewerbetreibenden, die Mittelstandsunternehmen und auch die Großunternehmen, die im Familienbesitz sind oder was auch immer. Die zahlen Steuern. Und der kleine Mann, so lebt das System. Aber geboren worden ist es von einem, der in der Bibel gehuldigt und geheiligt wird. Und das war halt der Enkelsohn vom Gottvater Abraham. Und sich das vorzustellen, dass man dann heute quasi in einer Welt lebt, ja, wo unsere Bundeskanzler, Minister oder sonst irgendwie herumrennen und irgendwas von Notverstaatlichungen reden und uns vorgaukeln und ein Theater vorspielen, währenddessen ja eigentlich von vornherein immer klar ist, dass der Bürger immer bürgerhaftet für jeden Scheiß, den die da oben machen. Die Gutachten und die Kommissionen, die dann einberufen werden, um Untersuchungen durchzuführen und Wirtschaftsprüfungsgutachten, Sachverständigengutachten, Gerichtsgutachten. Das kostet nur noch mehr, aber es bringt letztlich nichts, das weiß man im Vorhinein, weil unterm Strich man ein supranationales Netz hat, wo man ein Pfandrecht hat auf jeden einzelnen Körper. Der Körper muss arbeiten, egal wo er sich niederlässt. Und dort muss er Steuern zahlen. Und dieses Pfandrecht ist so ausgestaltet, dass ich es mit Gewalt durchsetzen kann, indem ich sagen kann, wenn du es nicht bezahlst, dann entziehen wir dir die Freiheit. Dass so ein Modell, das im Grunde genommen recht simpel ist und recht simpel aufgebaut ist, ja, jetzt keine großen und breiten Erklärungen braucht, ob wir jetzt Goldreserven brauchen oder sonst irgendwas, ist logisch. Weil es gibt seit dem 20. Jahrhundert dieses Goldreservemodell nicht mehr. Es funktioniert ja auch nicht. Man hat es ja immer wieder getestet. Wir haben seit dem Jahr 1800 228 Staatspleiten. Also pro Jahr Durchschnitt mehr als eine Staatspleite, wo immer wieder das Geldsystem kippt. Ja? Wo immer wieder die Zentralbank kippt, weil es nicht funktioniert. Und weil man diese Erfahrung gemacht hat und eben gehabt hat, ist eben der Rothschild derjenige gewesen, weil der Rothschild hat ja immer eins gemacht. Er hat immer alle Staaten finanziert. Nämlich die, die sich dann gegenseitig bekriegt haben. Er hat die Deutschen finanziert im Krieg gegen die Franzosen und die Franzosen im Krieg gegen die Deutschen. Also gewonnen hat immer der Rothschild. Und die anderen oder die anderen haben dann immer zahlen müssen, weil das unterlegene Volk nach einem Krieg war immer das unterlegene Volk und ist dann von den Gesetzen der Siegermacht und von den Regeln der Siegermacht und meistens auch von der Religion der Siegermacht letztlich über einen Zeitraum von 2, 3, 4, 5 Nationen umgefolgt worden. Ja, ich glaube, ich muss keinen Deutschen erklären, dass es noch nie in der Geschichte passiert ist, dass eine Siegermacht hergegangen ist, nachdem der Verlierer unterlegen war und dazu gezwungen worden ist, 5, 6, 7 Jahrzehnte lang nur Schulden zu bezahlen und alles Mögliche abzutreten, ja, dass die natürlich nicht freiwillig das Land verlassen. Ja, die sind noch immer da, nur weil wir frei herumlaufen und letztlich auswählen können zwischen Pest oder Cholera. Heißt das nicht, dass die nicht mehr da sind? Die sind noch immer da. Und würde sich Deutschland als Volk morgen beispielsweise groß auflehnen, na, dafür hat man in den letzten Jahrzehnten ja die Battlegroups eingerichtet, nicht? Wo man die Deutschen in Niederlande oder in Italien ausbilden lässt und die Italiener in Deutschland, damit man dann bei den Demonstrationen in Deutschland die Ausländer bei uns einsetzt, damit die Sprache nicht sprechen von uns und nicht auf unsere menschlichen Bedürfnisse eingehen können. Also,
man muss sich ja vorstellen, dass so ein Konstrukt, das da über den ganzen Kontinent, über mehrere ja gespannt worden ist, ja irgendwie zusammengefasst werden muss. Und Finanz, wirtschaftlich oder monetär. Es ist in der Bild zusammengefasst worden. Ich brauche kein Gold mehr. Es reicht, wenn ich heute als deutsche Nationalbank, die DFB gibt es ja noch pro forma, ja, wo sie quasi keine Rechte mehr hat, also die Bupa sucht man eigentlich. Ne? Wenn wir müssen keine Goldreserven bilden und auch keine Devisenreserven kaufen, um jetzt neues Geld drucken zu können. Wir wissen, dass die Summe aller Geburtsurkunden des aller deutschen Bürger in der BIZ einen gewissen Kreditrahmen ausmacht. So schaut es aus. Und diesen Kreditrahmen, den kann die deutsche Regierung im Endeffekt immer weiter ausreizen. Das muss man aber nach vorne über die Medien und über die Zeitung vorgaukeln und vorspielen, ist ein großer Kampf, wo es um Sparen geht und um Rechenstift ansetzen und um roten Stift ansetzen und dort rechnen und da rechnen. Das ist alles Klamauk, das ist nur Theater. Weil der Staat weiß, und das ist das, was ein Bundeskanzler ist, wo halt früher ein König. Dem Bundeskanzler ist das Land übergeben worden zur Verwaltung. Dafür bestellt er seine Minister und sein Kabinett, so wie es der Josef vor 4.000 Jahren gemacht hat. Der hat auch Ägypten verwaltet, das war ein Riesenreich, aber es hat ihm nicht gehört. Und der Bundeskanzler, der heute sein Ministerkabinett zusammenstellt, hat halt seine Subverwalter, die bestimmte Ressorts abdecken und dann gibt es die Landeshauptmänner oder die Ministerpräsidenten in den Bundesländern. Aber das sind alles nur Verwalter. Und der Horst Seehofer hat es ja so schön einmal gesagt, ich glaube, es war 2012 oder 2013, die gewählt werden, entscheiden, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Und die entscheiden, werden nicht gewählt. So ist es. Das ist so. Und das hängt natürlich mit diesem Geldsystem zusammen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das juristisch ausgestaltet. Da sind wir dann bei diesem Truman-Modell. Das ist ja im Endeffekt auch ganz simpel. Wenn du heute eine Gesellschaft oder eine Firma, ein Einzelunternehmen in Amerika oder in England gründest, dann heißt es Incorporation. Warum heißt es Incorporation? Weil es ein Inkorporationsprozess ist, der eigentlich damit stattfindet. Wenn du heute eine Firma gründest, dann erschaffst du eine juristische Person. Das ist eine fiktive Person. Die hat einen eigenen Namen. Früher hatten die Firmen nur die Namen der Eigentümer drauf. Ja, aber es waren trotzdem juristische Personen. Und das hat man schon sehr, sehr früh eingeführt, dieses Modell. Ich bin ja gerade dabei zu recherchieren, ob das zurückgeht bis auf die Keimschrift. Weil für mich ist es ja faszinierend, dass man ja heute einen Bürger, und du wachst ja eigentlich in die Sklavenschaft hinein. Weil du kannst dir als neugeborenes Kind nicht aussuchen, ob du heute heute deine Eltern für dich die Staatsbürgerschaft beantragen und alle notwendigen Papiere, damit du registriert bist. Das kannst du ja nicht mehr entscheiden. Aber Tatsache ist eines. Durch den simplen Umstand, dass man dir als Kleinkind einen Namen gibt, mit dem man dich dann immer ruft, den aber mit einem Nachnamen auch verbindet. Früher hat man die Leute ja immer mit von bezeichnet. Der Hugo von Wurst oder der Paul von Erfurt oder der Dings von. So nehmen wir die Fons. Ja? Das gemeine Volk unten war ja kein von, das war ja immer Leibeigener. Der Bauer, der das Land bestört hat, hat sein ganzes Leben dort gearbeitet. Und das dann weiter vererbt, aber der Graf oder der Herzog hat immer den Fruchtgenuss gehabt. So, aber jetzt sich das vorzustellen, dass wir quasi in die Welt geboren werden, einen Namen kriegen. Ja? Und dadurch, dass wir immer wieder bestätigen, derjenige zu sein, in Wahrheit aber nur bestätigen, dass wir für diese juristische Person haften, die der Staat registriert hat unter unserem Namen, das ist schon eine sehr besondere Erkenntnis gewesen, die ich gemacht habe. Weil das muss man natürlich so verknüpfen und so verbinden, weil alles ist klar, wenn ich eine Welt erschaffen will, und das ist der Vizio gelungen, wir haben ja ein weltweites Geldwesen. Wir brauchen nicht glauben, dass die BRICS-Staaten, wo die Russen und die Chinesen jetzt drin sind, etwas anderes verfolgen wie die EU und wie die NATO. Das Geldwesen dort im Hintergrund wird
schon seit vielen Generationen von denselben Leuten kontrolliert und da ist wieder der Rotschiff und alle anderen auch mit. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, ich brauche, damit mir keiner davonlaufen kann und jeder quasi mein Leibeigener insofern ist, dass er mir das, was er im Jahr, egal wo er lebt, produziert, zur Hälfte mit mir teilt und wenn er es nicht tut, ich ihn aber einsperre, das heißt, ich ihn zwinge, es zu tun, weil keiner wird hergehen und sagen, naja, dann wollte ich lieber das eingesperrt sein, den Rest des Lebens. Wenn man sich das vorstellt, dass das so umgesetzt worden ist, indem man halt dann juristische Personen eingerichtet hat. Ich will da jetzt aber nicht auf diese Feinheit mit dem Sestwicki-W eingehen. Ich meine, ich kann es kurz erläutern. Kennt denn jemand? Kennt jemand den Sestwicki-W-Act? Nicht wirklich, nein. Bitte Erklärung. Ja, also eine kurze Erklärung wäre gut. Okay. Die Rauchen oder wollen Rauchen? Hört sich das gut? Also mit dem Hören geht es jetzt, glaube ich, gut. Ja, ne? Ja, das funktioniert geht gut. Mhm. Schön. Ja. Der Beamer macht Störgeräusche, dann wird es noch besser. Keine Störgeräusche. Keine Störgeräusche? Nein. Ich habe jetzt quasi alles verstanden, was ich jetzt sage. Ja. Und geht das auf meinen österreichischen Akzent ein bisschen? Nein. Es geht. Ich bin nur Feuer, damit ich mir das nicht mehr anfange. Ich denke jetzt mit Gewöhnungssachen. Was schon hin. Auf jeden Fall besser als vor 45 Minuten. So, jetzt habe ich quasi jemanden, der auf die Welt kommt, ein Kleinkind, die gibt den einen Namen und sobald er quasi arbeitstätig wird und eine Steuernummer hat und die hat jeder, sobald er entweder angestellt ist oder selbstständig ist, weil muss ich auch nicht eröffnen, wenn er selbstständig ist, weiß ich, dass egal, muss ich der auf der Welt aufhalten, also muss ich Folgendes machen. Ich muss ein System, ein Personenstandsystem einrichten oder einführen, die alle Daten hat, die ich auch mache, damit immer herzitieren kann und sagen kann, so, das und das kriege ich jetzt. Da muss man sich so einfach vorstellen, wie es ist. Und um das, und um dieses Weltsystem, das seit über 4.500 Jahren auf diese Art und Weise errichtet worden ist, hat man halt nicht anders machen müssen, als für jeden einzelnen Bürger, der halt auf die Welt kommt, ein Personenstandsregister einzuführen. Das hat dann der Bismarck gemacht, weil der hat ja der ist ja auch darauf gekommen, wie das die Kirche praktiziert hat und war ja auch der Ansicht, dass das nicht besonders seriös ist. Und der Bismarck hat ja mehrere hundert Kirchenvertreter im Deutschen Reich verfolgen und einsperren lassen und sie betroffen lassen, weil sie ihr Bestehen, das sie betrieben haben, dieser Zwei-Schwerter-Lehre und dieses Weltsystems einfach nicht eingestellt haben. Ist im Endeffekt, ich weiß nicht, wo mein Satz anfängt, aber das ist wurscht, ich habe meinen Gedanken, ist im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass wir heute, wenn wir in den Weltraum aussteigen und wir blicken auf die Welt hinunter, dann blicken wir auf eine Welt voller Sklaven. Und wenn man dann da weiter recherchiert und draufkommt, dass da ein Zusammenhang besteht mit der Kirche, wo über laufende päpstliche Interrogatorien, über Enzykliken, über päpstliche Bullen, über Dekrete, über Verlautbarungen, was auch immer, ein ganzer Faden seit dem 3. Jahrhundert bis heute sich durchgezogen hat, wo die Kirche den Standpunkt vertritt, dass sie den Anspruch hat auf diese Leibeigentum. Weil die Religion, die 2000 Jahre auf dem Kontinent mehr oder minder etwa dominiert, hat jeher ununterbrochen einen Anspruch auf diese Leibeigenschaften, die daher über den Kanzler, über unseren Regierungen steht und natürlich auch, sie hat ja einen eigenen Sondersitz in der UNO, sie ist halt bei den Bilderbergern, sie ist überall drin. Wenn man es wenn man das vom Weltraum aus anschaut, dann kommt man drauf, dass die ganze Welt versklavt worden ist. Und es hat Künstler gegeben, die auf das hingewiesen haben, die gemacht haben, die es über lustig gemacht haben. Ich habe jetzt in meinem zweiten Teil von Bankster Club auf ein paar hingewiesen. Und unter den Deutschen war es zum Beispiel der Wolfgang von Eschenbach, auch der Wagner, der wirklich große war der Nietzsche, die dieses System durchschaut haben.
Weil dieses System hat dann so funktioniert, und da kommen wir jetzt zum Sestriekel-Projekt. Der britische oder der englische König war damals auch nur Verwalter. Weil das Christentum ist ja schon im 6. Jahrhundert nach England gekommen. Aber es ist ja später dann mit Hilfe der Deutschen und mit Hilfe der Angelsachsen auch wirklich verbreitet worden, so dass sie die ganze Info unter der Kontrolle gehabt haben. Aber jetzt habe ich wieder den Ausgangspunkt vergessen. Ich muss die ganze Zeit die Zigaretten anzünden, deswegen. Und die Zigaretten da nach unten sind sie nicht an. Genau, wie wir. Der britische König war ein Verwalter für die Kirchen in England, weil die Kirche hat ja den Anspruch, oberste Gericht zu sein, den hat sie ja immer gestellt, und am Sanktam war dieser Kulminationspunkt in der Geschichte, gefolgt vom Bonifatius, oder Eternis Regis, war es dann natürlich später, das war in der Zeit, das ist die Enzyklika gewesen, Eternis Regis ist der ewige König, also die ewige Herrschaft, und der Anspruch, der gestellt worden ist, aber man ist halt im Mittelalter draufgekommen oder gegen Ende des Mittelalters, 15. und 16. Jahrhundert, dass man dieses Personenstaatsregister anders führen muss und vor allem professioneller und schlachter ausgestalten muss. Und da hat es Anlässe gegeben, weil das britische Reich damals schon sehr groß war, Anlässe gegeben, die dazu geführt haben, dass die Herrscher gesagt haben, wie kann ich jetzt feststellen, ob es meinen Untertanen überhaupt noch gibt, ob es den Bauern noch gibt. Ich kann es nur so feststellen, dass ich grundsätzlich unterstelle, er ist tot, aber mit der Geburtsurkunde, die in dem Sinne eigentlich eine Sterbeurkunde ist, wird er zumindest einmal archiviert und jedes Mal dann, wenn er bestätigt, dass er derjenige ist, wird er für diese juristische Sekunde blitzschnell lebendig. Das war der Hintergedanke von diesem Sestriekel-Projekt. Und der hat dann zu drei Akten geführt, dieses Personenstandsregister mit diesem Doppelgängermodell letztlich umgesetzt worden ist und bis zum heutigen Zeitpunkt einfach perfektioniert war. Heute wird so der Plastikkorb mit einem Chip in die Hand oder ein Foto am Ufer und das bist du. Und in Zukunft ist das halt mit dem Chip geplant und da hast du dann keine Chance mehr. Da hast du dann alle deine Versicherungsverträge, deine Krankenverträge, deine Arztbesuche, dein Geld, deine Banknoten, deine Sparbücher, deine Wertpapiere, deine Aktien sind alle vom Chip. Den hast du dann immer abgeleitet. Und wenn da den jemand löschen will oder sonst was, dann ist er weg. Aber abgesehen davon, das ist ja sowieso. Der Spahn ist ja die Vollmacht, die das Volk, das war ja damals auch schon, das war ja immer so. Der Spahn ist ja die ein Volk hat. Was es dann sich noch was im Übrigen die mit Noten steuern, die werden ja auch schließlich wieder von den Herrschern aufbehalten und auch für die Herrscher verwendet. Das ist ja damals so vorgestellt. Also die Ersparnisse, sind die alle deutschen Bürger bei allen deutschen Sparkassen und Banken haben, sind bei einem Prozentsatz von 3-4% verfügbar. Der Rest ist nicht verfügbar. Es gibt eine sogenannte Mindestreservepolitik. Das ist auch in den Bedingungen für die Banken so vorgeschrieben. Die müssen einen entsprechenden Gegenwert an Mitteln haben, um Ersparnisse auszahlen zu können. Ob eine gewisse Prozentgrenze ist rien aber plus. Kein Spiel oder nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Und sich das vorzustellen, dass man als Bürger in eine Welt hineinwächst, wo man von vornherein gar keine Ausweichmöglichkeiten hat und gar keine Regionen anbeilen könnte, wo man hinflüchten könnte, das ist schon harter Tobak. Das muss ich schon sagen. Das war für mich sehr beeindruckend, die Details sich der Ergebnung im Zuge der Recherchen und vor allem, wie die internationale Politik und wie die Medien das sehen. Weil du kommst ja dann letztlich drauf, dass die das ja wissen.
Es gibt ja dann Leute mit den Rockefeller, die sich noch Bilderberger Sitzungen ausdrücken vor dem Mikrofon dafür bedankt haben, die Chefs von einer Washington Post, von New York Times, von welchen Zeitungen auch immer, regelmäßig bei den Bilderberger Sitzungen waren, aber jahrzehntelang stillgehalten haben, wo er sich öffentlich bedankt dafür, dass die stillhalten, dass die der Öffentlichkeit nichts erzählen. Also muss man sich vorstellen, na, wer steckt denn da noch alles dahinter? Dass die Medien bis ins Mittelalter doch nichts dahinter stecken können, ist logisch, weil die Kirchen waren zu einer Zeit, wo die ersten Klöster im 4. 5. Jahrhundert gebaut worden sind, bis zum 15. 16. Jahrhundert hat ja keiner lesen und schreiben können. Es hat ja keinen Buchdruck gegeben. Die Kirche war die einzige, die mehr oder minder die Menschen ausgebildet hat. Wenn du heute was lernen, wenn du damals etwas lernen wolltest, musstest du in ein Kloster ziehen und hast dann lesen und schreiben gelernt. Und Wissenschaft, weil die Klöster sind dann zu Wissenschaftszentren geworden und dann immer mit den Handelszentren, weil sie haben große Ländereien verwaltet, die sie wiederum als Lehen den Bauern übergeben haben, die dann bewirtschaften müssen und Steuern zahlen müssen. Also wir hatten ja lange Zeit nicht lesen und schreiben können, wir kennen ja erst seit noch 200 Jahre lesen und schreiben. Aber die Rechte haben sich nicht geändert. Die Rechte sind heute dieselben wie im Mittelalter. Die Sanktionen haben sich geändert. Das ist ein Unterschied. Man ist natürlich hergegangen und hat gesagt, nicht so wie der Kordel, der Große gemacht hat, weil der hat bei jedem Clan vergeben, hat er gleich die Todesstrafe verhängt, damals hat man die Leute gleich eliminiert. Das macht man halt nicht mehr, aber die Rechte sind dieselben, weil dadurch, dass du quasi eine tote Sache bist, bist du vor Gericht auch nur eine Sache. Du bist vor jedem deutschen Gericht eine Sache als deutscher Bürger. Genauso wie in Österreich. Ich habe das ja erlebt, ich weiß ja, wie das ist. Und das erleben ja viele. Und die schreiben ja auch drüber. Also, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, na, was tut man da dagegen? Weil, ich kann mir kein Amt ziehen, wo ich das nicht bin. Muss ich irgendwas aber dagegen tun können? Weil man kann ja nicht als gerecht empfinden, wenn man sich anschaut, welche Leute da immer die Menge für gut verkauft. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist so schlimm und so böse, sondern es ist ja so, dass man sich einfach in seiner Intelligenz beleidigt fühlt, wenn man drauf kommt, wie dieses Konzept funktioniert. Aber es ist schwer tut, wenn man drauf kommt, dass davon 40 oder 50 Nationen betroffen sind. Weil dann kann man natürlich in seinem eigenen Land relativ schwer was anrichten. Weil du könntest heute, und das ist ja dann immer die Drohung, die dann immer kommt, aber wenn man jetzt heute hergeht und sagt, wir treten aus dem Euro aus, wir treten aus der EU aus, wir haben mit vielen Milliarden Posten und negativen Nebenwirkungen das verbunden ist und man isoliert sich, was ja völliger Unsinn ist. Ja? Weil die EU hat es vor 50 Jahren so in der Art, okay. Aber das war der Anfang, sie ist immer größer geworden. Aber das heißt nicht, dass wenn ich jetzt morgen aus so einem Staatenbund austrete, habe ich mitten im Herzen Europas gelebt. Dass ich deswegen plötzlich völlig isoliert bin und das Licht ausgeht und ich dann morgen kein Frau und nichts zum Essen. Muss ich auch nicht mehr sehen. Man muss sich ja umgekehrt ausrechnen, welche Kosten würde ich mir ersparen als Deutschland. Das weiß ich gar nicht. Wenn ich aus dem Euro aus der EU austreten würde, weil dann würden ja auch die ganzen Haftungen für die ganzen Staatspleiten wegfallen und die Haftungen für den ESM-Rettungsschirm, die würden dann ja auch wegfallen, wenn Deutschland aus der EU austreten würde. Also wie viel man sich dadurch ersparen würde. Aber die Frage ist, was macht man dann seinen Nachbarländern? Weil wenn ich draufkomme, dass ja alle davon betroffen sind und meine Nachbarländer und meine Griechen und Kroaten und Italiener und Dänen und Polen, die sind ja alle im gleichen Maße davon betroffen. Was mache ich mit denen? Es wird ja eine spannende Zeit werden, jetzt glaube ich, in den nächsten 20 Jahren. Weil es wird noch eigentlich, ob ihr aufwachen. Es war für mich spannend, am 3. Oktober, habe ich ja letztes Jahr technisch auf dem Weg von Salzburg zu einem Vortrag in Graz, habe ich ein Live-Telefonat mit der Berliner Mannwache gemacht. Und zwar im Auto, so 20 Minuten, wie immer halt, live aus dem Stegreif. Aber
es war für mich interessant, dass wir uns von einem von das Deutschland das Dünkeln an der Waage für die ganze Welt ist. Ihr müsst euch vorstellen, was ihr, wenn ihr die Wahrheit, wenn ihr die Wahrheit abschultert und sagt, liebes Polen, liebes Frankreich, liebes Niederlande, liebes Belgien, liebes England, liebes wer auch immer, liebes Österreich, Schweiz, schaut, wir sind draufgekommen, das funktioniert so. Wir haben eigentlich als Volk auf das relativ wenig Kontrolle. Letztlich werden wir nur ausgebeutet und ausgeblutet. Das kann man sich irgendwie vernünftiger auch machen, ohne dass morgen gleich die Briten und die Amerikaner mit den Panzern bei uns einmarschieren. Weil das ist ja eine Vorstellung, die ja dann letztlich auch irgendwo vor Augen geführt werden muss. Weil wenn ich weiß, dass Deutschland ein besetztes Land ist, das von anderen kontrolliert wird, wo eine Bundeskanzlerin abgekehrt wird und wo alle anderen auch abgekehrt werden, dann muss ich natürlich in irgendeiner Form, wenn fürs Volk wird hergehen, das so einfädeln und das so initiieren, dass die Herrschaften, die dort derzeit regieren, nicht den Eindruck haben, dass das unintelligent und wortsam über die Bühne geht. Weil wenn man es so macht, wie es ein Pegida macht, dann ist es. Man muss auf jeden Fall irgendwo, irgendwann nicht am auf breiter Ebene den Wandel in die Wege leiten. Aber ich frage mich gerade, wie ich fertig bin mit dem Schreiben, weil ich habe ja da angefangen, das zu machen. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt, das ist natürlich schwer, was die, ich höre nicht auf, ich rede 5 Stunden lang. Ich habe nur versucht, das jetzt halbwegs nur mit Worten, ja, halbwegs räumlich praktisch zu beschreiben oder aufzuzeichnen, wie diese Schicht immer waren, wo die Wurzeln lagen, weil es natürlich nicht was für Fragen da ist, oder was für Ergänzungsfragen da haben, oder was da sich beschäftigt. Aber man muss sich vor Augen führen, dass eine sehr große und stolze Nation letztlich unterworfen worden ist und unterjocht worden ist. Und mit sehr trickreichen, äußerst trickreichen Manövern im Hintergrund wieder hinein ins Theater worden. Das sage ich ganz bewusst hinein ins Theater. Weil ja, weder Österreich noch Deutschland hatten einen Grund gehabt, ihre Reiche zu vergrößern. Wir hatten keine Eroberungsfeldzüge beginnen müssen. Das hat weder der Wilhelm müssen seinerzeit, noch hat der Kaiser von Sizilien müssen. Das war nicht unser Thema. Aber wir sind so gezwungen worden durch ein falsches Spiel. Auch beim Zweiten Weltkrieg war es allen anders und letztlich war es immer heute ein unterjochtes Volk, das von einer Kirche, von einer Religion und von einer amerikanischen Stadt gewollt. Oder sagen wir so, von einer amerikanischen Parallelregierung. Und das Pentagon ist eine Parallelregierung. Wer am Ende unter Kontrolle gehalten wird. Nach außen hin spüren sie den Freund. Aber in Wahrheit sind sie da geblieben. Sie haben die Schulbücher geschrieben in den ersten 10 bis 20 Jahren. Sie haben die wichtigsten Positionen in den Gerichten, in den Parteien, in den Parlamenten, in der Polizei und in den Ministerien besetzt. Und diese Besetzungen, die sind dann schön überwacht worden vom Geheimdienst, die ganze Zeit noch, immer schon. Die sind dann vom Geheimdienst überwacht worden, ob sie ja das Richtige machen. Man hat dann diese Leute auch oft in irgendwelche gesetzlichen Verfehlungen hineintheatert. Das erklären sind ja diese Kindesmisshandlungen und diese Rituale, die diesen Kreisen nachgesagt werden, wo man diese Leute hineintheatert und dann so einen Druck gegen sie hat, gar nicht mehr raus können aus ihrem Dilemma. Unsere leitenden Politiker, unsere Industriekapitäne, unsere Oberbanker, die sind halt leider Gottes alle wesentlich gesetzlich und Vertretungen so verfangen, dass sie gegenseitig so erpressbar wären, dass würde das alles abkommen, wir würden sie mit Schimpf und Schande deren und Federn und aus dem Dorf jagen. Aber das kann man nun mal nicht machen, weil es so viele sind. Also, es stellt sich natürlich die Frage, wie man da reagiert daran. Hat er da mal ein Beispiel für? Und ich glaube, dass das Bewusstsein über die eigene Geschichte
ein erster Schritt dazu ist. Weil ich muss es ja mit meinem Stolz und mit meinem Willen irgendwie vereinbaren können, wenn ich die Geschichte kenne und weiß. Und der Hitler ist ja für mich ein und weiß, wie diese Kriege zustande gekommen sind und warum man dieses Pulsum. Das ist ja kein Kleiner, das sind ja 100 Millionen auf Deutschsprache. Und dann gibt es noch viele Länder, die deutsche Sprache gelernt haben. Es gibt in Tschechien, in Polen, ganz meins, das sind harmlose Leute, die werden drüben von der Kindheit an, von der Schule an, in Deutsch ausgebildet und sind dann ab dem 18. oder 20. Lebensjahr für Geheimdiensttätigkeiten einzusetzen. Wir haben so viele Geheimdienste unter uns, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben keine Vorstellung davon. Die sitzen überall. Die sitzen in der Opposition, weil die Opposition ist ja auch nicht wirklich eine Opposition. Das ist eine komplette Opposition. Die macht ja letztlich das Gleiche wie die Regierung. Ich bin beispielsweise draufgekommen, dass bei dem Hypnoskandal, das eine Österreich stattgefunden hat, wo dann dieser Streit stattgefunden hat, warum die Notverstaatlichung unterschrieben worden ist, weil man sie hätte anders machen können, etc. etc. bin ich drauf gekommen, dass man das deswegen gemacht hat, die Rennresultate zu sehen. Das ist aber alles immer unter den Tisch gekehrt. Dann hat man geschrieben, jahrelang, man will da endlich eine Lösung und hat dann eine Untersuchungskommission, eine parlamentarische, die ist jetzt im Laufen, aber vorher wird quasi eine Vereinbarung zwischen den Parteien, bevor diese Untersuchungskommission überhaupt stattfindet. Da steht dann die Untersuchungskommission drinnen als Projekt und dann werden die einzelnen Punkte drinnen behandelt. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Woran erkennt man eine kontrollierte Opposition wie eine FPÖ oder wie die Grünen, wie in Österreich, zwar nach außen über die Medien, die Regierung kritisieren, aber in Wahrheit das Gleiche ist. Ja? Woran erkennt man das? Ja, ich bin hergegangen, und habe in einigen sehr persönlichen Sitzungen den leitenden Politikern, die in dieser Untersuchungskommission jetzt auch im Senat sitzen, gesagt, wenn ihr eine Untersuchungskommission macht über diese Hypobank, dann muss der Zeitrahmen, der Untersuchungszeitraum, also wie ein Strafzeitraum, muss so lang sein, dass er bis zum Gründungsstatut zurückgeht. Sonst könnt ihr das nicht auflösen. So, was haben die gemacht? Die Oppositionsparteien haben sich darauf geeinigt, dass der Untersuchungszeitraum bis zum Jahr 2000 geht und nicht weiter zurück. Aber genau in den 90er Jahren ist dieses große Dilemma ja passiert. Und wie man das macht, also da ist nichts Einfaches passiert, dass das eine Bank an die Wand gefahren ist. Und wie da hinten ein ganzes Volk an die Wand gefahren hat, so fährt man eine Bank an die Wand. Und das haben die Deutschen ja auch erlebt. Es gibt ja genügend Fälle. Banken, die man an die Wand gefahren hat. Da war, wenn man sich erinnert, war das die HVB oder wie auch immer. Aber es wusste ich nicht. So, aber wie macht man das? Eine Reifeisen macht das so, dass sie einen ihrer Zöglinge hernimmt und in eine Konkurrenzbank schickt. Und in dem Fall war es die Hypobank. Der hatte dann dort die Aufgabe, die Rechtsform in eine Aktiengesellschaft zu ändern und das Geschäftsmodell in ein Land auszudehnen, wo er willkürlich Kredite vergeben hat, von denen er gewusst hat, dass er sie nicht zurückbekommen wird. Dieser klassische Untreuehandlung, ja, nach dem Strafgesetzbuch. Aber das ist ein Modell, wo ich als großer Marktteilnehmer einen kleinen Marktteilnehmer an die Wand, mit dem Vorstand aber das vorher irgendwie ausschnappt und ausmacht, wie viel Strafe dafür auskosten würde, das wird dann aber auch verschleppt. Man kann sich nicht vorstellen, wie sowas abgewickelt wird. Das ist ein Krieg, der unter den Banken, unter den großen und unter den kleinen Banken. Es läuft auf eines hinaus. Wir werden jetzt Wirtschafts- und Handelsverträge mit den Amerikanern oder mit der NAFTA machen, mit Kanada, Mittelamerika, Australien kommt dann dazu. So. Und das ist sowas wie die Vorstufe von dem, was Deutschland, Frankreich noch im Zweiten Weltkrieg bekommen hat. Und wo dann langsam eine Jugend daraus entstanden ist, durch die römischen Verträge und durch die Fortsetzung. Ne? Am Anfang waren es 6, dann waren es 8, immer mehr wurde. Dann ist Österreich dazugekommen. So macht man das jetzt im großen Stil mit einem amerikanischen Wirtschaftsbündnis und mit einem europäischen Wirtschaftsbündnis. Jetzt führt man die zusammen. Und die werden dann irgendwann einmal, weil die fangen ja schon unter einer Regierung, nämlich unter der NATO, weil das ist die Staatsgewalt dieses fiktiven Konstruktes NATO und EU. Da ist die Polizei und das Militär die NATO. Also sind alle mitgekleidet. So.
Dann habe ich eine Regierung, weil das nimmt sich dann von Brüssel in irgendein anderes Land rein, wo dann die Leute sitzen, die über Amerika, Kanada, Mexiko und die EU gemeinsam bestimmen werden. Und irgendwann einmal habe ich dann die auch noch verschmelzen müssen mit denen, die in den BRICS-Staaten entstanden sind. Und dann habe ich die ganze Welt. So einfach geht es. Es ist ein ständiger Verschmelzungsprozess. So. Und das hat man mit uns letztlich auch gemacht. Und um uns da weiter nicht nur in Kosten hinein zu manövrieren, werden wir natürlich auch umzingelt von Krisen werden. Egal, ob das die russische Grenze, die ukrainische Grenze, Syrien, Palästina, Jerusalem, Ägypten, Tunesien, Libyen, völlig wurscht. Das sind umgeben von Krisenzonen, wo die Leute dort gezielt vertrieben werden, nämlich in unserer Region, damit wir so richtig durchgemischt werden. Das hat jetzt aber nichts mit einer Islamisierung zu tun, sondern hat lediglich damit was zu tun, dass jeder neue Zuwachs am Bürger wieder ein neues Wertpapier ist für die BITS. Weil wenn man weiß, dass das so läuft, dann ist jeder neue Asylant oder jeder Bürger, der quasi zugewandert ist und eingebürgert wird, ist quasi wieder ein neues Wertpapier mit einer Steuerforderung von 1 Million. Man muss das einmal von der Warte aus sehen. Deswegen sind die Streitereien, wer wie viele Asylanten aufnimmt oder nicht aufnimmt, nichts anderes als ein Verschleppen und ein Außenhinstellen von einer Unwahrheit. Weil wenn ich weiß, dass der Mensch wahres Geld für mich ist, mein Kreditrahmen als Verwalter eines Gebietes wie Deutschland oder Frankreich dadurch höher wird, ja, dann muss ich natürlich eine Politik betreiben, die über Generationen geht, über 1, 2, 3, 4, ja, weil die letzte kriegt dann nicht. Dann verholen sie den anderen nie. Aber dann ist es weder ein islamischer, noch ein germanischer, noch ein das, sondern es ist ein Einheitsbrei, der dann und mehr oder minder vorliegen wird. Auf das steuern wir hin, zumindest das ist klar. Harvey, siehst du denn irgendeine Möglichkeit, da rauszukommen? Weil du hast vorhin gesagt, wir sind ja nicht souverän im Endeffekt. Und da war die Frage zwischendurch hier so leise durchgeschaltet. Siehst du eine Möglichkeit, da rauszukommen aus dieser Misere? Gute Antwort. Ja, das kann sich richtig abhängen. Da wird nur Bier machen, oder? Bitte? Nochmal? Boah, ich habe nur einen Schluck Bier nehmen können. Ich wollte dir nicht die Sprache verschlagen. Sicherlich sehe ich Möglichkeiten, wie man da rauskommt. Also, ich sehe keine Möglichkeit, jetzt als Einkämpfer herzugehen und zu sagen, okay, ich trete aus diesem Zivilisationsmodell aus, ich schreibe meiner Regierung und meinen Ministerien und meinen Behörden, dass ich da nicht mehr mitmache, weil dann würden die hergehen und sagen, okay, dann schick uns bitte deinen Führerschein und deine Dokumente und deine ganzen Ausweise. Das ist ja unser Eindruck, da steht dein Name oben. Dann leben wir ja trotzdem irgendwo in einem System, wo ja wieder Geld geschaffen wird, um überleben zu können. Ich brauche Strom, damit ich meine Hände aufladen kann. Ich brauche Strom, damit ich mit euch auch kein Verbinden herstellen kann. Ich brauche Strom, damit ich mich hinsetzen kann und am PC was schreiben kann. Das heißt, ich bin letztlich. Deswegen ist ja eine Religion. Das Geld ist ein Gott. Es ist eine Religion. Ich bin letztlich einer allmächtigen Herrschaft unterworfen. Das ist doch unterworfen. Ich muss Geld schaffen. Streng genommen. Und streng genommen kann jeder Staat mit unter Berufung auf seine Gesetze eben jedes Mal dann, wenn er mich irgendwo aufhaltet und ich bestätige irgendwann einmal, dass ich derjenige bin, der hat da auf meinen Führerschein oder in meiner Reisepost drinnen steht, jederzeit von mir eben alle Forderungen und Pflichten einheben, die er eben hat, wenn ich mich auf seinem Territorium bewege. Das ist ja normal. Du kannst so ein System, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, also wenn du es mit den Revolutionen der Vergangenheit oder mit den Veränderungen oder Umstürzen der Vergangenheit vergleichst, dann war das
in der Regel ja nicht nur Gewalttätige, sondern es waren vor allem Revolutionen, die Jahre gebraucht haben oder Jahrzehnte. Ich habe beispielsweise in England die letzte Hexenverbrennung 1612 und in Deutschland 1775. Also da dauert etwas Jahre, bis das Volk einsieht, na, das ist ja eigentlich ein Recht, das der nicht hat, der darf ja kein verbrennen, nur weil der daheim Starer sammelt oder mit Kräuter um und um mixt. Ja, das geht ja nicht. Da ist man halt, das dauert Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, es gibt folgende Formen von Veränderung. Eine, wo du so eine Übergangsphase hast, die wirklich lange dauert, oder eine, wo es an einem Punkt läuft und dann sind alle davon betroffen. Das ist für die Lösung, die machbar ist, und für die setze ich mich ein. Die andere macht keinen Sinn. Weil herzugehen und zu sagen, heute haben wir 20.000 Souveräne, vielleicht haben wir in 10 Jahren 500.000 Souveräne, irgendwann haben wir 10 Millionen Souveräne und haben wir dann das gleiche Schicksal wie die Juden, seit von Babylon geflüchtet sind, nämlich sie haben keine Heimat. Also das ist natürlich ein Weg, wo man hergehen könnte und sagen könnte, jetzt, wie viele Souveräne würde man beispielsweise zusammenkriegen, wenn wir hergehen wollen würden und sagen würden, wir würden gerne einen eigenen souveränen Staat ausrufen. Mit der Argumentation, dass der Staat, in dem wir leben, kein souveräner Staat ist. Weil ja, das wäre eine Begründung. Das könnte ich ja menschenrechtlich begründen. Ich könnte ja sagen, laut Menschenrechtskonvention ist dieser Staat, so wie er mit mir umgeht, oder so wie ich mit ihm leben muss, weil ich mich den Gesetzen unterwerfen muss, die da ja schon seit über 2000 Jahren existieren, ist das aber für mich unerträglich, dann kann ich das ja entsprechend begründen. Wenn ich dann hergehe und sage, ich stelle den Anspruch auf ein Gebiet, egal wo, dann müsste man das vielleicht auch auf diesem Wege machen können, aber ich glaube, das muss anders passieren. Das muss mit einem großen Rums passieren. Das geht nicht anders. Weil es sind ja alle davon betroffen. Es müssen ja alle von diesem großen Moment insofern nicht nur erfahren, sondern auch miterleben, wo das auf einmal geklärt wird. Du brauchst ja letztlich nur die Information, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Absolut das Wissen. Weil die Menschen haben sich immer für eine Idee begeistern lassen. Und sie waren auch immer leider oft dafür bereit, auch zu sterben. Aber das waren meistens deswegen, weil sie entweder die Idee nicht durchschaut haben, und wenn sie es durchschaut haben, ist dann meistens zu spät. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir zum ersten Mal in der Geschichte in einer Phase sind, wo wir sagen, na, wir durchschauen die Idee eigentlich früh genug. Wir könnten uns untereinander vernetzen und verständigen und sagen, wir brauchen ein Skript, ein Memorat, eine Schrift, wo drinnen steht, was Sache ist, was die Wahrheit ist. Das muss jeder wissen. Und dann hat jeder eine Entscheidungsgrundlage, wo er zwischen A und B wählen kann. Aber das ist dann nicht eine Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern das ist dann die Wahl zwischen wirklicher Freiheit und wirklicher Souveränität und einer neuen Welt. Weil wenn du darauf kommst, dass die Welt seit 4.500 Jahren durch so ein Konzept regiert wird und alle Kontinente und Völker davon betroffen sind, dann gibt es ja nur mehr eine neue Welt, sagen wir mal. Es gibt ja keine Übergangsphase, die dann 2-3 Jahre unten wird. Das kann nicht sein. Für mich nicht. Okay, ich glaube, es war noch eine Frage. Ja, ging auch in Richtung, ob es eine Lösung gibt. Okay. Jetzt haben wir noch einen Gang. Er hat jetzt gesagt, es soll einen Rums geben. Mhm. Da muss aber sich auch noch Vorarbeit passieren, also Informationsarbeit. Weil ich merke bei mir, ich habe ganz viele Mechanismen in diesem alten System noch in meinem Denken drin. Also, und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mit einem neuen System, das auf einmal umgeschaltet wird, gar nicht zurechtkämen und das alte immer wieder reproduzieren würden. Okay. So, Hast du es verstehen können, Harvey? Ich habe es so weit verstehen können. Wie heißt denn die Fragestellung? Alex. Alex. Ich habe den Alex so weit verstehen können. Er bezieht sich ja da mehr oder weniger auf eine Beobachtung, die wir in der Sowjetunion machen. Ne? Weil denen geht's nicht, weil die sind ja nicht wirklich reich. Ne? Dass sie vor 30 Jahren waren oder vor 5 Jahren. Also du meinst natürlich so quasi nach dem Motto, Gewohnheiten sind vorgesetzt, sind vom Ziel, dass die Leute in ihrem alten Trotz quasi drinnen bleiben
weil sie keine Vorstellung davon haben können, wie sie aufstehen können. Ne? Wie soll ich das sagen? Wenn er die Wahl hat, wo er ganz genau weiß, das ist ab morgen, du musst dir ja Übergang quasi so vorstellen, das wird ja nicht so ausschauen, dass dann obwohl keiner mehr arbeiten geht und sich jeder einen neuen Beruf sucht, mit dem Beruf, der sein Traumberuf ist. Aber es wird eine Übergangsphase geben. Die Leute müssen in der Übergangsphase ihre Arbeit beibehalten. Weil ich kann nicht, wenn ich im Krankenhaus tätig bin, oder im Kanal, oder im Wasser, oder in der Wasserversorgung, oder in der Logistik, wo ich Nahrungsmittel oder Brotversorgung aufrechterhalten muss, kann ich hergehen und sagen, dann muss man was anderes. Das wird ein Akt werden, wo alle gemeinsam daran mitarbeiten müssen und in der Übergangsphase ihre alten Pflichten beibehalten und sich dann langsam diese Aufgabenverteilung auf alle verteilen. Da wird dann ein Banker genauso in einem Altersheim seine gemeinnützigen Tätigkeiten leisten. Was brauchen wir zum? Das, was wir fürs Zusammenleben brauchen, das haben wir alles. Und das können wir alles selber sorgen. Und das geht auch nicht verloren. Weil die Nahrungsmittel werden deswegen nicht verderbt. Die schmeißen wir im Jahr, ich habe mal in Deutschland eine Summe gehört, 10 Milliarden Kilo Brot und Lebensmittel, teilweise noch Originalverbot weg. Also diese Übergangsphase natürlich nicht das eine sein, wo man die Leute in einem Tag um 180 Grad dreht, sondern du kannst es so sehen, dass man jeden Tag vielleicht ein halbes Grad nimmt. Oder dass man jeden Tag ein Grad nimmt. Das ist leichter. Aber das geht. Glauben wir, dass wenn du erlebst, dass du von heute auf morgen in eine völlig neue Welt gerissen wirst, dann steckt sich dein Hirn innerhalb von wenigen Tagen um. Wenigen Tagen. Ich habe das erlebt auf dem Weg nach Wien zu einer Vorstandssitzung, da waren Vorstandsdirektoren von einer italienischen Bank dort, die seinerzeit kooperieren wollten. Mein Prokurist war damals schon dort, der war der Präsident von der jüdischen Kultus. Gemeinde und der hat gehört auf mich und ich kriege einen Anruf einer, ich muss ins Gefängnis. Oder besser gesagt, die Polizei sucht mich. Von dort weg war ich in einer völlig anderen Welt. Völlig anderen Welt. Und ich habe festgestellt, dass das Gehirn das kann. Weil wenn du ein Wie hast, oder besser gesagt, wenn du ein Warum hast, dann erträgst du jedes Wie. Ich glaube, dass unsere Vorväter haben viel mehr gelitten, als wir wirklich gelitten haben. Bei uns ist es mehr seelisch. Wir erbringen in einer Identitätskrise. Wir wissen nicht mehr wirklich, was ist der Horizont, was ist die Vision, was ist das Ziel und was müssen wir dazu tun, weil man uns eben den Geist amputiert hat. Aber es wird diesen Rums geben, das glaube ich. Und da, also davon bin ich überzeugt, da arbeite ich auch hin. Und der möge dann eine Hinterstellung oder eine Initialzündung sein. Der Rest ist nur ein Modus operandi, alles. Klammer's. Du wirst feststellen, dass du dann im Endmodell nicht nur doppelt so viel Geld zur Verfügung hast, sondern auch nur ein Drittel von der Arbeitsleistung leisten musst, Pflicht, als die du heute leisten musst. Es sei denn, es ist dein Beruf, wo du sagst, na, das will ich zu meinem Beruf machen, zu meiner Leidenschaft, zu meiner Passion. Ja? Das ist dann etwas anderes, wenn du beides verbinden kannst. Aber es gibt unterschiedliche Studien. Du musst dir ja vorstellen, wenn Geld auf diese Art, wie es heute gibt, verschwinden würde, ja, dann würde ein Zeitaufwand, auch ein Geldaufwand, verschwinden, der ist exorbitant hoch, weil ein Geldbetrag muss so neu eingegeben, verbucht werden, ja, registriert werden, dass der Zeitaufwand, der dafür erforderlich ist, und unterschiedliche Studien, wenn du halt ein Brot, ein Semmel oder sonst etwas kaufst, wie oft dieser kleine Geldbetrag gebucht werden muss, entsprechend die Kosten des Arbeitsaufwandes, um einen Geldbetrag von 1, 2 Euro zu buchen, dem 20 bis 30 bis 40 Wochen, ja, ist das, was eigentlich an Wert dadurch oder an Transaktionswert darstellt. Das ist ja völliger Unsinn. Und wenn das wegfallen würde, dann hast du plötzlich viel Zeit und auch viel Arbeitskraft oder Human Power zur Verfügung, die dir dadurch auch frei wird.
Und die können die Arbeiter führen, die das Gemeinwohl benötigt. Weil das Gemeinwohl benötigt nur die Arbeit und die Pflichten, um überleben zu können. Und Strom, über Wasser, über Feuerwehr, über Sicherheit, über alles mögliche, Nahrungsmittelversorgung, das, was wir brauchen. Funktionierende Mobilfunkfrequenzen, Fernsehen, das ist in meiner Welt, die ich mir vorstelle, braucht niemand was für ein Internet zahlen. Wozu? Es braucht auch niemand was für einen Fernseher zahlen. Wozu? Weil die Satelliten, die da oben herumschwirren, und das Geld, das die verdienen, das ist ja sowieso meines. Wozu muss ich es bezahlen? Ich habe ja auch noch dafür, mit meiner Geburtsurkunde. Also, das Modell, das du dann in Zukunft haben wirst, das wird so schön ausschauen, dass du sagst, da brauche ich nicht lange überlegen, um jetzt da entscheiden zu können, wie lange ich da diese Zeit überbrücken. Das wird sehr einfach werden. Du wirst mehr Freizeit und viel mehr Freizeit, viel mehr Urlaubsmöglichkeiten haben. Es werden Tauschgesellschaften entstehen, wo du kostenlos für 3-4 Monate in einem Bungalow auf Mallorca leben kannst, was auch immer. Wird ja heute auch schon gemacht. Da mach dir keine Sorgen. Es ist nicht so, wie wenn du bei einem Fernseher den Stecker aus der Steckdose ziehst. Die Welt dreht sich weiter. Okay, ja, danke schön. Und wie ist deine Strategie? Du sagst, du arbeitest auf den Knall hin. Der Knall bedeutet für dich, dass diese Geldherrschaft aufgelöst wird, oder? Der Knall bedeutet für mich, dass diese Regierung, die diese derzeit haben, aufgelöst wird. Die kann so fortgesetzt werden. Nicht mit diesem Modell. Das geht nicht. Du kannst ja nicht. Weißt du, jemand, der das weiß, wie es funktioniert, der steht ja jeden Tag vor derselben Frage, ob er sich das noch gefallen lässt. Dein Wille, der in dir ruft, der quält dich jeden Tag. Jeden Tag, wenn du daran erinnert wirst, egal ob du jetzt ein Strafmandat für Verkehrsübertretung zahlst und dir die Frage stellst, muss ich das rechtlich überhaupt? Bin ich verpflichtet? Was machen Sie, wenn Sie es nicht zahlen? Und was wäre, wenn ich mit aller Konsequenz das durchziehe und sage, aus diesem und diesem und diesem Grund zahle ich es nicht? Also, du wirst ja jeden Tag dran erinnern. Und du wirst jeden Tag dran erinnern, ob dein Wille und dein Stolz noch einverstanden damit sind, sich dem noch weiter zu beugen und zu unterwerfen oder eben nicht. Das wird dir niemand ersparen. Natürlich muss man das den Leuten erleichtern und ihnen abnehmen, indem man das natürlich auf einen Punkt umsteuert. Das geht. Das ist aus diesem Bums arbeite ich nicht. Aber weißt du, das ist kein Bums, Alex, der jetzt so ausschauen wird, dass ich dann dort ärgern werde und sagen werde, wer alles böse sind. Und warum alle so böse und so schlecht und so mies sind und die Übeltäter, die man jetzt eigentlich alle verfolgen müsste. Weil da müsstest du eine Anzahl von Leuten mehr oder minder verfolgen, die mehrere Millionen ausmachen. Eigentlich zweistellig, würde ich sagen. Weil sie ja letztlich nicht nur Mittäter sind, sondern weil sie ja und dadurch Ausführungstäter sind, sondern weil sie ja letztlich ein System am Leben erhalten, das ja eine Sklavenschaft begründet und die ist ja verboten. Die ist ja nur anders konstruiert, dass du sie nicht siehst. Aber der Bums, der läuft nicht auf den Augenblick hinaus, wo man hergeht und alle auflistet, die Übeltäter sind. Also man sollte dann nicht, obwohl man es könnte, mit der schlechtesten Botschaft der Geschichte kommen, sondern ich glaube, man sollte mit der besten Botschaft der Geschichte kommen. Und die behalte ich mir vor. Da bin ich gerade vorbei. Ja. Alex nickt gerade, also verstehe ich dich richtig. Du arbeitest im Hintergrund darauf hin, eine ziemlich schnelle Lösung auszuarbeiten und anzubieten, aber du hältst dich dann noch bedeckt. Also, ja, ich biete keine Lösung an, weil ich verkaufe nicht.
Ja? Und zweitens wollte ich mir das bedeckt. Warum wollte ich mich bedeckt? Was ist denn dies? Also ich persönlich habe für mich eine Idee, wie die Zukunft aussehen soll. Für mich persönlich. So? Ja gut, aber das kann ich ja jetzt nicht ins Detail reingehen, Jasmin. Nein, natürlich nicht, das kann nur ich. Und ich habe hier auf der Mahnwache halt auch immer gesagt, in der Schweigeminute, malt euer Bild vom Frieden oder fotografiert es oder handarbeitet es oder malt es oder werkt es oder wie auch immer. Und ich sehe für mich, du arbeitest da im Hintergrund mit deinen Möglichkeiten auch an etwas, was für den einen oder anderen einen Anreiz stellen könnte, an seinem Lebensmodell neu zu arbeiten. Also, ich will es einmal so sagen, ich glaube, das wird jeder wollen. Was hast du? Er sieht es so, das wird jeder wollen. Okay. Also eine Veränderung wird irgendwo jeder. Ich glaube, das wird deswegen jeder wollen, weil, wie soll ich das sagen, wenn du, ich meine, wir haben, viele von uns haben Life Aid erlebt, einige vielleicht sogar Woodstock, ja, und dann gibt es noch andere Riesenveranstaltungen. Ich will jetzt nicht die Kommerzschiene mit Olympischen Spielen und Fußballweltmeisterschaften hernehmen oder sonst irgendwas, sondern oder Mondlandung oder also wirklich einzigartige Ereignisse, die global eine Welle auslösen. Ja? Und Life Aid war ja etwas Beeindruckendes, weil da haben ja 2 Milliarden Menschen zugeschaut. Ne? Und da wusste ich, bei der Mondlandung 1969 haben auch über 1 Milliarde damals schon zugeschaut. Das war die erste wirklich globale Satellitenschaltung. Und damals war nur ein paar von diesen Brechschüsseln oben geworden. Ne? Nein, ich spreche von so einem Event. Ich spreche von so einem Ereignis, wo man etwas präsentieren, wo ich eine Botschaft übergebe. Weil die ich reinkriege, ob da immer die Kraft ist großartig. Und die wird etwas aufzeigen, wo ich alle sagen, ja, das ist ja total cool. Wenn ich jetzt einmal so Volksstimmen nicht formulieren darf. Also ich glaube, davon wird sich doch jeder begeistern lassen. Seid ihr noch dran? Ja, ja. Adam, halt. Ich denke, ich habe den ausdrucken, was ich jetzt geschrieben habe, bevor wir uns jetzt zusammengesetzt haben. Ja, irrsinnig. Ich arbeite im Moment an einem irrsinnig interessanten Kapitel. Das heißt das 5. Element. Wenn ich da mal. So gibt es halt ein Gelächter. Ja, da gibt es einen Film und da gibt es ein Zitat, das sehr kurz ist, mächtiger Badabum. Und darüber hat sich gerade jemand amüsiert. Nein, ich meine ja was anderes. Ja? Wir haben ja die 4 Grundelemente. Ne? Feuer, Wasser, Erde, Wind. Ja? Und ich sehe ein 5. Element. Und dieses 5. Element, da habe ich heute gearbeitet, länger dran, an diesem Kapitel, weil ich versuche, das zu beschreiben, wenn man dann vielleicht wirklich versteht, wer man ist. Und das war für mich gut verstanden, deswegen bin ich so optimistisch, dass mir das gelingt, weil ich ja weiß, dass die Wissenschaft an meinen Lippen geht, während ich an diesem Buch das schreibe. Das weiß ich. Und das, was ich da schreibe, ist so ein Wunder, weil ich selbst nicht weiß, wie man zu einem großartigen Bild kommen kann, das mir von mehr oder weniger zugefallen ist. Von der Entstehung des Lebens und von der Entstehung des Universums und von allen Netzwerken. Das wird gut verstanden werden. Da habe ich heute einen interessanten Kapitel, das hat das 5. Element gehalten. Also das ist jetzt nicht irgendein Klamauk. Das hat ja nichts zu tun mit diesem Film da, aber die hat ja gesagt, ja, das 5. Element, wo es Wind geschlagen wurde. Ja. Aber du müsstest es auch so sehen, diese Leute da drüben in Amerika, das sind Leute, die wissen schon, wovon sie sprechen, wenn da jetzt Filme produziert werden wie Matrix. Ja. Oder wie bei der Avatar.
Oder wie eben der Film, den du da vorhin erwähnt hast. Ja, der Bruce Willis, das fünfte Element. Das sind schon Filme, die einen wahren Kern haben. Also es ist nicht so, dass das nur Humbug ist. Ihr wollt jetzt aber nicht wissen, wo du wieder geschrieben. Da fragt einer, was das fünfte Element ist. Das fünfte Element, was das ist. Ja, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Weil da immer kurz, Achtung, 27 Minuten. Ja? Ich mache eine kurze Pause, damit der mit dir das berichten kann und in den 5 Minuten. Ja, okay. Jetzt darf man die Filme, das fünfte Element. Und die Filme waren immer die Liebe. Und genau zu dieser Stunde. Und das Film war, kannst du da hinkommen. Die Kicks noch nicht mal verstanden. Ich? Ich? Der muss da auch mal kurz umstellen, glaube ich. Da sind alle mal die gleiche Gelegenheit nutzen gegangen wie du. Ja, ja. Also ihr habt ja keine neuen Fragen aufgegangen. Du, das werden wir gleich sehen. Jeder ist erstmal irgendwo hingerannt, Zigarette rauchen, Keramikabteilung. Ja, die Keramik. Was alles halt so notwendig ist. Und jetzt kommen sie so Stück für Stück alle wieder rein. Dann mag ich gleich auch noch jemand. Zu der Frage, die noch offen steht, als Antwort noch was dazugekommen ist. Aber was, genau das wollte ich mal ausdrucken. Aha. Seid ihr schon alle da? Ja. Zigaretten werden noch ausgedrückt. Einige sind noch draußen. Der junge Mann, der die Frage gestellt hatte, ist allerdings schon da. Also ich habe sie von hinten gehört. Ach, von hinten hat sie gehört. Aber ich habe auch die Frage. Ah, okay. Sind jetzt alle noch fleißig am Rauchen. Die Pause war günstig gelegt. Ja, ich denke, 4-5 Minuten warten wir noch. Dann gehe ich erstmal den Fuß nochmal drücken. Jo! Hey! Hey! Schön, dich zu sehen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, schon wieder eine Weile nicht, ne? So, ja, die Zeit vergeht. Wir ziehen vielleicht auch bei dem Harz. Versuchen wir schon. Ah, ja? Mhm. Ja, du. Von der Braunschweiger Mainwache sind ja nun schon, ne? Sandra hat ja den Anfang gemacht quasi. Ja. Dann ist das entdeckt am Spiegeltaler Teich oben. Schön Oberharz zwischen Altenau und Klausberg. Okay. 2 Kilometer bis zum nächsten Nachbarn, Alleinlage mitten im Wald, ehemaliges Gasthaus, 350 Quadratmeter, 1 Hektar Grundstück, zweites Wohnhaus noch mit Haus. Also 165.000 hätten sie gerne dafür. Moment, man kann bestimmt noch feiern, ich muss jetzt mal angucken und so weiter. Wildemann? Nee, irgendwo mitten zwischen dem Spiegeltaler Teich muss das oben sein. Weil auch Wildemann ist auch Spiegeltaler Straße. War auch ein Gasthaus mit ganz vielen Schlitten. Ja, ich habe keine Ahnung, ich bin da vielleicht nicht mehr. Ich würde mal sagen, sollen sich gleich noch ein paar Fragen überlegen. Mal angucken, dahin fahren. Hm? Wie sagt ihr denn insgesamt, haben Sie überhaupt? Das waren jetzt locker so 3 bis 25. Ja. Wie lustig, ja? Ja, ja. Es sind bestimmt auch noch mehr da. Was haben wir mit den Tischen? Hier in ganz Deutschland. Ach so. Das haben wir in Berlin gemerkt. Kannst du mich Restaurant hier umsonst? Ja, aber den Kassel. Ja. Und überall.
Also hier in Braunschweig sind schon ein paar in der Mahnwache, einige waren verhindert. Eine Dame ist sehr unglücklich, die ist kurzfristig ins Krankenhaus gekommen. Und ja, aber 25 waren wir jetzt hier locker. Ich habe draußen Bescheid gesagt, wenn Sie die Zigaretten ausmachen, Sie mögen doch noch ein paar Fragen mitbringen. Also eine Frage hätte ich, wollen wir jetzt schon mal? Oder? Ja. Ja, die haben wir dann vielleicht, interessiert es die anderen nicht, aber die Frage interessiert dich ja. Wie wird die anderen auch ein bisschen überraschen? Dann mach ich. Oh, jetzt geht Sandra raus. Nochmal den Reinschmeißer. Sandra war gerade mit den Bienen, gell? Ja, Sandra war mit den Bienen. Die geht jetzt erstmal aufräumen, das Zahnwesen. Also, naja, das traut man ja gar nicht zu. Aber es kommt anscheinend Bewegung in den Beutel. Hat sie schon was gesagt? Nein, du brauchst was rausgehen. Jawohl. Also Sandra, die schicken wir jetzt immer raus, ne? Das ist ja auch da. Nein, so. So, sonst hatten wir ja die Frage mit dem fünften Element. Und eine in der Warteschleife, die kommt dann als nächstes. Genau. Tja, ich würde sagen, fang einfach an. Wer jetzt noch nicht da ist, ist woanders. Ich soll anfangen. Jo. Das fünfte Element, okay. Ja, das war die Frage, wo Interesse dran war. Beziehungsweise an der Antwort war Interesse. Frage ist immer, wie beginne ich, wenn ich über das fünfte Element, wenn ich über das fünfte Element rede? Ich will dir vorhin was vorstellen. Wer kennt den Niels Bohr? Mich. Was? Niels Bohr ist ein Physiker gewesen, wer kennt ihn nicht? Es gehen gut die Hälfte der Finger hoch, für kenne ich nicht. Robin, den hat schon mal erwähnt. Heute nicht, nein. Aber ich habe einen anderen gesprochen. Aber ich habe ihn mal bei einem Vortrag studiert. Der Niels Bohr hat aber gesagt, ob die Quantenphysik so gehen muss, oder? Quantenphysik, sagt ihr was? Ja, ja. Da geht ein Nicken durch die Menge. Ja, weiß wirklich jeder, was das ist. Ja. Also hier nicken Sie fleißig, es kommt ein lautes Ja. Hätte ich gern nur testweise in einem Satz das erklärt, das ist gut. So weit ausholen wir es nicht brauchen. Also 10 Minuten braucht man 10 Minuten. Also dann was suche ich. Die Bewegungsmechanik aller Teilchen bis zum Maßstab eines Atoms ist die Physik, die klassische Physik. Und alles, was unter dem Maßstab eines Atoms ist, ist die Quantenphysik. Das ist ja keine Ahnung. So, und der Niels Bohr hat einmal gesagt, wer behauptet, er hat die Quantenphysik verstanden, der hat die nicht verstanden. Das war damals. Deswegen hat der Einstein auch mehr oder weniger darauf erwidert, nein, hat der Himmel wirklich nicht. Es gibt keine Geisterteilchen, keine Gespenster in der Physik. Es ist alles vorherzusagen. Das ist die große Trennung von Determinismus zu Indeterminismus entstanden. Aber worauf ich hinaus will, ist, davor hatte der Nobelpreis einmal gekriegt, ich glaube, in den 20er Jahren irgendwann. Den hat er damit gekriegt, weil er das Atom gleich funktioniert, das Sonnen. Eine Änderung, wir haben einen Kern, und um den Kern greifen quasi kleine Teilchen. Und das sind halt dann die Elektronen. Allerdings sind sie bei Tests drauf gekommen, dass die Elektronen eine ganz besondere Eigenschaft haben.
nämlich dann, wenn man beispielsweise die Temperaturen erhöht, die Kultur und die Kultur und was ist, Können Sie bitte ins Mikro sprechen? Ja. Im Moment warst du beim Nachdenken, da warst du zu weit vom Mikro weg. Okay. Wenn man ein Atom einer unterschiedlichen Strahlen aussetzt oder erwärmt, die Temperatur erhöht, dann fangen die Elektronen an zu reagieren. Und das nennt man dann Quantensprung, weil die machen sich folgendes, also Quantensprung hat sich ja jeder schon mal gehört. Da machen die Elektronen dann folgendes, sie springen von einer Umlaufbahn auf die andere. Allerdings, oder sie wechseln die Umlaufbahn, allerdings jetzt nicht in der Art, wie wir das erwarten würden, wo man sagt, na okay, der schert aus der einen Umlaufbahn aus und reiht sich quasi in der nächsten Spur ein. Das macht das nicht, sondern das verschwindet. Plötzlich ist weg und taucht dann in der anderen Umlaufbahn plötzlich wieder auf. Und da ist man dann mehr oder minder mit dem Problem konfrontiert worden, dass man gesagt hat, wenn das in der Zwischenzeit unsichtbar ist, dann muss es über einen anderen Raum quasi den Ort wechseln. Dann kann er Erklärung dafür kommen. Und deswegen ist der Ohr eben zu der Aussage gekommen, der behauptet, der hat das verstanden, der hat nicht verstanden, weil man hatte keine Erklärung dafür. So. Wenn ein Atom, und zwar jedes, und alle Elektronen gleich reagieren, also auf entsprechende Veränderungen der Bedingungen, und da spielt Licht auch eine große Rolle, oder spielen Radiowellen oder Gammastrahlen eine große Rolle, dann verändern die ihr Verhalten. Und nachdem wir ja jetzt seit knapp 20, 25 Jahren in den sogenannten Photonenring eingetreten sind, mit unserem Sonnensystem, weiß jeder, was das ist? Der Photonenring? Nein. Okay, pass auf. Wenn sich die Erde in einem Jahr um die Sonne dreht, dann hast du das Gleiche mit dem Sonnensystem, das sich in 26.000 Jahren um die Galaxie einmal dreht. Okay? Also die Rotation der Galaxie dauert 26.000 Jahre, eine, und von unserem Sonnensystem, von unserer Erde halt ein Jahr, okay? So, und unsere Galaxie fährt aber in dem Zeitraum immer durch einen Photonenring durch, der ist 1,3 Kilometer breit und das alle 26.000 Jahre. Und in dieser Phase passiert etwas Besonderes, weil nämlich die Lichteinwirkung, deswegen wird unser Planet auch wärmer, die Lichteinwirkung wird stärker und die Gammastrahlung wird stärker. Darum die Raumfahrtstationen unterschiedliche Stellungnahmen, also schon viele Stellungnahmen dazu aufgegeben, dass sich dadurch auch die DNA-Struktur verändert. Und das verändert sich auch das Bewusstsein. Ja? Und das ist jetzt einmal die Ausgangsposition auf naturwissenschaftlicher Ebene. Weil da bin ich, wir bestehen alle aus Atomen, nicht wenig, 10 hoch 27 oder 25, also ich weiß es jetzt nicht. Ist doch recht viel, das sind ein paar Quadrillionen, ja, Atome, aus denen ein menschlicher Körper besteht. Und wir sind dieser Strahlung, jetzt dieser erhöhten Strahlung, permanent ausgesetzt. Unser ganzes Sonnensystem ist dieser Strahlung ausgesetzt, jeder Planet, ja, und jedes Lebewesen. Und diese erhöhte Lichtwirkung und Gammastrahlung hat dann auch auf unsere Atome und natürlich auch auf unsere Elektronen genauso eine Auswirkung, weil die fangen dann auch an zu springen, Quantensprünge zu machen. Und das wirkt sich auf unser Bewusstsein, respektive auf unseren Geist und auf unser Hirn aus. Weil, und das ist meine Hypothese, die ich da versuche aufzuarbeiten, wie sich das jetzt naturwissenschaftlich erklären lässt, wie sich das auf den Geist auswirkt. Ich will jetzt nicht sagen, man ist deswegen schneller oder leichter erleuchtet, ja? oder der Beschränkte wird deswegen zum Nobelpreisträger. Das ist nicht der Fall. Aber es ist mit einer... Ich würde die Überraschung nicht vorwegnehmen. Ja? Ich würde nicht hergehen und jetzt alles erklären, was ich beschreibe, was da passiert. Weil ich bin der Meinung, oder ich bin drauf gekommen, dass ich den Schöpfungsakt verstanden habe.
wenn der so läuft, wie er mit den Photonen läuft. Und das glaube ich auch, weil ich habe das mittlerweile jetzt mit zwei, drei Gedankenmodellen entsprechend bewiesen. Ich kann euch ja eines davon erzählen. Ja? Ihr müsst euch ja Folgendes vorstellen. Ja, wir stellen uns immer die Frage, wie Licht oder wie Leben entsteht. Das ist ja eigentlich die oberste naturwissenschaftliche Frage, die man bis heute noch nicht beantwortet hat. Es gibt ja unterschiedliche Hypothesen. Tatsache ist eines, wenn ich weiß, dass sich die Masse eines Himmelskörpers wie der Erde eigentlich nicht irgendwie verändert, sondern nur ihr Erscheinungsbild verändert. Und die Masse wird immer die gleiche, bis auf die kleinen Meteoriten, die an jedem Tag aufgekommen sind. Das ist ein Krümelwerk, das interessiert niemanden. Aber die Gesamtmasse als solches bleibt immer die gleiche. Ja? Dann habe ich eine Gesamtbilanz, wie diese Masse verteilt ist. Wenn ich das jetzt über mehrere hundert Millionen Jahre beobachte, dann beobachte ich, wie diese Masse ständig in Bewegung ist. Ja? Die Kontinente driften auseinander oder nähern sich an, Dinosaurier entstehen, dann verschwinden sie wieder, dann kommen der Vögel, dann kommen der Neuorten, dann kommt der Neandertaler, dann der Homo erectus, irgendwann einmal der Homo sapiens. Dann merke ich eigentlich, dass sie in diesem gesamten Prozess, über diese vielen, vielen Jahre, die Masse, die sich da nicht verändert, aber ihr äußeres Erscheinungsbild ständig verändert, wenn ich es aus dem Weltraum betrachten würde. Und je weiter ich also runterkomme, Richtung Oberfläche, desto mehr sich hier herumwuseln und bewegen. Nicht? Weil du hast ja heute in einem Wassertropfen oder in einer Faust Erde, hast du ja 100 Milliarden unterschiedliche Mikroben und Mikroorganismen. Ja? Also es wuselt überall, auf kleinster und auf größter Ebene. Ja? Weil wenn du da eine Galaxie von oben anschaust, dann hast du ja das Gefühl, dass da ein richtiger Ameisenkrimi stattfindet. Es ist überall Bewegung. Und wenn man jetzt unseren Planeten hernimmt, dann ist das doch nicht viel anders, nur haben wir halt den Vorteil, dass wir in einer relativ idealen Entfernung zusammen sind. Also die Temperatur ist so, dass das Wasser auf der einen Seite nicht verdampft und auf der anderen Seite nicht friert. Ja? Also wenn man zu weit weg, wäre es krumm, und wenn man zu nah, dann wäre es verdampft. Also es ist doch eine, das nennt man habitable Zone, es ist doch eine ideale Zone, wo wir uns befinden und diese Vorbedingungen stattfinden, aber das allein ist es ja. Und sich die Erde auch noch dreht, dann passiert etwas ganz Besonderes. Es wird uns nämlich etwas angeboren, das für uns so selbstverständlich ist, dass wir gar nicht darüber nachdenken, warum das so ist. Nämlich, wir werden gezwungen, irgendwann schlafen zu können. Wir können zwar mit elektrischem Licht und mit Basisspur überbrücken, aber irgendwann einmal legt sich der Körper flach, er legt sich hin, weil sonst ist er nicht mehr fähig, sich zu steuern und zu koordinieren. Also das Hirn verliert er dann natürlich. Und will es auch nicht, das schaltet ja mal ab. Ja? Und da habe ich folgendes Gedankenmodell aufgestellt, und das ist eines von den drei. Dass ja durch die Tatsache, dass sich der Planet dreht und wir sind nicht die Einzigen, eigentlich die Mehrheit oder der Großteil der Lebewesen, von den Pflanzen oder die Tiere, die Nutztiere bis zu uns anfangen, wird angeboren, ob dem Eintritt in den Nachtschatten sich hinzulegen. So mal, warum ist das so? Das ist das eine. Das zweite ist, was mich beschäftigt hat, ist, was passiert dann, wenn wir zu einem Verhalten gezwungen werden, selbst wenn wir es nicht wollen würden, wir kommen eben nicht aus, wir müssen uns hinlegen und schlafen. Und was dann passiert ist, der Körper liegt brach, aber wird in eine völlig andere Welt versetzt. Das heißt, wir sehen Bilder oder Filme in einem Bewusstseinszustand, die wir als reales Erlebnis wahrnehmen, obwohl wir nur im Bett liegen. Nichts tut. Wir laufen nicht herum, sondern wir sehen das in unserem Gehirn. Da werden wir schlafen. Ja? Schlafst du das Gehirn nicht? Das schlafst du nie. Genauso wie das Gehör. Schlafst du auch nie. Das Herz schlaft nie. Und atmen tut man auch immer. Das Zwerchfell oder auch immer. Also es gibt gewisse Funktionen, die der Körper hat, die nie schlafen gehen. Und dann gibt es Funktionen, die müssen schlafen gehen. Und was dann passiert ist, ein völlig interessanter Bewusstseinszustand. Der Traum. Und jetzt frage ich mich, warum sind wir zu dem gezwungen worden? Das muss ja einen Grund haben.
schreiben. Ich könnte ja hypothetisch könnte sagen, ich will nie schlafen gehen, ich will jetzt ein Jahr lang immer munter sein. Was geht nicht? Ich werde dazu gezwungen. Kann man ja aussuchen. Und ich stelle fest, alle anderen auch. Und ich stelle fest, die Blumen auch. Weil die machen ihre Kelche zu, wenn die Sonne runter wird. Und ziehen sie ein. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, machen sie den Kelch wieder auf. Also es wird offenbar irgendetwas auf diesem Planeten, nämlich alles rundherum, wird in einem regelmäßigen Abstand dazu gezwungen, sich in einen Bewusstseinszustand, in einen, den wir halt Traum nennen, ja, zu versetzen, wo er eigene Erlebnisse hat. Jetzt habe ich mich gefragt, woher die kommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe mich gefragt, naja, was wäre jetzt, wenn wir ein Geisterplanet wären? Also wir hätten keine Sonne. Und wir wären in keinem Sonnensystem. Aber wir hätten dieselbe Mischung aus Elementen, aus denen wir bestehen. Also dieselbe Verteilung. Ja? Und wir würden so durchs Weltall gleiten, finster. Was würden dann alle machen? Es wäre dann ständig Nacht. Wir hätten dann keine Tag-Nacht-Gleiche, sondern wir hätten ständig Nacht. Dann würde der ganze Planet eigentlich schlafen. Weil es wäre dann so kalt, es hätte minus 230 Grad, dass sogar die Atmosphäre frieren würde. Also der Sauerstoff und der Kohlendioxid und die ganze Atmosphäre wird frieren. Und dadurch, dass sie friert, werden die Partikel so schwer, dass sie runterfallen, plötzlich die Gravitation sie runterzieht. Ne? Und dann ist der ganze Planet bedeckt mit einer dicken Eisschicht. Und das wäre ständig noch. Jetzt würde ich mich fragen, wenn die Natur dann quasi zu einem Dauerschlaf gezwungen wäre, was sie dann erleben würde. Das gibt es doch in der Tiefsee. Das gibt es doch in der Tiefsee, da kommt kein Licht hin, da sind immer kühle Grade und da ist nie Tag und Nacht so. Und das, ja. Da leben trotzdem Fische und jagen und. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich muss dich da allerdings etwas einbremsen. Also es ist doch so, dass du auf unserem Planeten jede Sekunde nicht nur 10 Milliarden Gravitonen ballern, sondern viele kleine andere Teilchen. Und die Photonen, die dringen in kleinsten Mengen bis zum tiefsten Meeresboden runter. Du kannst ja nicht sagen, dass die das Leben beeinflussen, so wenn es irgendwie in 5 Kilometer, 8 Kilometer geht, dann gar nichts ein. Die Lebewesen, habe ich in Erinnerung, reagieren dann folgendermaßen daraus. Also viele, deren Organismen haben die Fähigkeit, fluoreszierende Wirkungen zu entfalten. Die sammeln offenbar diese ganz wenigen spärlichen Photonen in irgendeiner Form ein, ja, und sind dazu in der Lage, mit dem Körper geringfügig elektrische Energie herzustellen, die dann leuchtet. Du hast dann da unten sehr, sehr viel Energie leuchtet. Egal, ob das Qualen oder sonst irgendwas sind. Ne? Also von irgendwoher haben sie das Licht, weil sonst könnten sie es so nicht machen, auch da in den größten Tiefen unten. Aber Was mir abgibt, ist einfach, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, als einen Prozess, ich habe vor mir eine Kugel, die sich ständig dreht, auf der einen Seite habe ich Licht, auf der anderen Seite Schatten, dann stelle ich eigentlich fest, dass immer dann, wenn diese Kugel in die Lichtseite, also sich auf die Lichtseite wendet, dass dann plötzlich alle aufwachen, aufstehen, lebendig werden und es wuselt herum, und sobald es dann auf die Nachtseite sich wendet, legen sie alle wieder hin und es schlaft. Das ist ja faszinierend. Und mich hat das irrsinnig beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, na, das muss doch einen Sinn ergeben. Es muss insofern einen Sinn ergeben, weil sich der Schluss ja jetzt nicht wegleugnen lässt, dass sobald Licht auf eine Masse trifft, die halt jetzt so verteilt ist, wie unser Planet verteilt ist, weil am Anfang waren wir ja nichts anderes als ein Haufen Dreck, Asche. Ne? Und heute sind intelligente Wesen da, die aus dieser Asche entstanden sind. Also es muss irgendwas passieren mit dieser Masse, wenn Licht da drauf kommt. Und das hat mich irrsinnig fasziniert. Und jetzt habe ich natürlich im Zuge meiner Recherchen und Untersuchungen, die ja auch mit Religionen zusammenhängen, wo man auch auf Religionen stoßt, die eher in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, da gibt es ja, sagen wir mal so, für eine bestimmte Sache auch Bezeichnung, fünftes Element.
Und diese Sache, ich habe jetzt so umschrieben, die nennt sich halt das Weltengedächtnis oder die Welten oder der Ätherleib oder wie auch immer. Also es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und dann gibt es aber in dem Zusammenhang auch noch etwas wie die sogenannten Illuminaten. Ja, weil die in dieser siebenstufigen Entwicklungsebene in dieser Religion, wo das Ziel darin besteht, die Akasha-Chronik zu erfassen. Ja, das ist ja dann die wahre Erwartung. Bin ich eben auf interessante Zusammenhänge gestoßen, die mit diesem physikalischen Prozess zusammenhängen. Und da ist eben unter anderem auch dieses geistige Auge dabei. Man kann darunter auch die Zirbeldrüse verstehen. Deswegen hat der Freud ja mit Kokain so viel herumexperimentiert mit seinen Patienten, weil ja mit dem Kokain in der Zirbeldrüse etwas Bestimmtes passiert. Die öffnet sich ja dann. Schüttet da bestimmte Hormone aus, wo man dann eben sehr euphorisch wird. Aber ich habe versucht zu verstehen, warum dieser Prozess, der für uns völlig natürlich ist, der uns angeboren ist, der uns zwingt, uns in einen Bewusstseinszustand zu versetzen, an den wir uns dann oft am nächsten Morgen auf Freunden erinnern können, was wir erlebt haben. Aber wir wissen, dass es ihn gibt. Und das jetzt im Zusammenhang zu bringen mit der Tatsache, dass eine bestimmte Menge von Photonen. Hallo? Ja. Redet da jemand? Nein. Ah, weil dann sagt es offenbar, ist es in der Echo. Und die Vorstellung für mich, dass ab dem Zeitpunkt, wo eine bestimmte Menge von Photonen auf so eine Masse prallt und das über einen langen Zeitraum, dass sich da dann ein Prozess in Gang setzt, der bis zu uns geführt hat, weil unser Hirn ist das Endergebnis von 5 Milliarden Jahren Evolution. 5 Milliarden Jahre, jeden Tag, hat sich dieses Ding gedreht. Und in dieser Zeit hat dieses Ding jeden Tag Erinnerungen aufgebaut und angesammelt. Und eine Erinnerung ist nun mal die, dass unser Körper genau gleich, wie er reagiert. Nämlich einmal habe ich Licht und einmal habe ich Schatten. Einmal bin ich aktiv und dann bin ich schlafend. Ich bin aber in einem unterschiedlichen Bewusstseinszustand. Das ist für mich irrsinnig faszinierend gewesen, weil ich mir natürlich dann zwangsläufig die Frage auf, ich habe mir dann mehrere Fragen gestellt. Zum Beispiel, ob die Masse unseres Leibes, ja, jetzt diesen Prozess, diesen Intervall nicht nur beerbt bekommen hat, sondern vor allem, was ja alles passiert, wenn Licht auf Masse prallt, wenn man es entsteht, erleben. Und da habe ich, aber da will ich eigentlich nicht verraten, wie ich das gelöst habe, wie das passiert, weil es ist ja irgendwie faszinierend. Du musst ja auch das Auge in dem Zusammenhang hernehmen, das entspricht ja aus dem geistigen Auge. Ja? Weil die Photonen, die in das Auge fallen und unser Einfallswinkel ist ja nicht besonders groß, den wir in der Pupille haben. Also wir sehen ja nicht wirklich viel. Also beispielsweise das, was halt eine Eule sehen kann oder ein Adler oder was ein Oktopus sehen kann, der beispielsweise die Untergrundfarbe oder das Muster von einem jeden Körper, mit dem man in Berührung kommt, nachahmen kann. Na, woher kann der das? Also jedes Wesen sieht auf eine andere Weise. Ja? Und unser Auge, nur trotzdem, weil es in dem letzten Stand Revolution ist, das ist der springende Punkt. Unser Auge hat am anderen Entwicklungsstand, das ist die Augen der Dinosaurier gehabt haben. Und unser Ohr hat auch einen anderen Entwicklungsstand, das ist die Ohren der Dinosaurier gehabt haben. Und jetzt bin ich auf den Punkt gekommen, dass ab dem Zeitpunkt, wo dieses Photon und dieses Auge ist eben letztlich nichts anderes als der Empfänger, weil wenn ich ständig zuhabe, sehe ich nichts. Und am Anfang haben die Lebewesen nichts sehen, so ein Blind. Deswegen war das Gehör auch der erste Sinn, der entstanden ist. Der Schall. Ne? Weil Schall verursacht Wellen oder Beben oder Vibrationen. Und so hat man mehr, so kommunizieren ja auf die Planeten. Und die haben ein sogenanntes Gravitationsplasma. Ja, da entsteht ja auch Schall. Wenn du beim Planet vorbeifliegst und brummt. Aber nachdem dann das Auge entstanden ist und das Auge die Funktion gehabt, die Information, die im Photon drinnen gesteckt hat, ja, mit einem bestimmten Enzym im Auge auch und dadurch im Hirn ein Bild aufzumachen, ja, das eigentlich schon immer da war.
Und deswegen sehen wir im Schlaf oder im Traum Bilder, die wir nicht wirklich zuordnen können. Sie sagen nämlich, wir machen ja Zeitreisen im Schlaf. Weil wir träumen ja oft von Erlebnissen, die in der Vergangenheit waren oder die in der Zukunft sind. Das heißt, wir sehen Bilder, die irgendwo hergekommen sein müssen, weil unsere Augen haben sie nicht fotografiert. Wir haben sie nie gesehen. Dasselbe Erlebnis haben wir beim Déjà-vu-Erlebnis. Das heißt, es ist zu dem zwingenden Schluss gekommen, dass in unserem Hirn, oder besser gesagt durch ein, ich habe es als Kryptozym bezeichnet, ja, dass in unserem Hirn durch die Tatsache, dass ein Proton durchs Auge oder durch die Pupille in den Kopf hineinkommt und dort aufgearbeitet wird, ja, Bilder vorhanden sind, die es irgendwann einmal gegeben haben muss. Das heißt, es ist nicht ein Bild, das wir uns jetzt ausgedacht haben oder unser Hirn während dem Schlafen, sondern das ist ein Bild, das es wo gibt. Jetzt kann ich natürlich sagen, in einer anderen Dimension oder in einer anderen Welt. Das würde jetzt zu weit führen, was das Thema der Paralleluniversen betrifft. Und witzigerweise, das habe ich auch, das, ich habe das, glaube ich, auch gehört. Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass, und da spielt das auch nämlich deswegen eine wichtige Rolle, weil ich habe mit einer Augenärztin darüber diskutiert, die ich sehr gut kenne, und habe dann auch selbst mein Auge anschauen lassen, und das war faszinierend. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Auge die Wirkung oder die Funktion von einem schwarzen Loch hat. So absurd das jetzt klingen mag. Aber ein schwarzes Loch, ganz simpel erklärt, hat so eine große Anziehungskraft, dass nicht einmal Licht herausbringen kann. Das heißt, alle Lichtteilchen werden auch von der Gravitation angezogen. Deswegen kommt kein Licht raus. Das ist die Gravitation so stark. Ja? Es ist aber nicht so, dass wir im Auge eine Gravitation haben. Aber wir haben durch die Wirkung, dass unsere Pupille immer schwarz ist, sondern darauf kommen, dass eigentlich das Licht, das da eindringt, nicht reflektiert wird. Weil es wird ja sonst von jedem Gegenstand reflektiert, von unserer Haut, vom Ohr, von allem. Nur dieser kleine schwarze Punkt in unserem Auge, der reflektiert nichts. Und ab dem Zeitpunkt, wo Licht nicht mehr reflektiert wird, verschwindet es. Und dieses Verschwinden von diesen Photonen führt letztlich dann dazu, dass ein Bild im Gehirn abgespeichert wird, das jetzt aber nicht nur in meinem individuellen Gehirn vorhanden ist, sondern in vielen anderen auch. Daher ist dieses fünfte Element mit dem, ich will es nicht aus das dritte Auge oder aus das geistige Auge, und dann kommen die Leute auf irgendwelche anderen Vermutungen oder Assoziationen zurückführen. Aber ich bin dabei, diesen Prozess zu erklären, weil ich drauf gekommen bin, dass ja, oh, wenn das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden Jahre dauert, okay, dass es immer wieder neue Versuche, neue Wiederholungen, neue Rezepte von anderen chemischen Verbindungen, von Aminosäuren, Kohlenstoff und so weiter, weil wir bestehen ja nur aus 70% Wasser und der Rest ist halt Materie. Ne? Aber das, was uns letztlich ausmacht, dieser Geist, der unser Ich ausmacht, unsere Identität, die wir sind, das ist für mich das Faszinierende gewesen, weil ich darauf gekommen bin, dass in jedem Photon das Weltgedächtnis abgespeichert ist, aber dass jeder von uns in seinem Gehirn ein ganz eigenes, individuelles, das ist wie so ein über einen Algorithmus entwickeltes Chiffre, ja, der ein Enzym hat, das hat nur jeder eigene für sich, ja, wo er eine Andockstelle hat, die auf dem Photon sein Leben für ihn sichtbar macht. Sein eigenes. Seine eigene Spur finden kann. Das war für mich eine irrsinnig großartige Erkenntnis, als ich auf das Dach gekommen bin. Es gibt keine andere Erklärung, wenn der Planet ein Geisterplanet wäre und ständig geschlafen hätte und nichts in Bewegung wäre, weil es hätte ja keine Lust aufzustehen. Eine Pflanze hätte keine Lust aufzustehen und eine Photosynthese zu betreiben und ein Mensch hätte keine Lust und eine Biene hätte keine Lust zu fliegen, da hätte alles schlafen. Da wäre einfach kalt und es wäre bewegungslos. Und sobald das Licht aber auf diese Masse stoßt, ja, plötzlich eine Bewegung entsteht. Augen entstehen, Ohren entstehen, Flügel entstehen, Beine entstehen und und. War für mich eine irrsinnig faszinierende Erkenntnis, die eben damit verbunden war, dass das auf das fünfte Element zurückzuführen ist. Und
ich habe versucht, den Einstein mit seinen mehreren Punkten zu überdenken. Ich glaube, das gelingt mir, weil er die Behauptung aufgestellt hat, dass man nicht altert, wenn man so schnell reist wie das Licht. Licht hat ja 300.000 Kilometer in der Sekunde zurückgelegt. Und ich bin im Zuge dieser Arbeiten auf die Funktion des Photons draufgekommen. Und das war wirklich faszinierend, als ich dann gesucht habe, in der Wissenschaft nach Abbildungen, wie ein Photon aussieht. Wie man das, weil man weiß ja bis heute nicht, ist es ein Teilchen oder ist es eine Welle. Das ist ja faszinierend. Die Physik kann nicht sagen, ob ein Photon ein Teilchen oder eine Welle ist. Man ist ja auch der Meinung, dass es keine Masse darstellt. Ich bin der Meinung, dass es eine Masse sehr wohl darstellt. Muss es ja darstellen. Weil sonst würde es ja nicht von einer hohen Gravitation angezogen werden können. Aber für mich war es faszinierend, dass dieses fünfte Element, das wir alle in uns tragen, dass wir einen Zustand finden können aus diesem Photon, wo wir unsere Bestimmung erkennen. Und wenn ihr das erkennt, dann hast du ab der nächsten Sekunde, das ist wie ein Stromstoß, das ist wie wenn du morgen erfährst, du hast Lungenkrebs, dann schaltet dein Hirn sofort um und so, du greifst ganz gezielt Zigaretten an. Also bei den meisten. Aus welchen Gründen auch immer. Ob das jetzt Angst, Einsicht oder Traurigkeit oder was auch immer, ist wurscht. Ja? Aber es passiert. Also wenn du das erlebst, dass du plötzlich in deiner Spur landest, weil du dieses Photon so aufspaltest, dass du deine Zeit voraus und hinterher rückverfolgen kannst, dann ist das ein Erlebnis, das kann ich in Worte eben schwer fassen. Ich habe es jetzt in einem Kapitel versucht zu demonstrieren, wo ich den Spinoza, der Spinoza ist ein Philosoph, der auch von der Kirche verfolgt worden ist für seine Hypothesen, aber wenn ihr das lest, was Denker oder Philosophen schon vor 300-400 Jahren gesagt haben, Wort für Wort, mehr oder weniger das, was ich jetzt in anderen Worten umschrieben habe, ja, nur mit den damaligen Kenntnissen. Ja. Aber mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, dass egal ob ich an Kant, an Spinoza, an Goethe oder wen auch immer aufschaut, ich lese ihn, ich verstehe sofort, was er gesagt hat, also ob ich selber das verfasst. Naja, das wollte ich ein Beispiel von einem Nutzer zu darf ich eine Frage noch stellen? Das wollte ich doch. Darf ich eine Frage noch stellen? Habe ich eine Frage? Ja. Ja, bevor ihr die Relativitätstheorie neu aufstellst. Mich würde interessieren, warum du bei den Rothschilds aufhörst und im Endeffekt der Ross und Reiter nicht beim Namen nennst und irgendwie nur die Hälfte der Geschichte erzählst. Weil du müsstest es eigentlich. Also, das wird ja ewig dauern, dann müsst ihr ja bis zu den Fokus zurück. Nee, du musst nicht zurück, du musst im Jetzt bleiben, so was jetzt abläuft. Weil du müsstest es eigentlich besser wissen. Lass mich mal kurz ausreden. Was jetzt abläuft, habe ich vorhin beschrieben. Ja. Wir werden zerschlagen, gegenseitig aufgehetzt und unsere Währungen, unsere Regierungen, unsere Polizei und unsere Verwaltungen und Behörden werden zusammengeführt. Ja, aber du erzählst, wer ist daran schuld? Weil wer ist bei dir der Kopf der Pyramide ist, bei dem die Familie Rothschild? Und obwohl du es besser wissen müsstest und ich weiß, dass du es besser wissen müsstest, du bist weiter Ritterorden, so wie du es nach eigener Aussage gesagt hast, und dann müsstest du wissen, dass die Familie Rothschild nicht das Ende der Pyramide ist, so, sondern dass es weitergeht bis zu denjenigen, die Vorsitzenden deines Malta Ritterordens sind, und da ist man nicht einfach so Mitglied, wenn du da überhaupt Mitglied bist, sondern dann sind es im Endeffekt die Jesuiten und mit dem schwarzen Papst. Und das würde mich halt interessieren, warum du diese Wahrheit nicht auspackst. Also ich muss gestehen, diese Geschichte mit dieser okkulten Seite... Nee, nicht okkult hier. Ich rede hier nicht von okkult, ich rede hier von ganz normaler Religion. Die Jesuiten sind ein Orden und das hat nichts mit Okkultismus zu tun erstmal. Ja, das hängt davon ab, ob wir beide jetzt unsere Begriffsdefinition okkultistisch haben. Ich rede von deiner Jesuiten. Der Jesuitenorden, es gibt einen Dominikanerorden, es gibt einen Jesuitenorden, es gibt einen was weiß ich für Orden. Ich rede hier von den Jesuiten und du weißt auch, wen ich meine. So. Weil dein Großonkel war nämlich auch. Bitte. Dein Großonkel war Jesuit. Siehst du? Genau. Und deswegen nennst du sie, glaube ich, auch nicht beim Namen so, weil. Du nennst beim Namen.
Du, bei dir hört es bei Familie Rothschild auf, aber es hört bei Familie Rothschild noch lange nicht auf. So. Also auf der weltlichen Erklärungsebene kommen halt der Papst und kommen halt noch die Jesuiten. Mensch, aber du redest halt von den Jesuiten in deinen Vorträgen halt gar nicht so. Bist du noch da? Ja, ja. Ja, ist da. Also wenn ich jetzt allein die Rolle des Vatikans hernehme, die er in der Bibel hat, von dem ganzen Weltgeldsystem, ja, dann könnte ich jetzt hergehen und sagen, wer hat damit begonnen? Naja, das ist ja die Frage, wer ist denn die Spitze der Pyramide? So, ne? Wer ist das Auge? Nein, es geht nicht darum, wer die Spitze heute ist, sondern es geht darum, dass ich einmal die Geschichte zuerst verstehen muss, weil dann ist die Spitze halt. Aber die versteht man nicht, wenn du die nur halb erzählst, so, weißt du? Ich kann dir eines sagen, du kannst alle einladen, du kannst mit mir alle auf den Tisch setzen, es wird niemand unter ihnen sein, der in irgendeiner Form das Wort reicht. Weil ich werde Ihnen genau erklären, wie die Geschichte funktioniert. Du hast aber nicht vorhin. Das wissen die meisten aber selber nicht, weil sie ja letztlich uneingeweiht sind. Ja, aber ich weiß es aber, dass du hier nur die halbe Geschichte erzählt hast. Und das kann ich auch alles beweisen. Aber das weißt du genauso gut wie ich so, weil du bist Malta-Ritter. Und wenn du Malta-Ritter bist, so, dann hat da der Papst die Judikative, das heißt, der Heilige Stuhl hat die Rechtsprechung. Und im Endeffekt untersteht dieser Orden den Jesuiten. Und das ist, die hast du mit keinem Wort erwähnt. So. Und wenn ich weiß nicht, dann hast du offenbar die letzten 1,5 Stunden nicht zugehört, weil dann hast du nicht verstanden, was ich erzählt. Ich war ja auch nicht immer drin, so, aber ich bin ja rausgegangen. Okay. Die Spitze deiner Pyramide war halt bei den Rothschilds. Aber im Endeffekt. Im Endeffekt kommt die Kirche halt ziemlich gut weg bei deinen Beschreibungen so, ja, auf jeden Fall nicht das und dann du erklärst auch bis zum Ägyptern. Genau, das hat er doch eben gesagt. Ich habe durcheinander wieder. Ich verstehe kein Wort. Pardon? Sandra, was sagst du? Ich habe eben nur gerade Frank Platz gefragt, wo er war, als habe ich das mit der Kirche hier groß und breit und alle haben es hier verstanden. War ich wahrscheinlich nicht da. Du warst nicht da. Aber ich habe Interviews angehört, er hat doch auch geleugnet bei Kulturstudio, hat das doch auch nicht gesagt. Marcel, du hast auch gerade was sagen wollen? Ja, also mir scheint es auch so, dass die Kirche ja auch sehr, sehr gut daran Schuld trägt. Ne? Sie sind die Hauptschuld. Und, ziemlich also, ganz, ganz oben. Die Kirche trägt die Hauptschuld daran. Sie ist ja, aber du hast es doch auch geleugnet, beim Kulturstudio hast du es doch auch geleugnet, hast du gesagt, über Jesuiten weißt du gar nichts. Aber du weißt es sehr wohl, wenn du Malta-Ritter bist. Und dann, das Malta-Ritter-Orden ist ja nicht irgendein. Lass mich bitte ausreden. Der Malta-Ritter-Orden ist ja nicht irgendein Orden, sondern das ist der Orden. So. Und wenn du Malta-Ritter bist, ne, dann bist du nicht der, für den du dich ausgibst. Aber du hast gerade gehört, was Javier gesagt hat. Gerade eben hat er etwas ganz Entscheidendes gesagt. Dann sag's jetzt. Würdest du es bitte wiederholen, Javier? Ja, also, ich wiederhole es so, dass ich euch sage, dass ich ein Schreiben aufsetzen werde, wo ich den Papst nicht zum Rücktritt auffordere, sondern ich werde zum Popstamt kandidieren. Aber ich habe gerade richtig verstanden und ich glaube einige andere auch, dass du wortwörtlich gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, die Kirche hat die Hauptschuld daran, ist ja verständlich. Ja, aber das hast du so nicht erklärt vorhin. Ja, vorhin, als ich drin war, zugehört habe, da hat aber den Rundschitz aufgehört. Und das ist halt die, aber ihr habt keine Ahnung, was dann mein dritter Orden ist. Ich habe erklärt, dass die Religion seit über 4000 Jahren, und die Kirche ist ja auch nur eine abgespaltete Religion, ich muss ja das so sehen, der Islam, das Christentum, das Judentum sind ja drei erfundene Religionen. Das, was uns die Päpste oder die Kirche ja, über die Gottesdienste und über die Sakramente versuchen zu vermitteln, hat ja selbst überhaupt nichts mit dem zu tun, was der Papst selbst macht, woran er selbst glaubt. Das ist klar, das ist natürlich... Natürlich haben wir das benutzt. Das hat nichts damit zu tun, weil du vorhin die schwarze Magie erwähnt hast. Ich habe den schwarzen Papst erwähnt. Und das weißt du sehr gut, wer das ist. Für mich war dieses Thema deswegen interessant, weil ich habe diese ganzen Kindermissbrauchsringe, die in allen Ländern eingerichtet worden sind. Die sind ja eingerichtet worden. Historisch. Zurückführbar nach meinem heutigen Gefühl
Gefühl auf die Jesuiten. Aber die Jesuiten sind wiederum historisch rückführbar auf den Landulf von Capuja. Und der geht ins 9. Jahrhundert zurück. Und dessen Praktiken und Rituale sind wiederum rückführbar. Das heißt, wir kommen letztlich bis immer, wir kommen egal wie wir zurückverfolgen. Und ich muss ja, wenn ich den Urknall Ding festmachen will, wo alles zugleich begonnen hat, dann muss ich so weit zurückgehen, bis ich ein Ende habe. Und da lande ich bei einer Religion, die von den Ägyptern ausgeht. Ja, ist und auch falsch, weil es geht nämlich bis Babylon zurück. So. Ja, Babylon war nachher. Der Babylon war dann Babylon war weit später, weil nein. Babylon war dann 500 vor Christus. Nein. Die Ägypter waren 3000 vor. Nein. Ja, nee, Babylon war weit vorher. Und das heißt ja auch die Babylon Mystery Verschwörung so. Und es geht bis zurück, bis zu den Sumerern. Und die Sumerer waren auf jeden Fall vor den Ägyptern. Also die Vertreibung der Juden, was ich weiß, aus Israel, die war nicht vor den Ägyptern. Was? Die Vertreibung, ich rede nicht von der Vertreibung von den Juden, ich rede von Babylon, von der Hure Babylon. Ja, aber wenn wir schon von einem Babylon sprechen, dann sollten wir von einem Babylon sprechen, das in einem Zustand war, wo sein Einflussbereich auch wirklich auf die damalige Welt groß war. Rom war auch nicht immer Rom. Ja? Gottheiten werden bis heute verehrt. Babylon hat für unsere Geschichte spielt deswegen eine entscheidende Rolle, weil ja die Juden dieses Trauma des Heimatverlustes, ne, als man den Tempel von Salomon zerstört hat und die Juden dann deportiert hat und alle dahin gemetzelt hat, die waren ja dann Sklaven über Generationen. Und das Einzige, was ihnen geblieben ist, ist mehr oder weniger die Bibel. Das ist ihre Lehre gewesen. An der haben sie sich festgehalten. Aber Tatsache ist für mich, dass sie sich ja, sie haben ja nicht nur im Mittelalter, weil sie ja ausgestoßen worden sind, sie haben ja keine Handwerke lernen dürfen, sie haben keine Arbeiten und keine Landwirtschaft dürfen. Das heißt, sie waren gezwungen, in Ghettos zu leben, ja, weil sie an den Rand getreten sind, und haben aber deswegen angefangen mit diesem blöden Geldwechselspiel. Weil ich muss ja verstehen, warum gerade heute dieses Geldwesen unter der Kontrolle von relativ wenigen Leuten ist, die aber leider Gottes alle der Volks- oder Glaubensgruppe zuwurden. Ja genau, und da kommen wir nämlich zu dem babylonischen Talmud so, und da steht halt auch drin, so, dass man nicht arbeiten soll. Das betrifft nicht alle Juden so, das ist eine Abspaltung, aber für mich war das, ich bin über das Studium der Bibel eben dort gekommen, dass das ja eigentlich, dass die Juden und der Islam und das Christentum ja nicht nur einen gemeinsamen Gottvater haben, sondern eine gemeinsame Lehre haben, weil der Mohammed lehrt ja auch nichts anderes als das, was im Alten Testament steht. Und er erwähnt den Jesus Christus 90 oder 100 Mal. Also okay, er stellt ihn halt als Propheten hin und nicht als Sohn Gottes. Aber Tatsache ist, dass die alle drei zusammenhängen, aber dass die Entstehung dieser drei Religionen ja wiederum auf welche rückführbar ist. Und das waren die Ägypter. Aber als Jude ist ja nicht gleich Jude, so. Also, Jude ist ja nicht gleich Jude. Also, ne, die Zionisten? Ich rede nicht von Zionisten. So. Ich rede davon, dass zum Beispiel Jesus im Neuen Testament gesagt hat, so, ihr seid nicht die Kinder Abrahams, so, sondern euer Vater ist der Teufel. So. Ne? Also er hat einerseits von den Kindern Abrahams geredet, aber andererseits gab es auch die Kinder, die den Teufel als Vater hatten, und damit meinte er sowas wie den Moloch-Kult und sowas. Ja. Ja. Und der Jesus hat ja eine Lücke. Es gibt ja in der Geschichte oder in der Forschung eine Lücke zwischen seinem 12. und 30. Lebensjahr. Und da bin ich jetzt über meine Untersuchungen darauf gespolpert, dass er bei den Essenern bestimmte Rituale durchgeführt hat, aber er war ja auch ein Meister, er war ja ein Seher, er war ja kein Sohn Gottes in dem Sinne jetzt. Man kann es schon so sagen, weil ich ja mittlerweile glaube, begriffen zu haben, was Gott tatsächlich ist. Und deswegen war er ja kein Sohn Gottes in dem Sinne, der ist ein Himmelfahrt. Aber ein reiner Sohn Gottes, wenn du nach der Bibel gehst, dann findest du selber was. Aber wenn du nach der Bibel gehst, so, dann war der reine Sohn Gottes. Nichts anderes hat er behauptet und nichts anderes steht da drin. Da hat es bitte zwei Konzile vorher geben müssen, dass das offiziell auch so bestätigt wurde. Das Konzile von der katholischen Kirche, ich rede von der Schrift in der Bibel, so. Ich rede nicht, was er irgendwie... Ja, aber so das Alte Testament hat Jesus noch nicht gelebt. Hä? Was? Das Alte Testament betrifft eine Zeit, in der Jesus ja noch nicht gelebt hat. Nee, Jesus ist ja auch im Neuen Testament.
Ja gut, aber das wurde ja erst ab diesem Konzil so richtig geschrieben. Du wirst in die Briefe des Paulus an die Korinther oder an wen auch immer oder des Lukas oder Matthäus oder Evangelium, das haben die ja damals noch nicht gehabt, sonst hätten sie es ja heute. Natürlich haben sie es ja. Das ja, ja sie haben gar nicht. Ja, noch die Apokryphen so. Die haben sie doch erfunden. So, das haben sie doch nicht auf irgendwelche Konzilen erfunden. Es spielt ja keine Rolle. Ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist der Vatikan die größte Terrororganisation der Geschichte. Ja, das ist wohl wahr. Ja, also, wenn ich mir nur vor Augen führe, egal wo der hingefahren ist, es waren immer Dutzende Millionen über die Jahrhunderte, die am Toten einfach an Ergebnis da waren. Also, wenn ich das Werk des Vatikans mit dem Werk von Hitler vergleiche, dann ist der Hitler ein frommer Gebetsbruder. Nur ist das Problem, dass der Herr selber aus dem Verein gekommen ist. Naja, dafür gibt es keine Beweise. Also ich muss ehrlich gestehen, die Fakten und Dokumente, die ich jetzt zusammengetragen habe mit den Verbindungen, das ist schon faszinierend. Ich war erstaunt, ich bin vor 3 Tagen mit einem 82-jährigen Staatspreisträger zusammengesessen und habe ihn das gefragt, ob er das gewusst hat, die Verbindung zwischen dem Vatikan. Und der sagt mir dann, ja, er war sogar der Kardinal Hulgo, hat damals 117 Nazi-Kriegsverbrecher, die es gesucht haben, versteckt. Also das ist ja gar kein Geheimnis mehr und da gibt es genügend Dokumente. Ja. Weißt du, die Geschichte so zu verstehen, wie sie tatsächlich gelaufen ist. Ja. Heinrich Himmler war Malteser-Ritter und Hitler sein Ehrenkreuz, was er ausgegeben hat, hatte auch das Malteser-Zeichen drauf. Also das musst du am besten wissen. So. Und was hat das jetzt mit der Bibel zu tun? Mit der was? Was das jetzt mit der Bibel zu tun hat? Also das Malteser-Kreuz sagst du. Und die Verbindung, die jetzt im Gespräch gewesen sind. Ja, genau, die Verbindung zum Papst und zu Adolf Hitler und so, die haben alle einen Fußballclub an. Ja, das ist schon wichtig, weil du musst ja verstehen, wie kommt ein Papst, und in dem Fall war es der Pius XII, der Eugenio Pacelli, der hat ja im Zweiten Weltkrieg vorbereitet, das Papstamt gehabt. Ja, da hat man ja Jahre, da hat man ja jahrzehntelang gerätselt darüber, warum der zum Holocaust gespielt hat. Der hat ja jahrelang nichts gesagt dazu. Der ist ja dann irgendwann im letzten Kriegsjahr mit irgendeiner Enzyklika dann rausgekommen, die er so halbherzig formuliert hat. Und die Enzyklika, die sein Vorgänger geschrieben hat, in 1939 oder 1940, ja, die hat man nie veröffentlicht. Und der hat sich aber dort sehr wohl, sehr deutlich zum Holocaust ausgesprochen und ist aber dann auf sehr komische Art und Weise auch verstorben. Und sein Nachfolger hat das nie gemacht. Also das ist schon auch eine sehr eigenartige Entwicklung während dieser Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo ich mich schon selber gefragt habe, ja, was haben die zwei miteinander zu tun? Weil als Österreicher oder als Deutscher kriegt man ständig vorgehalten, dass man ein Anti ist. Ja, ständig wird man an den Antisemitismus erinnert, ständig wird man an den Holocaust erinnert und da frage ich mich natürlich, ist das ein psychologisches Instrument? Ja, nee, die Jesuitenorden, also der Papst ist natürlich, weiß Bescheid, und der Jesuitenorden hat darauf hingearbeitet, dass die Juden halt aus Europa ins Land Israel ziehen, also der hat mit der Kabbale sozusagen eine Suppe gekocht. So, und deswegen hat er auch nichts gesagt, zumal saß er in Rom und in Italien und da war halt auch Mussolini an der Macht. Ob das die Jesuiten waren, die... Das waren die Jesuiten, das weißt du genauso gut wie ich, ey. Also gut, ich weiß... Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, zu wissen, was du weißt. Es geht darum, dass ich weiß, dass du Malteser-Ritter bist. Und wenn du Malteser-Ritter bist, dann weißt du das auch. Also ich kann, wenn ich mal kurz zu den Maltesern was sagen darf. Ich bin evangelisch getauft und ich habe bei den Maltesern Lehrgänge gemacht. Ich rede hier nicht von Malteser-Hilfsdienst, ich rede hier von Malteser-Ritterorden. Aber der Malteser-Hilfsdienst ist
nichtsdestotrotz die soziale Einrichtung des Malteserordens. Das ist doch was völlig Verschiedenes. Das eine ist Äpfel und das andere sind Birnen. Ich rede hier von dem mächtigsten Orden, dem mächtigsten Loge der Welt. Da ist die Queen drin, da ist Prinz Andrew, da ist W. Bush Senior Junior. Da gehst du nicht einfach so rein. Also da trittst du auch nicht ein wie beim Neckermann-Katalog oder so. Das ist angelobt. Ja, aber das ist der Orden. Das ist der oberste Orden. Der ist 950 Jahre alt, hat eine Anfangsgeschichte mit den Tempelrittern. Es wird vermutet, dass die gnostischen Tempelritter sich in den Malteserorden aufgelöst haben. So, also halt, darf ich mal da rein? Es wird vermutet. Ja. Ja, aber ja, ich könnte ihn dir auch verteidigen, ey. Ich will auch gar recht behalten. Ich will nur, dass du weißt. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Ihr müsst mir Zeit geben. Ich habe schon das letzte Mal damals diesem Herrn da von dem Radio gesagt, dass ich mich mit diesen Ordensthemen. Du bist Malteserritter, ne? Du bist Malteserritter. Ich habe mir eure Verfassung durchgelesen. Und das ist nicht viel. Und wenn du Malteserritter wirst, dann musst du auf diese Verfassung schwören. Und dann weißt du auch, was da drin steht. So, und da kannst du mir nicht erzählen, dass du davon nichts weißt. So, weil, und das ist dann irgendwie gelogen, ey. Und das finde ich nicht korrekt. Okay. Sie meinen, das ist eine Frage? Ja, für mich reicht es jetzt auch so. Ich finde nur nicht korrekt, dass du hier die halbe Geschichte erzählst und sagst, du weißt von Jesuiten nichts und sowas, weil du musst es wissen, weil du kannst dir die Verfassung im Internet runterladen. Ich habe sie nur durchgelesen, ich habe sie gemacht. Und wenn du in diesem Orden drin bist, dann musstest du auf diese Verfassung schwören. Ja, aber noch einmal, was heißt das mal gerade? Du willst nicht. Er möchte gerade gehen, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht. Schnauze voll, ey. Er sagt, er hat die Schnauze voll. Ja, nee, das wollte ich aber auch nur loswerden, so, weißt du, weil ich das nicht korrekt finde, weil du es nicht. Alter, Schatzelein! Schatzelein, ich meine, ich bin nur Schatzelein! Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich werde ja für nichts, wo ich um deine Stimme werfe. Mich interessiert ja nicht, wie deine Meinung ist. Ja, nee, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist nicht das, für das du dich ausgibst und du lügst und betrügst. Oder du bist ein Desinformant, so. Und beides finde ich irgendwie uncool. Ich finde das furchtbar, ja, was ich alles verschweige. Ich weiß nicht, dass was ich mich ausgebe. Du bist Malteser-Ritter, Alter, der Jesuitenorden ist das oberste von den Maltesern. Und der Papst ist Judikative davon. Dann werde ich das in Zukunft auf jeder Geschichte hatte. Dann muss bei meinem Lebenslauf in Zukunft beistehen, bei welcher Schule ich war und bei welchem Orden. Okay? Ja, du bist Malteser-Ritter, das ist nicht irgendwie hier die Freimaurer Loge aus Braunschweig oder so. Ich erwarte, dass ich in Zukunft jeden darüber informieren werde. Ich glaube, vielleicht werde ich mir das Kreuz aufs Hirn tätowieren lassen. Nee, aber du bist es doch so. Also das ist so bewiesen, das ist doch selber zugegeben. Und wenn du Malteser-Ritter bist, dann weißt du, was die Jesuiten sind und dann weißt du, wer der Papst ist und dass sie bei euch im Malteser-Orden sind. Und es geht halt nicht anders so. Und du sagst, du weißt davon nichts und dann ist das wieder eine Lüge. Also ich habe jetzt ganz kurz eine Frage. Ach Gott, weißt du, ich tue mir jetzt schwer, weil das ist ja keine Aussage, die dieser Herr da sieht. Natürlich ist das eine Aussage, das ist eine ganz klare Aussage. Es gibt eine Verfassung, da steht drin, wer die Exekutive ist, die Judikative in eurem Orden, ihr seid ein eigenes Völkerrechtssubjekt von der UN. Was bist du von mir? Was willst du von mir? Ich kandidiere für mich. Ja, ich will von dir, dass du ehrlich bist und dass du sagst, dass in deinen Vorträgen, dass du nicht mehr den Rothschilds aufhörst, dass du klar redest, ey, dass die Jesuiten hier die hochgradigen Verschwörungen sind und du erzählst halt dann irgendwie nur die halbe Geschichte. Und für mich gibt es halt zwei Sachen. Du hast ja auch geleugnet, dass du überhaupt von den Jesuiten eine Ahnung hast und das muss ja auch ein Grund haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich sage, ich stelle den Anspruch auf das Bad an, ja, dann interessiert mich nicht der einzelne Orden, sondern dann interessieren mich alle Orden und dann werde ich mich um alle Orden kümmern. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit, mich interessiert nur, wen kann ich glauben und wen kann ich nicht glauben. Und wenn du sagst, du hast keine Ahnung von Jesuiten, dann weiß ich, dass es gelogen ist. So. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du desinformierst die Leute in irgendwas. So, 80% kann auch Wahrheit sein, was du sagst. Aber Jesuiten sind 20% gelogen. Und entweder desinformierst du Leute oder du bist halt irgendwie eine Rampensau, so, die sich irgendwie gerne ins Licht stellt, so, weißt du? Und eins von den beiden muss es dann sein, wenn du sagst, du hast keine Ahnung von Jesuiten. So. Und dass ich sage, das ist eine Lüge. Das ist nicht beweisen. Also, ich darf ich jetzt sprechen? Naja, bitte.
Ich tue mir natürlich irrsinnig schwer, aber ich muss scheinbar in diesen sauren Apfel beißen, mit jemandem ein Gespräch führen, der behauptet, etwas zu wissen, was ich weiß. Aber das ist natürlich schwierig. Du hast auf die Verfassung da geschworen. Ich habe dich gerade gefragt, ob ich fertig reden darf. Ja, bitte. Ist das jetzt gestattet? Ich tue mir natürlich schwer, auf jemanden einzugehen, weil ich nicht in deinen Kopf hineinschauen kann und nicht weiß, was dein Kopf an Fantasien produziert von dem, was ich wissen kann oder was ich weiß. Weil davon auszugehen, was ich alles weiß, mag zwar für mich sehr, sehr schmeichelnd sein, wenn du mir so viel Wissen zugestehst, aber was ich kann nicht mehr reden. Es steht in der Verfassung drin, dass sie auf die Verfassung schwört und das zum zweiten Mal suchen. Wenn du keine Gesprächskultur hast, du musst schwören, weil dann bringst du dich an. Nee, brauchst du dir das nicht vorwerfen, so, weil du eine Betrüger bist. So. Aber wenn du sagst, du weißt nicht, wer die Jesuiten sind, behaupte ich, das ist eine Lüge, weil ich es mir beweisen kann. Weil wenn du Malta Ritter bist, dann musst du auf die Verfassung schwören, was auch in der Verfassung drinsteht. Weil du wirst es ja nicht einfach so. Und dann weißt du aber auf jeden Fall, wer das ist. Und außerdem... Barroso ist Malta Ritter, also, weißt du, also alle, gegen die du hetzt, Rothschilds, waren alle Malta Ritter. Alle, gegen die du hetzt, sie waren in diesem Orden. So. Das also, du ich jetzt bei dir will ich dir die Hand auflegen, um dich irgendwie zu heilen, weil du machst mir ja, so genau, du brauchst nicht heilen, Alter. Du hast geheilt, das war ein Lügen. Ich habe eine Frage an beide. Ich habe in Chris Mansch, also ich habe jetzt die ganze Religionsgeschichte nicht in diesem Zusammenhang gesehen, die davor, der biblische Hintergrund. Chris Mansky schreibt ja in seinem Buch, dass 2000 bis 3000 Milliardäre bis Multimilliardäre die Welt beherrschen. Das ist unsere Elite, sagt er jetzt. Und die sind jetzt nicht Individuen, die sind vernetzt, Familienclans und so weiter. Und die 13 Blutlinien hast du auch nichts erzählt. So. Ich wollte jetzt wissen, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe und von den Malta-Rittern noch nie was gehört habe, durch welche Macht, wer jetzt unsere Elite wirklich ist, sind das einfach nur kapitalistische Multimilliardäre oder haben zwei, drei Familien wirklich die Oberhand über die anderen Milliardäre oder sind das jetzt irgendwelche Malta-Ritters oder was wisst ihr davon? Das ist die Frage. Das ist halt die Frage. Wer steht am Anfang also in der Spitze der Pyramide? Das sind doch völlig die Rothschilds. Die stehen auf dem wenn du mich das so fragst, ich meine Materie. Ja. Ich sag dir das, was ich fühle. Nee, du sollst das sagen, was wahr ist und das, was du weißt. So. Und wenn du halt behauptest, du weißt nichts von Jesuiten, dann weiß ich, dass das die halbe Wahrheit ist. Wenn nicht sogar total gelogen. Und das kann ich halt auch beweisen. Das ist ja kein. Ich weiß doch, wovon ich rede. So, und das weißt du genauso, weil wenn du Malta Ritter bist, dann musstest du da auf diese Verfassung schwören. Das steht auch in der Verfassung drin. Und dann weißt du, dass die Judikative der Papst der Heilige Stuhl ist und dass im Endeffekt der schwarze Papst da den Vorstand hat. So, HW Frank, Moment, ich muss auf den Fragesteller von vorhin eingehen und dann jetzt wieder auf unseren Störenfried. Der war scheinbar. Warum nennst du mich Störenfried, ey? Du weil er nicht weiter weiß. Frank, warte doch mal einen Moment, bis er die Frage von Alexander beantwortet hat. Also, wenn ihr mich so fragt, wer die Spitze ist von der ganzen Pyramide, wie ich sie im Moment spüre, dann bin ich das. Du hast Größenwahn, warum? Willst du als Papst kandidieren und machst sie... Weil du das fünfte Element entdeckt hast, oder was? Ja. Nein, ich merke das über andere Seite. Und du möchtest dann eine neue Verfassung schreiben, wo du der festen Überzeugung bist, dass die auch wirklich für jedes Individuum auf der Welt gut ist? Das wäre jetzt mal mein Einwand. Du meinst eine Verfassung? Also, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da denke ich lieber an den Schachschneider, weil der kann das, glaube ich, besser. Aber ich habe sicher die eine oder andere Idee, das glaube ich schon. Was ist das für eine inhaltslose Antwort gewesen? So? Weißt du, du bist Monte Cristo, also der Cristo, also du bist die Spitze der Pyramide, oder wie? Ja, ich habe mich gefragt, man hat mich gefragt,
wer nach meinem Dafürhalten die Spitze der Pyramide ist. Ja, aber jetzt in der wirklichen Verschwörung und nicht in deiner ich glaube, da ist die Materie welt. Das ist anderes. Da musst du jetzt auf die Ebene gehen der Menschen, die in der Vergangenheit und in der Zukunft lesen können. Und mit denen bin ich ja auf einer anderen Ebene verbunden. Weil du kannst ja kein Konzept so planen, dass über viele Jahrtausende so lupenrein und so exakt funktioniert, wenn du nicht gewisse Dinge voraussehen könntest. Du musst nicht voraussehen, du musst sagen, was jetzt Sache ist. Nein, du musst eine Imagination haben. Ja, du musst dir einen Planeten vorstellen, das Ganze, mit 93 Nationen, und die musst du zu einem Volk zusammenführen. Das ist ja der große Plan. Ja. Also ich sag mal so, es gibt, also wenn ich so nachts ein bisschen Fernsehen gucke, da gibt es so Damen, die bieten ihre Dienstleistung, die Zukunft vorherzusagen, für 1,99 € pro Minute an. da möchte ich jetzt mal wissen, was ist nun da nachhaltig und was ist Kommerz? Das ergibt sich für mich irgendwie so ein bisschen. Weil das ist eine Sache, die mit Vertrauen zu tun hat. Und die Frage ist auch, warum machen die diese ganze Verschwörung? Ey? Wenn es die Rothschilds wäre, die haben irgendwie ein Guthaben von 18 Billionen, Billiarden, die haben alle Macht, die haben alles Geld, die können alles machen. So. Warum machen die das? Warum wollen die Welt versklaven? Warum? Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Macht als die. Kannst du es beweisen? Ja. Also Macht bedeutet ja auch auswirken, also... Wenn du deinen rein mechanischen Weltbild jetzt so betrachtest, dass du mit Ursache-Wirkungsketten funktionierst, dann ist das so, weil dann wirst du erwarten, dass ich jetzt irgendetwas veranlasse, das sich so auswirkt, dass das du spürst. Du wirst es spüren. Aber wenn ich dann meine Sachen, die ich heuer fertig machen möchte, dann wirst du es auch hören und kannst es dir auch anschauen, wie ich dann mit diesen Leuten rede. Mit was? Wenn er dann mit diesen Leuten redet. Mit welchen Leuten jetzt? Mit den ganzen Orden, mit den Logen, mit den Bänden. Nur auf die Warte. Das ist völlig unrealistisch, was du hier erzählst. Das hat doch keinen Inhalt. Also ich will jetzt nicht eine Meinung darüber haben, ob das, was die mir vornehmen, unrealistisch ist oder nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich versagt werde. Siehst du in der Telefonzelle ein Superman-Kostüm an oder was? Ja, okay. Na komm, das jetzt. Was denn, Alter, ich kann auch sagen, ja, ich gehe da hin und drehe hier mit der Weltverschwörer. Das ist Labium, ey. Das hat doch keinen Inhalt. So. Das ist doch nicht Realität. So, ey. Und du bist nicht ein Papst und du warst doch kein Papst. Offen gestellt, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt heute Abend, um über Verschwörungen zu reden oder um über Orden zu streiten oder um über Gründungsstatuten. Das glaube ich, dass du nicht über Orden streiten möchtest, aber das ist ein gutes Thema bei dir. Aber ich habe einfach mal eine Frage. Ja, bitte. Wer von uns allen ist denn daran interessiert, tatsächlich etwas zu verändern? Ja, das sind ja wohl alle, ne? Ja. So. Und wo fangen wir an? Bei uns selbst. Bei uns. Ja. Und das fängt an, indem ich Achtsamkeit und Toleranz und Respekt einem anderen gegenüberbringe. Und ich kann meine Meinung haben und ich kann meine Einstellung und Überzeugung haben. Ich bringe keinem irgendwie keinen Respekt gegenüber oder sowas. Ich Frank, du hast nur eine ziemlich aggressiv. Ja, das ist meine Diskussionsart. Ja, das ist meine Diskussionsart und wenn du damit nicht umgehen kannst, so dann, aber es ist keine Respektlosigkeit, es ist keine Beleidigung. Ich muss doch nicht achtsam sein. Gegenüber war das eben achtsam? Ich hab's nicht. Ich will auch gar nicht achtsam sein, habe ich dir gesagt. Du möchtest, dass ich achtsam bin. Du zwingst mir gerade was auf. Und du aber willst Veränderung. Ich bin emotional und ich kann nur eins halt nicht ab und das ist, wenn man Leute anlügt oder Leute einem was vorspielt. So. Und ich weiß, dass das hundertprozentig bei dir gerade der Fall ist. So. Wenn du überhaupt ist, dass du keine Ahnung von Jesuiten hast, dann ist das gelogen. Und darum geht es mir nur. Mir geht es hier nur um die Wahrheit. Ich habe über die Jesuiten überhaupt noch nichts gesagt, weil ich mich noch einmal, ich habe mich mit diesem Thema der Orden noch nicht so auseinandergesetzt. Hast du aber, wenn du im Malteserorden bist, dann musst du das.
Darf ich jetzt mal eine Frage stellen an dich, Frank? Woher weißt du denn hundertprozentig? Komm, hör mal auf, mit hundertprozentig. Ja, woher weißt du, dass wir jetzt meine... Ich hab sie doch alles, die Pose, lese sie doch durch. Frank, jetzt mal bitte Ruhe. Ich möchte nur wissen, das ist jetzt eine brennende Frage, die ich habe. Warum greifst du mich so an, wenn ich ihn angreife? Frank, ich habe eigentlich nur eine Frage an dich und die Frage lautet... Stell sie doch! Freunde, was macht ihr das? Ich bin ja nicht dazu hergekommen, dass ich euch helfe, dass ich auch Fähigkeiten im Streitschlichten mitbringe. Das ist ja nicht notwendig, oder? So. Ich muss offen gestehen, ich weiß nicht, als was ich da in der Öffentlichkeit gehandelt werde, was ich überhaupt bin. Ich habe mich als gar nichts da irgendwie kandidiert. Ich bin weder Whistleblower, noch bin ich irgendein Aufdecker, noch bin ich ein Nicht-Rothschild und ein Rothschild. Ich bin gar nichts. Aber wenn du ich bin einfach jetzt hat man mich eingeladen, zu gewissen Dingen was zu sagen und das mache ich. Ja, aber wenn du die Leute aufklärst und nur die halbe Geschichte erzählst, dann brauchst du gar nichts erzählen, oder? So, und ich als Einlader, ich sag jetzt mein Machtwort. Weil ihr gegen mich zeigt, das ist vollkommen in Ordnung so. Weißt du, weil ihr verteidigt jetzt hier, denn ich glaube, das kann er sich ganz gut selber verteidigen, aber wenn ihr nur einmal objektiv darüber nachdenken würdet, was ich hier sage, wenn er wirklich Malteser Ritter ist, dann bindet er euch in irgendeiner Art gerade den Bären auf. So. Und ich will euch nicht verletzen, ich will euch das nicht beweisen. Mir geht es hier nur rein um die Wahrheit. Und ich kann es nicht abwenden, wenn Leute irgendwie nicht das sind, was sie vorgeben. Und das ist hier gerade der Fall. Selbst wenn, was ich nicht weiß, weil ich bin so dicht nicht dran, ich war nicht dabei, als irgendein Schwur erfolgt ist oder dann nicht. Dann lest dir das durch, was ich dir poste und sag nicht, da hast du ihm schon meine Augen. Nee, hab ich nicht. Ey, ich hab nicht gesagt. Ich sage schlichtweg nur, es war niemand von uns dabei und selbst wenn es so wäre, dass in irgendeiner Form ein Schwur oder was auch immer geschworen worden ist, dann hat jeder das Recht, seinen Hut zu nehmen, dem abzuspüren und wegzugehen aus jedem Verein. Das ist ja das, was ihr nicht versteht. Malteser Ritter ist nicht irgendein Scheiß. Das ist kein Braunschweiger Frauenmaurerloge. Ja, das mag ja alles sein. Die mächtigste Loge der Welt. Und dann bist du ganz nah an der Macht der Arme. Das ist so lustig. Ich bin auch so lustig. Es ist ja großartig. Ich finde das großartig. Ich hätte nur an Frank, jetzt kann ich dir, darf ich, Frank, darf ich dir jetzt diese Frage stellen, weil die würde mich wirklich brennend interessieren, woher du so mit so einer Sicherheit... Ja, weil ich sage, recherchiert dann. Du lässt mich immer noch nicht meine Fragen stellen. Also ich glaube, ja, dann stell sie jetzt, dann mach doch mal ein bisschen, wenn du gegen mich diskutierst, brauchst du ein bisschen Druck. So. Das ist böse gemeint. Das war eben eine ganz nette Aussage von dir und Punkt aus, da möchte ich mit dir gar nicht mehr diskutieren. Was? Nee, das hast du eben schon selber beantwortet. Das war doch nicht böse, ich meine, das hast du halt nicht so. Weißt du, wenn du mich diskutierst, brauchst du ein bisschen Druck so und da muss man nicht gleich angeschnappt sein. Da muss man ein bisschen Streit. Ich bin nicht eingeschnappt, nur für mich existiert bei dir keine Diskussionsgrundlage. Alter, da habt ihr nie das gelesen, was ich gepostet habe. So. Weil ich prüfe mich auf der Wahrheitsfrage. Ich poste Fakten. Ich hab's auch nie gelesen. Was hast du denn gepostet? Ja, guckst du euch an, ey. Das ist auf jeden Fall das, was ich gerade gesagt habe. Prüft mich auf Wahrheitsfrage, informiert euch über Malteser Ritter, informiert euch über die Geschichte der Malteser Ritter, informiert euch über das, was... Es gibt 100 Quellen, 100 verschiedene Quellen, die nicht alle aus derselben kommen oder so. Ihr könnt euch unabhängig informieren, es ist allseits bekannt. Und das... Ich würde nur eines an dieser ganzen Debatte interessieren, weil ich weiß das ja wirklich nicht, dass das eine Rolle spielt, aber habe ich jetzt Schuld? Ja, die Wahrheit. Schuld ist... Nein, habe ich Schuld? Habe ich für irgendetwas Schuld? Weiß ich nicht, ey. Vielleicht ja, vielleicht aber nicht. Ja, nein, nicht vielleicht. Ja, weil wegen einem vielleicht wirst du nicht mit mir ein Streitgespräch machen. Ja, dein Großonkel war ein ganz, ganz hohes Tier im Vatikan. So, ne? Hat unter drei Päpsten gearbeitet. Ich frage mich, ob du einen Grund hast, dass du damit in die Montagsmahnwachen gegangen bist und den falschen Auftraggeber hast vielleicht. Überhaupt keine Auftraggeber. Die ganze Zeit rein. So wie du die Jesuiten nicht kennst. Noch einmal, ich habe keinen Auftraggeber. Die Mutterseminar. Ja, das glaube ich dir. Ich schaue jetzt ab. Zunächst ist nicht böse gemeint, mir geht es nur um die Wahrheit. Erzähl, was du willst, aber ich weiß, dass du Halbwahrheiten erzählst.
Jetzt ist aber Jan-Henrik gerade um die Ecke, weil der hatte auch noch eine Frage. Ich hätte auch mal eine Frage. Ja, Peter übernimmt in der Zwischenzeit eine Frage. Ja, und zwar hast du uns ja ganz gut erklärt, wie über, also von Adam und Eva oder Abraham angefangen, praktisch das System entstanden ist und wie wir im Prinzip alle schon prima versklavt sind und alles eigentlich gut geregelt ist. Und jetzt erlebt man ja so eine Zeit, wo irgendwie von Bevölkerungsreduktion gemunkelt wird und man sieht halt Chemtrails am Himmel, man sieht vergiftete Nahrung, man sieht die Meere sterben und so weiter. Und es hat sich ja irgendwie dann so das Ziel geändert. Also wenn man jetzt arbeitsfähige Sklaven braucht, dann erhält man die ja gesund. Ne? Und da wollte ich mal fragen, was du meinst, was dahinter steht. Also für mich ist das keine Bevölkerungsreduktion, sondern das ist eine Vernichtung eines Lebens, also nachhaltig, also unsere Lebensgrundlage. Das ist ein interessantes Thema. Ich bin damit draufgekommen. Ich habe im Roman Pentateuch vor vielen Jahren die Variante geschrieben, dass das Pentagon in einem bestimmten Plan vorhat, 3 bis 4 Milliarden Menschen zu töten. Also in einem Super-Genozid quasi. Ja? Habe das als Handlung hineingeschrieben, damals in meinem Roman, habe es natürlich vor Augen gehabt, aber so wie sich das jetzt, wie viele Jahre später, für mich abzeichnet, insbesondere auch mit diesen Chemtrails. Und ich bin da im Grübeln. Und sie werden damit aufhören. Es ist nur die Frage, und das kann ich noch nicht hunderttausendprozentig beantworten, weil du kannst diese Wolkenschicht ja auch aus dem Grund bilden wollen, ich weiß allerdings, dass es nicht aus dem Grund gemacht wird. Ja? Sie diese erhöhte Lichtwirkung, der wir ausgesetzt sind, so sind Photonen, ja auch in irgendeiner Form denken. Ja? Aber gut, das ist das eine. Was du angesprochen hast, diese Pläne von Reduktion der Menschheit, wo habe ich das jetzt vor kurzem gelesen? Der Ted Turner hat das gesagt. Genau, der Ted Turner hat gesagt, in einem Interview, dass seiner Meinung nach es gut wäre, wenn die Menschheit auf 300 Millionen reduziert wird. Da war ich auch erstaunt. Ja, also ich muss gestehen, ich muss mich mit diesen Gedanken natürlich auseinandersetzen, aber viel vordergründiger ist mir dabei, euch zu erklären, was passiert, wenn das, was ich vorhin mit dem Photon angesprochen habe, wenn du das durchschaust und begreifst, dann kommst du nämlich darauf, dass du ein eigener Geist bist, der egal in welchem Körper du bist, du selber, der sich selbst erkannt hat, der stirbt nicht. Das ist für mich irrsinnig faszinierend gewesen. Und was dann passiert ist, du verlierst plötzlich die Angst. Du verlierst die Angst vom Tod, du verlierst die Angst vor irgendwelchen Schmerzen, du verlierst die Angst vor irgendwelchen Massenmorden, weil du könntest dich selbst dabei beobachten, wie du dich selbst zerfleischst, wenn es eine Kamera gäbe, die filmen könnte, wie du selbst dann wieder weiterwanderst, würde dich das überhaupt nicht mehr interessieren. Das ist für mich, aber ich muss jetzt sagen, das ist für mich selbst auch eine Art Schutzmechanismus, weil ich mir ja sage, wenn ich mir diese Szenarien da alle vor Augen führe, die da wirklich gemunkelt werden, wo die Gerüchte verbreitet werden, wo zigtausende Panzer an die ostdeutsche Grenze geführt werden oder transportiert werden, die Chemtrails herumfliegen, Geisteskranke in irgendwelchen Ritualen Kinder missbrauchen, oder es ist völlig wurscht, die ganze Palette rundherum, ja, wenn ich mir das vor Augen führe, dann wäre ich ja sehr stark selbstgefährdet. Also muss ich ja in irgendeiner Form zu meiner Rettung und zur Rettung meines Geistes, weil mein Geist hat zwei Möglichkeiten. Er nimmt jetzt beide in Anspruch. Ich kann hergehen und alle zur Raison aufrufen, wurscht, nein. Ja? Indem ich mich hinstelle und sage, okay, jetzt sage ich mal meine Meinung zu der Welt, zu den Mächten, zu den Regierungen und zu allen, die diese Welt in den letzten 3-4.000 Jahren mit aufgebaut und gestaltet und wo sie heute regieren. Das sage ich als ein Geist und als der andere Geist, sage ich, mir ist es wurscht, was ihr in Zukunft macht, ihr könnt mir den Arsch lecken, weil ich habe überhaupt keine Angst mehr, weil ich mittlerweile drauf gekommen bin, dass es unerheblich ist, weil aus welcher Körpermasse ich bestehe, mein Geist wird immer der Gleiche.
Also da muss ich die Angst vor den Boten und vor diesen Massakern nehmen. Die brauchst du nicht mehr haben, die gibt es nicht. Also in dem, und deswegen will ich euch da ja dazu auch veröffentlichen, das ist für mich einer der wichtigsten Schritte gewesen, vor allem im Zuge meiner Recherchen, dass ich eben draufgekommen bin, dass diese Religion, die der Vatikan da mehr oder minder uns seit 2000 Jahren vorgaukelt, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was er selbst praktiziert. Und auch nichts mit seinen Wurzeln. Weil die Wurzeln gehen bis nach Ägypten zurück und die kannten nur eine Religion und das war die Religion der Reinkarnation. Deswegen hast du ja auch die Pyramidenbauten gehabt, wo dann unten die einzelnen Kammern eingerichtet wurden, die sind alle einbalsamiert und eingekrackt worden, damit sie ins neue Leben ja relativ gut gekleidet und wohlhabend übertreten können. Das ist der Glaube an die Reinkarnation und das ist auch das, woran der Vatikan glaubt. Also der Vatikan betet letztlich eine andere Religion im Hintergrund an, als die, die er uns verkauft. Und nachdem ich das auch durchdacht habe und ich feststellt habe, dass es ja dann völlig überflüssig ist, Angst vor einem Tod zu haben oder vor sonst irgendwas, weil du ja im Extremfall oder weil wir alle im Extremfall morgen, wenn die Sonne verschwinden würde, zwar einfrieren würde, aber unser Geist würde schlafen. Das Ich, von dem du sprichst oder glaubst, dass es dein Ich ist, ist etwas ganz anderes als der Körper, der sich dort bewegt und herumläuft. Okay, der wird in der Wachphase vielleicht gesteuert, aber auch nicht wirklich. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Studie nachgewiesen habe, weil ich festgestellt habe, dass ich in Situationen hineinmanövriert worden bin, wo ich gar nicht mehr selbstbewusst entscheiden konnte, weil ich so viele Rechenoperationen hätte durchführen müssen, um die richtige Entscheidung zu treffen, dass ich mich nur darauf verlassen konnte, dass ich geführt werde. Und das war in allen Situationen so, in allen. Das kannst du mir glauben, das ist für jemanden, der das emotional und auch wissenschaftlich aufarbeiten will, ein Gefühl, das sehr überwältigend ist, weil ich mit dem nicht gerechnet habe in der Buch. Weißt du, ich bin drauf gekommen, mir schicken die Leute, ich kriege jede Woche 50 Hilfefragen nach den irgendwelchen Hilfestellungen. Dem einen muss ich Rechtsanwaltsbriefe oder Schriftsätze verfassen, dem muss ich das machen, dem muss ich medizinisch helfen, dem muss ich dort helfen, da muss ich Bücher schreiben, signieren muss ich, verlegen muss ich, drucken muss ich, ich bin Manager, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Dichter, ich bin Philosoph, was will ich noch alles machen? Mich wundert es nicht, es gibt Leute, die mir aufgrund meiner wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, ich bin besser als der Leonardo. Ich bin gespannt, ob man in 300 Jahren so was sagen wird. Das weiß ich nicht. Mich interessiert keine Orden, mich interessiert keine Politik, ich will für nichts kandidieren, gar nichts. Ich mache meine Arbeit, zu der ich berufen bin, zu der fühle ich mich berufen und da kann ich eh nicht mehr aus. Und ich versuche jemandem, wo ich kann, eine Antwort zu geben, so wie ich es weiß, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dieses Thema ist ein Thema, wo ich dir sagen muss, selbst wenn das jetzt wirklich so wäre, dann wird es unsere schnellstmögliche Aufgabe sein, uns von der Angst vor dem Tod zu lösen. Das ist das Wichtigste. Weil wenn du begreifst, dass du keine Angst vor dem Tod haben musst, weißt du, was du dann alles zu Wege bringen kannst? Dann fallen dir plötzlich Dinge ein, die du machst, die so verrückt sind, die aber nicht schädlich, sondern einfach verrückt. Könntest du nicht auf die Idee kommen und einen Papst öffentlich auffordern, zurückzutreten und gleichzeitig den Anspruch auf Papst anstellen? Auf was? Papst anstellen? Ja, die Frage ist nun, wie persönlich. Harry, der Jan Hendrik hatte noch eine Frage. Ich hoffe, er weiß sie noch. Hat sich eigentlich im Prinzip fast schon geklärt. Es war so die Frage noch, die für mich noch im Raum stand. Wie das jetzt ist mit der Freimaurerei und im Zusammenhang mit dem Finanzwesen und da, wo du gearbeitet hast. Wie sind da so die Verbindungen? Zum Beispiel der, wie heißt er, Ewald Stadler hat da ganz guten Vortrag mal zugehalten. Wie stehst du dazu? In dem Stadler habe ich mich einmal getroffen in Wien. Wir haben ja mal ein längeres Gespräch geführt. Ich habe mir seinen Vortrag, ich habe den abgespeichert, das Video, das ist auf YouTube. Ja, ich auch, ja. Dauert, glaube ich, 2 Stunden, aber ich habe mir leider nur 4 Stunden angeschaut. Ich muss gestehen, das Thema Freimaurer ist bei mir noch mit einem Fragezeichen verbunden, weil ich mir
Ich bin mir natürlich über den Einfluss dieser Gruppe bewusst, den sie auf unseren Alltag und auf unser Leben hat. Aber ich habe ein Missing Link, weil ich frage mich, warum der Rothschild 1740 oder 1714, wo im gleichen Jahr wie die amerikanische Unabhängigkeit. Da hat er selber noch einmal einen Freimaurer Ort in Bayern gegründet, auf dem Deutschland. Und ich habe mich gefragt, ja, wieso muss der den gründen, wenn es den nicht schon gibt? Weil so wie sich das damals dann ergeben hat, besteht er dann quasi seit Mitte des 18. Jahrhunderts, also jetzt seit knapp 250 Jahren. Kann aber schon altersbedingt nicht denselben Einfluss haben wie ein Verein, der viel älter und viel länger besteht und noch immer besteht. Und nicht abgelöst. Also die Rolle der Freimaurer, die war für mich insofern interessant, weil ich vom Ludendorff einmal was gelesen habe, wo er den Einfluss und das Spiel, das politische Spiel im Hintergrund geschrieben hat. Aber ich kann es auf diese lange Geschichte, kann ich es noch nicht pinkeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, es sind die Gralsritter, es sind die Tempelritter, es sind die Freimaurer, es sind die Malteserorden, wer ist jetzt wer? Wer ist was? Ich tue mir da einfach nur schwer, weil ja alle irgendwie verwickelt sind. Ja? So, dann lande ich bei neuen Organisationen, die im letzten Jahrhundert gegründet worden sind. Dann bin ich dann beim Komitee aus 300, das hat sich schon länger gegeben. Dann komme ich zu den Bilderberger, dann komme ich zur Trilateralen Kommission, dann komme ich zum Council of Foreign Relations. Also das sind dann alles Organisationen, wo Leute sitzen, die ich eigentlich über den Freimaurer einordne. Die Freimaurer, so wie es einmal beim Rothschild-Vortrag gesagt, sind so wie ich sie sehe heute die Arbeiter derer, die halt darüber stehen. Das ist halt der Unterbau. Die Freimaurer sind die Anwälte, die Steuerberater, die Ärzte, die Architekten, die Richter, die Staatsanwälte, die Politiker, die Landeshauptmänner, die Ministerpräsidenten, ja, die da überall ein und aus. In den Johanneslogen sitzen dort bestimmt welche. Da gibt es dann natürlich auch noch natürlich die Hochgrad Freimaurer. Ja, du hast recht, aber ich habe ein Problem. Es war ja der Goethe, war ja auch Freimaurer. Es war der Schiller Freimaurer. Es war der Napoleon Freimaurer. Es war der Mozart Freimaurer. Es war der Leute, es war der Newton war Freimaurer. Ja, es waren ja Leute Freimaurer und das ist aber zurückzuführen auf die Rosenkreuzer und auf die Royal Society. Ja. Aber das ist ja auch eine Organisation, die ähnlich arbeitet. Aber das waren ja Leute, die ich ja nicht als bösartig, kriminell oder brutal hinstellen kann. Und das ist für mich jetzt einfach noch das Thema, dass ich das unter einen Hut bringen muss. Und ich glaube, ich werde da auch selber hinauskommen, wie es die Jasmin früher über die Malteser gesagt hat. Du hast so eine Seite und so eine Seite. Ja. Weil Goethe war für mich kein Kriegsherr und kein brutaler Hund. Und der Kant war es auch nicht. Ja. Also, was ist jetzt böse an denen? Ich muss gestehen, das ist das Thema, wenn ich das abrollen würde, dann müsste ich aus meinem eigenen Umfeld mindestens 20 oder 25 Kandidaten hertauern, die ich mir alle zur Brust nehmen müsste. Müsste ich mir alle zur Brust nehmen, weil die Rolle, die sie bei der französischen Revolution gespielt haben, die sie bei der Oktoberrevolution, beim Bolschewismus, beim Lenin, beim Hitler gespielt haben, beim Ersten Weltkrieg, weil die Schwarze Hand ist eine Suborganisation der Freimaurer gewesen und dessen Mitglied hatte damals den Erzherzog Johann in Serbien unten erschossen, ne, in Sarajevo. Dann ist der Erste Weltkrieg gestartet worden. Also es ist, ich muss gestehen, diese Rolle der Freimaurer ist eine ganz eigene Rolle, die ich als Gesamtes noch überblicken muss. Ich muss das überblicken, es ist aber interessant. Ihre Religion kenne ich. Ja. Und ich bin auch der Ansicht, und die Freimaurer, so wie du sagst, die haben ja da mehrere Orden. Der Hitler war ja auch Mitglied in einem 33. Grad von irgendeinem schottischen Orden. Was ich weiß, von Erzählungen, und dann war er auch noch im Thule-Orden, in München war er ja auch. Den hat er ja mehr oder minder, die haben ihn ja mehr oder minder eingeführt, der Thule-Orden. Ja? Also, das sind Hintergründe, wo ich sage, ich bin da noch am Grübeln. Ich bin noch am Grübeln, wie sich eine so mächtige Gesellschaft im Hintergrund aus so gescheiten, intelligenten Leuten, Wissenschaftlern, Dichtern, Künstlern zusammensetzen kann und gleichzeitig auf der anderen Seite auch so brutal vorgeht. Weil du hast in allen Staatsanwaltschaften und Gerichten heute die Freimaurer sitzt. Ja.
in jeder Politik, in jeder Religion. Aber ich habe Angst vor ihnen. Ich habe deswegen keine Angst vor ihnen, weil den Weg, den die Freimaurer gehen müssen, um den höchsten Grad zu erreichen, den bin ich längst gegangen. Auf einem anderen Wege sozusagen. Nicht über die Jakobsleiter, sondern über die Räuberleiter, oder wie? Ich weiß nicht. Das ist eine Frage, die ich dir nur so beantworten kann, dass ich das, weißt du, ich bin ein Wassermann und eine wissenschaftliche Leitung. Und ich will alles begreifen und so verstehen, dass es ein anderer auch versteht. Und wenn ich selber zu der Überzeugung gekommen bin, dass ich durch eine Form von Reinkarnationsprozess Dinge verstehen, Texte lesen kann, die uralt sind, oder weiß, was sich der dahinter gedacht hat, oder plötzlich Zusammenhänge erkennen kann, die keiner noch vorher erkannt hat, dann komme ich bei mir selbst zu dem Ergebnis, dass ich einen Weg der Erleuchtung bewältigt habe oder gegangen bin, der vielleicht mit viel Leid auch verbunden war, aber mir braucht keiner den Weg zur Akasha-Traurig erklären, den kann ich jetzt erklären und ich weiß sogar, dass es noch eine achte Stufe gibt. Aber deswegen sind die Freimaurer für mich Leute, die eigentlich irgendwo in meinen Augen herumlaufen, sich nicht gefühlt, aber sie sind uneingereiht. Ich will noch was fragen, zwischendurch fragen. Ich habe gehört, ich habe jetzt nicht die Sicht auf die Dinge, auf die Organisation, aber Illuminaten, Freimaurer, die sollen eine Verbindung haben. Und eine Religion haben, die okkultistisch ist. Es gibt da unterschiedliche Gründe. Aber es ist die gleiche Religion. Und dann ist wiederum die Frage, was ist okkultistisch? Das, was verdeckt ist. Das, was ich denke, ist... Es ist eine geheime Religion, das ist so, das ist tatsächlich so. Und es wird in dieser Religion, weil das Sigmund Freud war ja auch ein Freimaurer, es wird in dieser Religion nur nach Drogen gezielt eingesetzt, um diesen Zustand der Erleuchtung zu erreichen. Da gibt es ja alle möglichen Dinge. Schamanen oder Indianer haben früher Peyote und Mescalin verwendet. Wir verwenden halt heute, was weiß ich, Amphetamine oder sonst irgendwas. Der Hitler hat sich jeden Tag 7 oder 8 Drogen abholen lassen von seinem Leibwort. Also es ist eine Religion und diese Religion hängt aber damit zusammen, dass ich muss etwas, weißt du, ich habe das selbst erlebt, das war in einer Nacht, das war in einer Vollmondnacht, wo die Venus auch sehr stark war, ja. Ich habe es zum ersten Mal so in dieser Form erlebt, weil ich eine Form von Begreifen gespürt habe, wie ich sie noch nie gespürt habe. Ich habe eine Form von Verbundenheit gespürt, wie ich sie noch nie gespürt habe. Und wenn du heute nach diesem Prinzip der Seelenwanderung vorgehst, dann kommst du automatisch zu dem Ergebnis, dass es alte Seelen gibt und dass es junge Seelen gibt. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit sehr, sehr vielen Seelen in irgendeiner Form verbunden bin. Und das hängt mit diesem Prozess der Religion zusammen, wenn du diese Stufenleiter da erklimmst. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Mich interessiert auch viel mehr die naturwissenschaftliche Frage, weil ich merke, wie sie mich rundherum versuchen abzulenken von meinem Weg. Ich werde ständig abgelenkt. Es sind ja auch solche Auftritte, wie der, ich weiß nicht, wie der heißt, der doch früher bei euch war, der mich da kommt. Moment mal, kannst du das wiederholen? Die Verbindung ist gerade schlecht. Genau, da stockt was. Du musst das Handy nicht gleich runterschmeißen. Ja, das ist ein Bild, ja, oder? Ihr wisst ja gar nicht, wie ich fluchen kann, wenn ich der PC her. Kommt oft vor. Ja. Also, so wie der Auftritt von dem jungen Mann da früher, das,
das merkst du sofort, weil jemand, der in einer Schleife ist, vor 5, 6 Mal immer wieder das Gleiche sagt, immer wieder dieselben Redewendungen hat, da merkst du genau, der ist vorher gebrieft worden, der muss sich das vorher irgendwie anlesen oder durchschauen, weil ich habe keine Ahnung von dieser Satzung von der Notwesen. Das interessiert mich ja nicht mehr, weil es ja auf mein Leben keinen Einfluss hat. Aber solche Ereignisse sind Ereignisse, die mir etwas signalisieren sollen. Versteht man? So sehe ich das. Bin ich nicht in aus der Ruhe zu bringen von solchen Leuten. Seid ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Ich sehe Kopfschütteln, der eine lächelt. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Ja, Peter hat vielleicht doch noch eine. Es ist so mit der Unsterblichkeit des Geistes und der Seele und so schön und gut, habe ich auch schon so ein bisschen von gespürt und verinnerlicht vielleicht. Andererseits geht es ja gerade der Religion darum, Seelen zu ja, einzufangen, sie zu verletzen, sie irgendwie einzusperren, sie auszusaugen, wie auch immer. Also darum geht es ja eigentlich der Kirche so letztendlich. Und, ja. Und bisher hat man eben gern mit lebenden Menschen, mit lebenden Seelen und so gearbeitet, aber irgendwie geht es ja jetzt in eine andere Richtung. Und kannst du da irgendwie, wie das so zusammenhängt, gibt es jetzt irgendwie so Hightech verbunden mit Seelenverwaltung und kann man sich das wie Matrix vorstellen? Oder? Ich kann das nur so beantworten, dass ich sage, ich habe einen Glauben und mein Glaube ist der, dass dieser Papst, den wir jetzt haben, der letzte Papst nach den alten kanonischen Regeln sein wird. Gibt es ja auch eine Prophezeiung zu, ne? Ja, nach diesem Papstamt ist es, wird sich klar, das sind wir in einer neuen Welt, das ist das, was ich glaube. Das spüre ich. Deswegen sind für mich diese Anschuldigungen, auch wenn ich jetzt zeigen müsste, um sagen zu können, so, der ist es jetzt und den fangen wir. Wir werden einsperren und verurteilen und vierteilen. Da tue ich mir schwer, weil ich müsste so weit zurückblicken, dass es gar keinen Sinn hat. Entscheidend ist, dass es zu Ende ist. Aber wenn wir das geschafft haben, dann lachen wir über all das, was passiert ist. Ja, aber ganz sicher, weil ich ja dann keinen Grund mehr habe, darüber zu jammern, wenn ich das abstellen kann. Und ich glaube, dass wir das abstellen werden in den nächsten 2, 3 Jahren. Es wird alles abgestellt werden. Ich habe es vergessen. Ich habe gespürt. Ja. Wenn nicht wir, dann wie? Hier von hinten kam gerade von Michael, ja, wenn nicht wir das abstellen quasi, dann stellen die anderen das ab in irgendeiner Form. Weil so geht es nicht weiter, deswegen also, sind wir uns ja alle einig. Meine inneren Panikzustände, ja, die ich erlebt habe vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, als ich überflutet worden bin mit negativen Nachrichten, ich werde es ja heute noch. Ja? Also wenn ich einmal ein paar Tage meine E-Mails nicht abrufe, es ist ein Horror, was da jedes Mal reinkommt. Gestern oder vorgestern habe ich es noch einmal alles. Ein paar tausend E-Mails und es sind immer so viele Negativ-Nachrichten dabei. Also die ganze Welt ist letztlich wie ein Inferno, so wie das dargestellt ist. Und ich habe in der ersten Phase, wo ich das alles wirklich mir jeden einzelnen Artikel angeschaut habe und zu Herzen genommen habe, bin ich darauf gekommen, dass es mich innerlich zerfließt. Ich habe das ja auch oft bei Vorträgen gesagt, dass es mich seelisch einfach ausgezerrt. Nicht nur die Geschichte mit der Bank selber, wo ich mit einer Sparkasse, wo ich live mit den Vorständen auftreten, mit Wertpapierberatern, mit Steuerberatern, mit Anwälten, mit Geschädigten, mit Opfern, das war für mich unglaublich, was ich da für Geschichten gehört habe. Und es ist dann noch unglaublicher geworden, als ich in diese Bewegung da hineingeschlittert bin. Weil ich da dann immer mehr gehört habe und natürlich auch immer häufiger eingeladen worden bin. Aber ich bin nicht mehr pessimistisch. Ich habe keine Sorge und keine Angst mehr, weil ich glaube, dass wir eine Lösung haben. Ich glaube, dass wir eine Lösung haben. Und das ist jetzt aber nicht mit allzu vielen Schmerzen und mit Gewalt, das wird eine völlig neue Form von Umsturz. Und es wird ein geistiger Umsturz. Ich sage, kein irdischer. Sicherlich ein irdischer auch, aber der geistige, der wird entscheidend werden. Weil ich glaube, dass ich ja nicht nur irgendwelche Gebetsbrüder da jetzt möglicherweise dafür oder davon überzeugen kann, sondern für mich ist ja vorrangig die Wissenschaft.
Meine Zielgruppe sind hohe Wissenschaftler, Nobelpreisträger, die sich mit meinen, die sich mit meiner Literatur auseinandersetzen sollen. Aber nicht irgendwelche, natürlich tun das auch die Geistlichen. Die lassen sich das. Ich weiß es ja. Ich bin ja mit ihnen auch ständig in Kontakt. Aber ich habe keine Angst mehr vor den Leuten. Und ich habe das Gefühl, dass die auch gewartet haben auf diesen Moment. Sie brauchen ja selber eine Lösung, weil das, dass sie jetzt ein paar hundert Millionen oder ein paar Milliarden irgendwo dahin wetzen oder wieder irgendeinen großen Krieg anzetteln oder vielleicht sogar Nuklearwaffen einsetzen oder sonst irgendwas, das wird keiner machen. Das werden sie nicht machen. Ihr Konzept besteht darin, derzeit einfach die Menschen ständig in Angst zu versetzen, zu verwirren und zu verlieren. Und natürlich wollen sie Sklaven schon einbringen, aber sie wissen, dass das nicht mehr geht. Das geht nicht mehr. Dafür sind wir alle erstens viel zu viel und zweitens haben wir uns viel zu weit schon hinausgelegt. Das können sie nicht mehr. Sie können das Konzept nicht mehr so fertig machen, weil sie wissen, dass es auf Dauer nicht mehr halten wird. Das ist ja auch jetzt schon. Du wirst ja bei jeder Kleinigkeit schikaniert und ausgebeutet. Du musst ja permanent immer zur Kasse gehen. Du musst immer irgendwo eine Erklärung abgeben, ein Schreiben beantworten oder sonst irgendeine Scheiße machen. Sie sind ja völlig verrückt und sie wissen, dass das System nicht mehr funktioniert. Glauben ist nur, was kommt dann für ein Geldsystem, was kommt dann dort und da. Das ist alles so easy. Schwer ist der Druck. Schwer ist, herzugehen und zu sagen, du stellst dich jetzt wie der Chines am Himmel, am Platz vom himmlischen Frieden 1989 hin und plötzlich bleibt der Panzer stehen und hinter dem Panzer ein zweiter und ein dritter und vor dem steht der Chines mit einer Achten. Das muss dir mal gelingen. Das ist. Wer würde das von uns machen? Amerikaner hätten aber nicht einmal einer stehen. Drücken wir es mal hin, dass wir keine Angst haben. Keine Angst. Und gar nicht. Dann trauen wir uns auf alles und dann wird, und es wird auch nicht notwendig sein mit irgendeiner Gewalt, mit Bord. Noch ein Einwurf, denn du hast gesprochen von einer Leiter zur Erleuchtung, die es wahrscheinlich auch in den Freimaurerlogen gibt. Da habe ich gehört, dass die unteren Ränge ein falsches Bild vermittelt bekommen, was die Oberen wissen. Sicher. Wie bitte? Ja, sicher, es ist so. Ja. Und dass sie die Bibel lesen und die Bibel anders interpretieren, dass für sie nicht der Gott, den die Christen bewundern, gut ist, sondern der eine gefallene Engel, der Luzifer, der rausgeschmissen wurde. Ja, also in deren Religion hat Jesus die Rolle von Luzifer. Genau. Ja. In deren Religion ist quasi der Luzifer der Messias. Wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich als Luzifer fühle oder als Reinkarnation von Luzifer und deswegen keine Angst habe, zwar egal wem von diesen Kandidaten, weil jeder herkommen kann und ich erkläre jedem, wie sein Verein funktioniert. Weißt du, ich sitze vor der Geschichte und habe das Gefühl, als hätte ich die ganze Geschichte geschrieben. Als wüsste ich sie und hätte ich sie vor 5000 Jahren gefunden. Genauso kommt es mir vor. Und deswegen weiß ich auch, wie diese Religion funktioniert. Das ist so. Die haben letztlich auch nichts anderes als sie haben es halt mit Ritualen verbunden, die viel aktivere Mitarbeit verlangen, als es bei den Katholiken ist. Weil wir gehen halt nur in die Kirche und dann macht man Gott. Ja? Die einzigen Rituale, die wir machen, das sind die Sakramente. Sonst macht man eigentlich gar nichts. Und dann sind wir froh, wenn wir Osterfeiertage haben und Weihnachtsfeiertage. Aber die Religion, die die haben, ist eine andere und die hängt mit der Erleuchtung zusammen. Und so wie du richtig sagst, sie ist spiegelverkehrt. Das hat ja auch der Nietzsche gesagt. Das ist die Umkehr aller Werte. Das hat die Kirche ja auch gemacht. Die Kirche betet ja mehr oder minder auch den Luft. Und das hängt aber auch mit der Venus
zusammen und das sind jetzt aber dann wieder astrophysikalische Dinge. Die Kirche hat sogar ein Observatorium des Luzifers, so wie in Amerika. Ein eigenes Teleskop. Die hat Bomben, das glaubt sie nicht. Das weiß ich. Das weiß ich alles. Ist mir mittlerweile alles bewusst, vertraut, begreift das Prinzip und auch das Spiel. Und sie wissen auch, dass es da ist. Und deswegen glaube ich, dass es zu einem strengen Gefühl kommt. Weil an mir kommen sie nicht vorbei. Also eins kann nicht sein, sie müssen mich umbringen, aber das tut sie nicht. Oder sie müssen akzeptieren, dass eine neue Musik spielt. So einfach ist es. Jetzt kann ich natürlich nicht hergehen und sagen, ab morgen ist alles anders, das geht nicht auf dem Weg. Das dauert ein bisschen, aber das wird gehen. Das kann ich dir versprechen. Fabi, ich weiß nicht, ob du auf die Uhr geguckt hast, aber du hast ganz viel Zeit hast du uns geschenkt. 2:15 stimmt. Ja, ja, von dem Gespräch vorher, was so nicht ganz akustisch geklappt hat, reden wir ja gar nicht erst. Und hat noch jemand Fragen? Na, was? Über das können Sie immer reden. Über das können Sie immer reden, weil du musst das Muster mal, wenn du das Muster dir anschaust, wie so jemand auftritt und was er sagt und wie unsicher er ist, dann musst du ja begreifen, dass das ja ein Geist ist, der von einem fremden Geist gelenkt wird. Das ist jetzt nichts Metaphysisches, sondern das ist einfach ein Vorgang. Das kann doch nicht sein, dass ein vernunftbegabter Mensch sich hinstellt und sagt, ich weiß hundertprozentig, was du weißt. Wer macht sowas? Das kann ja niemand tun. Und ich traue auch dem das nicht zu, wenn er vernünftig ist. Also muss er das aus einem anderen Zweck machen. Das gibt es nicht. Deswegen kannst du nur ruhig drüber reden und du sagst jetzt drüber ärgern. Das ist einfach analysiert. Ihr werdet staunen, muss ich einmal alles wissen. Es ist bahnbrechend. Ich sage euch eines, wir leben in einer Revolution. Das ist das, was mich am meisten begeistert. Dass wir in einer Generation leben, die nicht nur die Aufklärung der Bibel und aller Schriften erfahren wird, sondern die letztlich auch erfahren wird, was Gott will. Und das ist das, was mich am meisten begeistert, was gleichzeitig mit der Auflösung von einem Imperium zusammenhängt. Dass aber nicht einmal davonlaufen muss und auch nicht weinen muss und kein Blutbad kostet. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte. Das haben wir noch nicht. Und auch so frei. HW, wir sagen, also ich sage mal für alle hier herzlich Danke. Mhm. Einen vierbeinigen Zuhörer und danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich denke, das ist harter Tobak, den wir hier verarbeiten dürfen, verarbeiten können, für uns mit nach Hause nehmen können. Und ich sage, jeder Einzelne von uns hat viel zu tun, in seinem eigenen Leben was zu verändern. Im Kleinen fängt es an, im Großen geht es weiter. Dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, was es kostet an Unterbrechung und an Konzentration. Und ich sage einfach mal für alle Danke und würde dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen wollen, den du ja sowieso nicht hast. Alles Gute. Ich wünsche euch auch alles Liebe. Es war schön, euch getroffen zu haben, zumindest so. Und wünsche euch auch ein schönes Wochenende und wir feiern uns. Ja, herzlichen Dank. Danke.